Was geht, Leute? Willkommen zurück zu Game Backtrack und willkommen zu einem neuen Letztes Cast zum Thema Pokémon. Schnapp sie dir alle. Juhu. Ching-Chu. Hallo. Dazu jetzt gleich wieder. Ich bin der Greedo und hier ist mein bezaubernder Gastgeber. Ja, ich bin der Minas. Hallo. Ihr kennt uns vielleicht schon aus anderen Podcasts. Ja, Disclaimer, Take Two. Warum Take Two? Weil ich dumm bin. Traurige Geschichte, kurz gesagt, Outer City. Ja, ist irgendwie abgeschmiert, aber ich bin selber schuld. Also ich wollte den letzten Podcast bearbeiten. Dabei ist mir ein Missgeschick passiert. Ich wollte abbrechen, dass ich was verstelle am Podcast und dabei ist es abgeraucht. Und ich habe dir ja auch die Qualität die gezeigt, die danach rauskam. Es war übersteuert. Also ein Rummelplatzbesuch ist, glaube ich, nichts dagegen von der Soundkulisse. Ja, das hat ja echt so ein bisschen was von Achterbahnschreier, der ins Mikro brüllt. Ja. Aber jedenfalls kurzum, heute geht es um die fabelhafte Welt der Pokémon, weil natürlich in ungefähr wie vielen Stunden? Nicht mehr lange. Sechs, sieben? Sieben Stunden. Alter. Pokémon Schmutz und Dreck. Rot rauskommt. Schmutz und Dreck. Pokémon, wie heißt es zu Deutsch? Karmesin und Purpur. Karmesin. Was beides übrigens rot ist. Und ich möchte nur mal anmerken, dass es im Englischen heißt Scarlet und Violet, also Scharlach und Violett, was übrigens Violett auch eine Farbe im Deutschen ist, die kein Rot ist, sondern lila. Aber naja. Ja, jedenfalls kommt das heute raus, also morgen. Also jetzt um Mitternacht. Werden wir auch drüber reden, auf jeden Fall, ne? Also und unsere First wir wollten das mal so ein bisschen zum Anlass nehmen, einfach mal über die Serie generell zu reden und dann vielleicht auch unsere Erwartungen über das neue Spiel. Und jetzt gerade für uns beide zumindest aktuell ist auch Legends Arceus. Stimmt. Weil wir haben das zum Release nie gespielt und das ist ja Anfang diesen Jahres rausgekommen. Jetzt haben wir mittlerweile November. Und ja, ich weiß auch nicht, ich schätze mal einfach, weil wir jetzt angefixt, oder was heißt angefixt waren, aber weil es jetzt irgendwie aktuell war durch die neuen Spiele, die rauskommen, haben wir es uns jetzt doch mal geholt und zocken das jetzt beide gerade. Ja, bei mir war das so, ich war ein bisschen ernüchternd von Purpur und Karmesin und war ein bisschen enttäuscht auch so. Und dann dachte ich mir so, hey, es gibt doch noch Legend Arceus, kaum aussprechbar. Hier wird es auf Deutsch gesprochen, Arceus. Arceus. Legenden Arceus. Arceus, wird es wirklich Arceus gesprochen? Egal. Ich habe keine Ahnung. Aber ich war halt ein bisschen ernüchternd, ein bisschen enttäuscht von dem ganz neuen Pokémon, was jetzt rauskommt von der Switch. Deshalb habe ich dem einen Try gegeben und habe eigentlich eine gute Zeit mit dem Game. Und Greedo hat sich dann auch anstecken lassen, jetzt noch kurz vor Release und das auch noch angefangen. Ja, ich fand das Spiel immer interessant, aber ich wollte nie Full Price dafür ausgeben. Ja, 60 Euro ist heftig. Mittlerweile E-Shop, Nintendo E-Shop kostet tatsächlich 60 Euro, aber im Laden kriegt man es halt für 40. Ja, ist ein fairer Preis. Also 40 Euro ist das Spiel auf jeden Fall wert. Es ist vielleicht sogar auch 60 wert. Also ich bin auf jeden Fall gut unterhalten mit dem Spiel. Aber Arceus habe ich mir halt wirklich nicht gekauft, weil da war die Trailer, also das Spiel sieht echt nicht schön aus. Aber wie gesagt, Gameplay ist echt cool und eigentlich geht auch Gameplay über Grafik. Aber bei dem Arceus habe ich das ganze Konzept auch gar nicht verstanden durch die Trailer. So, okay, du rennst da rum in Echtzeit und kannst da irgendwie Pokémon fangen. Und das System ist halt eigentlich geil, so wie man sich eigentlich wirklich ein Pokémon-Spiel gewünscht hat immer. Aber ich hatte auch lange Zeit keine Lust auf Pokémon, weil Schwert und Schild hat mir so bei mir den Todesstoß gegeben. Das ist halt die Edition, die ich als letztes gespielt habe und die habe ich nicht durchgehalten. Ich habe weder die Top 4 gesehen in dem Spiel, noch viele Gyms oder so oder Arenen, wie sie auch hier heißen. Und da habe ich dann gleich die Flinte ins Safkorn in die Flinte geworfen. Keine Ahnung, die Flinte ins Korn geworfen. Flinte ins Safkorn geworfen. Das ist halt schade, wir haben echt 3 Stunden vorher fabuliert und geredet über die ganzen Pokémon-Spiele, auch womit wir angefangen haben. Hast du mich ja gefragt, ne, was mein erstes Pokémon war. Ja, wir können deswegen das ja trotzdem kurz trotzdem nochmal chronologisch rekapitulieren, wie wir in die Serie reingekommen sind. Genau. Allerdings, ja, also wir werden dann jetzt nicht mehr, ihr werdet nicht mehr unsere Überraschung hören vom jeweils anderen, was wieder reingekommen ist und so. Ja, oder unsere Reaktion aufeinander. Wir wissen das ja jetzt alles schon. Ja, erzähl doch mal, wie du auf die Serie aufmerksam geworden bist und wie du da reingekommen bist. Ja, aber wie gesagt, es war ein riesengroßer Hype, ne, auf dem Schulhof. Du hast dann halt irgendwie gesehen, dass man halt Pokémon halt lief im Fernsehen. Dann gab es halt wirklich die Gameboy-Teile und ich habe auch den allerersten Gameboy-Teil Blau
habe ich mir, glaube ich, weiß nicht, ob es zur Weihnachtszeit oder so war, ist halt schon sehr lange her, aber ich habe mir halt Pokémon Blau gewünscht für den Gameboy und habe es halt dann auch damals auf dem Gameboy Color halt gespielt. Das war halt so mein erster Berührungspunkt. Auch das ganze Sammelkartenspiel oder so kam irgendwie auch noch, dann glaube ich danach eher, weil du meintest irgendwie, du hättest vorher schon Pokémon-Karten gesehen, ne? Weil bei uns war das ja, glaube ich, eher so, erstmal waren die Editionen da und danach war das Kartenspiel irgendwie populär. Aber mein erstes war wirklich Pokémon Blau, war mein erstes Pokémon-Spiel, was ich selber besessen habe. Und die Karten habe ich auch, Spoiler, niemals mir gekauft oder ich habe auch niemals das Card-Game gespielt. Außer das Trading-Card-Game habe ich für den Gameboy gespielt, aber ich habe niemals physisch Karten besessen. Ja. Wie war es bei dir? Also, was war dein Einstieg in die Pokémon? Also, ich kann tatsächlich gar nicht mehr sagen, chronologisch, wann die Karten irgendwie dazugekommen sind. Ja. Aber auf jeden Fall waren die Karten nicht mein Einstieg oder so. Das war dann eher so ein Nebenprodukt. Ja, ich bin zuerst bin ich darauf aufmerksam geworden durch, ich habe früher immer die Club Nintendo Zeitschrift gelesen. Ja, das war so eine kostenlose Nintendo Zeitschrift, also heutzutage gibt es die nicht mehr, oder? Ja, aber die war geil, ne? Das war halt die wirklich war so, waren so 40 Seiten irgendwie mit Comics drin, mit Reviews von Nintendo eigentlich. Also, Werbung, es ist eigentlich nur Werbung für Nintendo. Natürlich, klar, also da war wirklich nichts Kritisches oder irgendwas, es war halt einfach nur so, ey, hier ganz viel Nintendo Shit, so. Und ja, ich hatte damals schon immer über Zelda-Spiele da drin gelesen und hatte immer voll den Spaß, einfach das zu lesen. Und dann plötzlich wurde da über Pokémon geredet. Und ich dachte so, hä, was ist das so? Ein Gameboy-Spiel? Und Gameboy war ja eigentlich schon da ziemlich all. Ja, ja, outdated eigentlich. Es kamen jetzt nicht mehr so viele Gameboy-Spiele raus. Ja, es gab schon, ich glaube, es gab schon fast Gameboy Advance. Kam wirklich? Kurz danach. Müssen wir recherchieren. Also Game Boy Advance war da noch nicht raus, aber auf jeden Fall Game Boy Color war schon so in seiner Endphase, würde ich sagen. Jedenfalls habe ich dann da drin Pokémon Rot und Blau gesehen. Ich dachte, hä, was ist das denn? So, dann habe ich mir das durchgelesen und dann wurde da so erklärt und auch mit Screenshots so gezeigt, wie die irgendwie so als Beispiel gegen so einen Radfratz kämpfen, das Schwächen dann einfangen und dann können die das danach selbst in ihrer eigenen Party benutzen. Mhm. Und ich dachte so, wow, cool, voll das coole Konzept irgendwie, dass man echt so die Monster selbst einfangen kann und dann kann man die selbst spielen, so. Voll die geile Idee. Ey, dann, bis heute ist es aber auch noch ein geiles Feature, ne? Ja, ist es ja. Also auch. Es ist eine Mega-Idee. Das Hauptfeature von Pokémon, so, aber es ist gut. So, aber das Spiel sieht irgendwie voll trashig aus, so von der Grafik her. Ich weiß nicht, warum das so gehypt wird. Irgendwie, ich weiß auch noch, dass ich irgendwie MTV geguckt habe oder so und dann waren da so Game-Charts und dann war das da auf Platz 1. Ich dachte so, hä? Okay, krass. Ich habe mich gar nicht so sachlich damit auseinandergesetzt, weil du setzt dich echt krass sachlich. Bei mir war es halt eher so ein emotionales Ding. Ich habe das irgendwie gesehen und gespielt und habe es direkt in mein Herz eingeschlossen. Also ich habe mich wirklich nicht vorab, habe ich mich wirklich nicht über Pokémon informiert. Ich habe es halt so die Serie auch gesehen. Bei mir war das halt so, irgendwann ist es halt so plötzlich so auf dem Markt erschienen so und ich wusste überhaupt nicht, was das war. So, und dann dachte ich so, hä, okay. Dann ist auch irgendwann halt der Anime rausgekommen und dann dachte ich so, ja, muss man irgendwie mal reingucken, was das so ist und so. Und dann fand das dann natürlich direkt super geil und in der Schule hast du dann halt Schule auch angefangen, so krass gehypt, ne? Dass irgendwelche Kinder dann das Spiel hatten und saßen dann mit ihren Gameboys und so, hey, bla, ich kämpfe gerade gegen Misty, ich schaff die nicht, Alter, das Stami macht meinen Glumanda die ganze Zeit kaputt und so. Dann waren da irgendwelche zwei Kinder, die übelst die Suchtis waren, die das Spiel schon durch hatten und dann mit ihrem Turtok Level 100 und Mewtwo und so gegeneinander gebattelt haben. Und ich dachte so, hey, krass, was geht ab? Und so. Ja. Ich hatte halt echt noch so überhaupt keinen Plan. Mhm. Und dann, ich habe mir dann auch die ersten Editionen gar nicht gekauft und dann kam Pokémon Stadium raus und ich habe das auch wieder in der Club Nintendo Zeitschrift gesehen. Also, boah, 3D-Pokémon, boah, das sieht ja endlos viel geiler aus und so. Junge. Und habe mir dann kurzerhand das Spiel auch gekauft. Mir war aber überhaupt nicht bewusst, dass das halt was komplett anderes ist, so. Weil mir war schon irgendwie bewusst, dass man da so ganz viel battelt und so, aber ich wusste nicht, dass es da überhaupt kein Adventure zum Durchspielen gibt, wo man Pokémon fangen muss. Also du hast dir Pokémon Rot und Blau nicht gekauft, sondern als erstes hast du Stadium gehabt. Okay. Zuerst Stadium, jo. Okay. Und hey, das Spiel war dann auch mega geil und so, aber es war halt nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass ich keine Pokémon fangen konnte und so. Es ist halt einfach nur so eine Battle-Simulation und du hast die ganzen Minispiele noch drauf. Ja. Aber
dafür habe ich dadurch halt alle Pokémon kennengelernt, kannte die dann alle beim Namen, was die für Abilities haben und so. Und ich habe mir dann kurz darauf dann Pokémon Gelb geholt und das war dann halt meine tatsächliche erste Edition. Ja, ist auch. Und habe das dann natürlich, weil ich schon Stadium durch hatte, habe ich das dann erst im Dodu-Turm und dann Dodri-Turm gespielt. Ja, stimmt, du konntest nämlich, es gab so ein Transfer-Pack, das konntet ihr unter euren Controller anschließen, beim N64-Controller. Und dann konntet ihr eure Original-Gameboy-Kassetten da reinschieben und die auch hochladen auf das Pokémon Stadium und sogar euer Spiel darauf spielen. Genau, auf dem Fernseher spielen. Das war der erste Gameboy-Player. Mit zweifachem oder dreifachem Speed. Ja, das ist auch voll krass, ne, dass mit Cartridge du quasi so eine Emulator-Funktion hast, das in High Speed zu spielen. Ja, eigentlich ist da ein Emulator drauf auf dem Spiel, ne? Weil der setzt das ja auch hoch. Aber die Musik ist schrecklich, wenn du die hochpitchst, Alter, du kannst das nicht hören, das ist so krebsig. Aber es war trotzdem geil, irgendwie das dann darauf zu spielen und du konntest dann halt auch deine Pokémon quasi auf Stadium hochladen und konntest dann da auch in 3D mit denen kämpfen. Aber da gab es ja auch so einen kurzen Story-Modus, ne? dass du Orden kriegst. Ne? Du hast mal so Trainer besiegt, dann kam der Arena-Leiter, dann hast du den besiegt und dann irgendwann kamen die Top 4 und Gary. Ja. Und zum Schluss kämpft man dann als Super Endboss gegen Mewtwo. Ja, der ist ganz allein und du musst mit einer ganzen Party gegen den kämpfen und er ist Level 100 und deine Pokémon sind auf Level 50. Voll unfair, ne? Mhm. Aber schaffbar. Ja. Und das Spiel hat natürlich dann auch noch deutsche Synchronisation und auch Lokalisation bekommen und auch, wie gesagt, ne? Auf die Bretter! Schlammbäder sind gesund. Frisch von Olymp. Sie heizen Donner. Einander mit Drohgebärden an. Ja, Junge. Irgendwann konntest du es auch nicht mehr hören, ne? Aber ich habe das wirklich immer oft bei meinen Kollegen, bei den drei Brüdern gezockt. Ja, und man hat immer Kids-Zone gespielt, immer diese Minispiele. Ja, ey, die waren richtig lit, Alter. Zu viert. Partner-Duell. Das Pipi-Spiel, wo man sich auswendig lernen muss, also diese Zeichen da und eingeben muss. Das war schon geil. Es war so Mario Party ganz, ganz, ganz klein und runter gestampft. Es waren glaube ich, nur 9 Stück. Style. Im zweiten Teil so auch vorhanden. Es gibt auch Pokémon Stadium 2. Ja, den zweiten Teil habe ich nie wirklich gespielt. Ich habe den Original. Ja, genau. Und ich habe auch noch Erinnerungen, wie ich mit meinem Kindheitsfreund dann zusammen Pokémon Gelb gespielt habe am Fernseher und dann haben wir irgendwie das Kraftwerk gemacht mit Zapdos. Stimmt, ja. Und dann war er irgendwie an der Reihe und hat dann irgendwie das halbe Kraftwerk gemacht und hat gegen Zapdos gekämpft und dann halt nach Ewigkeiten den dann eingefangen. Und dann irgendwie wollten wir später essen gehen oder so oder wollten irgendwie weggehen oder irgendwas. Und er hat einfach das Spiel ausgemacht. Ich so, boah, Alter, hast du jetzt nicht gespeichert oder was? Und er so, hä? Ich dachte, es speichert von alleine. Weil der hatte halt einfach keinen Plan, weil der irgendwie selbst das Spiel nicht hatte oder so. Und da dachte scheinbar einfach, das Spiel autosaved. Wow. Obwohl es sowas wie autosaved damals noch gar nicht gab. Ja, vor allem gerade auch Schlagwort Zapdos oder so. Du konntest ja auch vor dem Pokémon dann immer speichern, ne, bevor du die halt aus Versehen gekillt hast. Ne? Das habe ich ja auch mal gemacht, auch bei Mewtwo und so. Hast ja halt immer eine Höhle gesehen, dann musst du die ansprechen, dann beginnt der Kampf. Hm. Und dann habe ich... Du warst auch mal so ein Fetischist, dass du einen normalen Pokéball dann haben willst für den Legendary, ne? Weil später sehen auch die Bälle ja anders aus. Ich glaube, damals hat mich das noch nicht interessiert. Aber irgendeine Generation hat dich das dann gestört, ne? Und dann wolltest du den Original-Pokéball drin haben, oder? Mm. Ist das nur bei mir so? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, halt, es war auch ein bisschen so ein Thrill, ne? So ein Pokémon quasi zu schwächen. Vor allem im Tutorial bei Rot und Blau schwächt er das gar nicht, ne? Ja. Wirft einfach Pokéball drauf und sagt, ja, du musst ja aber vorher schwächen. Was ist das für ein dummes Tutorial? Quasi dieser Opa. Vergisst einfach so voll den wichtigen Schritt, so zeigt dir das nicht. Und dann später so, ja, aber denk daran, das nächste Mal, wenn du gegen ein Pokémon kämpfst, versuchst es zu schwächen. Ne? Aber das war halt cool, man hat irgendwas gesehen. Früher gab es auch noch gar kein Internet, glaube ich, als die Edition raus war, oder? Ich glaube, es war noch ganz in Kinderschuhen mit Internet. Ich glaube, der hat es einfach mega eilig, weil der gerade seinen Kaffee noch intus hatte. Ja, wahrscheinlich. Weil er so highspeed-mäßig drauf. Der liegt doch einfach im Weg rum, der muss den Kaffee bringen. Ne? Ja, ja. War das nicht so? Nein, du musst den nicht bringen, aber du machst dann irgendwie das erste Gym und danach meint er so, ich habe jetzt auch meinen Kaffee. Nee. Mein Kaffee habe ich getrunken, beruhigt habe ich mich noch nicht. Ach, das ist ja ein ganz anderer NPC. Ist es oder? Nein, das ist der Opa. Ich glaube, der liegt da. Was muss man dann nochmal machen, damit er dann weg ist?
Ja, im Paket. Man muss erst mit dem Paket dahin. Ah, bringen. Man muss das Paket zu Eis bringen Tränken. Und danach ist der dann weg. Ja, egal. aber auf jeden Fall, Scheiß drauf, damals hat man auch nicht gewusst, so welche Pokémon es überhaupt gibt und so. Ja, das war halt etwas so richtig Mystisches und Cooles eigentlich, weil ich habe mich echt gefreut, als ich dann irgendwelche Viecher gesehen habe. Ich dachte so, Alter, das ist in dem Spiel drin oder so. Mhm. Also, das hatte damals eine richtige Magic. Und auch auf dem Schulhof, wenn da irgendwelche Leute sagen so, ja, ich habe Mew oder sowas, dann denkt man so, nein, du hast das nicht, dieses Pokémon existiert gar nicht. Oder diese ganzen Mythen auch, ne, so, ja, Mew ist unter dem Lastwagen, kannst du Stärke benutzen, ja, bei das MSN, und dann kannst du es verschieben, dann ist Mew da drunter. Aber und so. Irgendwie, das ist echt so krass. Jeder kannte das, ne, ja. Diesen Mythos. Ja, ja, jeder kannte diesen Mythos, und das ist nur Urban Legends, weil du kannst Mew fangen, aber es ist halt wirklich ein Exploit. Du musst ein Glitches ausführen, damit das getriggert wird, ne. Also es geht schon. Aber also eigentlich diese Mythical Pokémon werden ja immer nur bei irgendwelchen Special Events oder so verteilt, ne. Weißt du, was lustig wäre, wenn Game Freak wirklich in irgendeiner Edition das machen würde, dass man Lastwagen mit Stärke verschieben kann und darunter werden Legendary. Das müssten die eigentlich machen, so als Fanservice. Die Frage ist auch, wissen die das halt, dass es diese Lore gab? Oder darunter ist dann echt so ein Portal, durch das du dann in so eine Glitch-World reinkommst, wo überall Missingos sind. Stimmt, ja, Missingo auch ein richtig cooler Punkt gewesen damals, dass du deine Sonderbonbons oder jedes Item auf dem 6. Slot damals konntest du ins fast Unendliche steigern. Es war nicht unendlich, aber es waren, glaube ich, so 300 oder 400 Uses, die du hattest. Da war halt so ein glückliches Zeichen. Das war wirklich ein Pokémon, was gar nicht existiert. Es war halt echt ein Lesefehler, weil Missing Gyo ist Missing Number quasi. Und dieses Pokémon existiert einfach im Speicher nicht, was da geladen wird. Und dieser Glitch führt halt da wirklich dazu, dass euer Game ein bisschen corrupted wird und dadurch halt irgendwelche Sachen verstellt werden. Auch es gibt dann auch irgendwelche Pokémon, die dann über extrem lange Energiebalken haben oder Level 151 oder 71 haben. Also ich habe da ein bisschen Forschung auch mit betrieben. Ich habe auch immer da kommt dann ja auch irgendwie Pyro, kommt einfach so, ja, als so ein Trainer. Wildes Pokémon quasi. Ja. So den kannst du dann fangen und sowas. Also du kannst damit auch richtig dein Spiel kaputt machen, ne, wenn du Pech hast. Ich hatte sogar aber einmal das so, dass ich einen Glurak fangen konnte. Das war ziemlich cool, weil wenn du einen anderen Starter gewählt hast, also es ist bei dem Rot und Blau ist es so, dass ihr nur einmal euren Starter wählen könnt. Es gibt kein New Game Plus oder sonst was. Wenn ihr Shigi nimmt, habt ihr Shigi und bekommt Bisasam und Glumanda könnt ihr nicht fangen. Müsst ihr dann halt tauschen. Bei deiner Pokémon Gelb Edition war es cool, ne? Weil da gab es ja, alle... Ja, Gelb hat man ja mit Pikachu gestartet. Was ziemlich trash ist. Du hast doch gesagt, dass das Spiel irgendwie kaputt war, hast du gedacht. Ja, ne? Das ist irgendwie auch eine lustige Story. Also in Pokémon Gelb konnte man dann halt alle Starter nach und nach kriegen. Irgendwie einer war auf der Route vor Azuria City, ja. Wo Misty ist. Also davor ist ja irgendwie so eine Grünfläche mit so einem Hügel. Da stand so ein Typ drauf, der hat einem irgendwie Glumanda gegeben. In Azuria City war dann in so einem Haus und sie hat einem Bisasam gegeben, etc. Und aber aus irgendeinem Grund hatte ich irgendwie bei meinem Save immer das Problem, dass ich Bisasam irgendwie nicht bekommen habe bei manchen Playthroughs, keine Ahnung. Vielleicht hast du irgendwas verpasst oder so, oder man muss das triggern oder so. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Special Prerequisites gibt, irgendwie was man machen muss, damit man den kriegen kann. Die anderen waren immer kein Problem. Hast du mal gekriegt. So gekriegt. Und irgendwie, ich hatte auch keinen Bock auf Pikachu, weil ich war irgendwie nie so ein Pikachu-Fan. Ich auch nicht. Hab den einfach auf dem PC getan und ich denke mal nicht, dass es was damit zu tun hatte, aber irgendwie als Kind dachte ich immer so, das Spiel rächt sich quasi dafür, dass ich Pikachu einfach im PC abgeladen habe. Aber ich schätze, es war einfach nur ein Glitch oder Bug irgendwie. Jedenfalls war dann irgendwie mein Glurak war so glitched und wenn das Attacken auf andere Pokémon benutzt hat, dann sind quasi die Sprites von denen so zerglitscht irgendwie. Das hast du mir, glaube ich, immer gezeigt. Sah dann so ähnlich aus wie Missingno quasi. So einfach so Datenmüll quasi. Ja, aber du hattest immer so Probleme mit deinen Spielen. Du hattest auch mal so ein Secret of Mana gezeigt und dann hat irgendwie die ganze Party bei irgendwie echt anderen Charaktere und die waren alle voll verbuggt und so. Und ich so, was hat Greed und dann nicht sein Spielen gemacht? Bei dem Secret of Mana gab es ja zum Beispiel wie am Anfang in diesem Dorf gibt es ja irgendwie diese zwei Kinder irgendwie, die, ja, die einen runterschubsen. Ne? Der eine mit so einem Zaubererhut auf und der andere ist einfach so ein dickes, wurstiges Kind. Und, so. Und quasi dieses dicke, wurstige Kind hatte ich dann so als Charakter, konnte mit dem rumlaufen. Und dann, wenn du schlafen gegangen bist,
dann hat sich Sensu Wright einfach verändert, wieder zu dem normalen Jungen, den man spielen kann, wieder gerade so eine Truhe aufmacht. Er hat einfach sich aufs Bett draufgestellt und die ganze Zeit so diese Animation gemacht, so mit den Armen rauf. Ja, das müsste man eigentlich capturen, ey, wenn du diesen Speicherstand hast, das muss man sehen. Aber wie gesagt, also keine Ahnung, was Greedo mit seinen Spielen macht, aber ja, sie sind irgendwie verbuggt. Komischerweise. Jedenfalls, aber Pokémon Gelb, auf jeden Fall mein erstes Spiel, immer auf Highspeed gespielt, es hat schon Bock gemacht. Ja. Und ja, und dann kam natürlich die zweite Gen raus. Oh Junge, Spoiler ist meine Favorite Gen. Ja, meine auch. Also, ich verbinde einfach damit so krasse Kindheitserinnerungen irgendwie. Ich verbinde mit dem Spiel aber auch so viele gute Erinnerungen. Ja. Konfirmationsunterricht, Pokémon, mit Julian zum Beispiel, mit dem ich auch einen Podcast mache. Talk to Nerd heißt, der guckt da mal vielleicht drauf. Ist auch verlinkt, verlinke ich euch. Nee, aber ich verbinde mit der zweiten Gen halt wirklich am allermeisten. Und das Gruselige ist, die erste Gen war halt schon draußen, die zweite noch gar nicht. Und ich habe auf dem Flohmarkt gesehen, quasi Pokémon-Karten. Und da habe ich eine Feuerriegel-Karte aus Japan gesehen. Und ich habe gedacht, das ist fake. Ich habe gesagt, das ist kein Pokémon. Bei mir war das auch so. Da wusste man noch gar nicht, dass eine zweite Gen kommt. Genau. Und ich hatte, da fing das halt auch so an, dass man Pokémon-Karten gesammelt hat. Und ich hatte eine Felino-Karte, auch in Japanisch. Ich dachte halt auch so, hä, voll fake. Du hattest sie selber? Ich hatte sie. Also hast du die getauscht, okay. Und da stand halt auch der Text in Japanisch drauf und deshalb dachte ich so, ach ja, das ist auf jeden Fall gefaked. Ja, so ein Knock-off, ne? Weil ich weiß doch gar nicht, ob einem damals so bewusst war, so, also klar, man wusste schon irgendwie, dass die Spieler aus Japan kommen, aber irgendwie, wenn ich da eine Karte gesehen habe mit Japanisch drauf, dachte ich einfach so, hä, das ist ein Fake-Scheiß. So. Ja, ja, das ist wirklich so, aber ich habe auch dieses Feuerriegel gesehen, dieses Artwork. Und dann dachte ich mir auch so, hey, das ist doch kein Pokémon, also das gibt's ja gar nicht bei Rot und Blau, habe ich gedacht. Ich so, hey, was ist das? Das gibt's nicht. Also für mich war es gefaked. Mm. Und auch Fun Fact für euch, aber wisst ihr wahrscheinlich auch, GBA-Teile auch von Pokémon oder relativ viele Pokémon-Spiele werden auch gerne gefälscht. Weil die sind sehr preisstabil, bezahlst du heute auch für GBA-Teile, Blattgrün, Smaragd oder so, bezahlst du immer noch 50 Euro teilweise. Also die Spiele oder sind mehr. Preisstabil. Wir haben auch, also als wir das erste Mal aufgenommen haben, da haben wir auch Smaragd irgendwie für 70, 80 Euro. Ja, ja, bei eBay, ne? Sogar klar. Eins für 100 Euro, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich das ausgibt dafür. Ja, es ist utopisch, aber wie gesagt, also die sind auch bei Fälschern, gibt es leider auch ziemlich viele schwarze Schafe, dass du dann halt da, wenn du jetzt heute GBA-Spiele kaufen kannst, kann es sein, dass du eine Fälschung hast. Ja, aber wie gesagt, zweite Generation, für mich die stärkste Generation, ich mag die halt. Und das Spiel ist halt einfach, es hat Quality of Life Changes drin. Es hat so neu gemacht quasi. Ich weiß halt noch, wie ich irgendwie, ich glaube, da hatte ich dann vorher Klavierunterricht, bin danach ins Dorf gegangen, hab mir Pokémon Gold im Laden geholt, da war das gerade frisch raus. Ja. Und ich weiß noch, wie ich dann dieses Paket in der Hand hatte. Das war auch so golden war die Verpackung halt. Also ich hatte Gold, du hattest ja Silber. Ich hatte Silber, ja. Genau, hat so ein bisschen golden reflektiert und auch das Modul selbst war dann auch so golden. Ja. Und das fühlte sich schon so geil wertvoll an irgendwie für mich. Und dann habe ich das Spiel reingeschmissen und ich weiß noch irgendwie das ganze Feeling, die Musik und so. Und du hast dann am Anfang wirst du auch gefragt, so ja, wie viel Uhr ist es? Ja, genau. Und dann stellst du das ein, so wie heißt du, bist du Mädchen oder Junge? So. Nee, Mädchen und Junge gab es noch nicht. Das gab es erst in Crystal. Stimmt. Kristall hat das erst gemacht. Also Bedarka war die immer ein Junge. Du hast recht. Natürlich. Aber das mit der Zeit stimmt. Das mit der Zeit stimmt, ja. Und ich dachte so, hey, krass, cool, man kann die Zeit einstellen. Und dann startest du das Spiel und es ist einfach, und es war halt abends, ne? Und es war halt einfach dann wirklich nachts im Spiel. Es war wirklich dann dunkel im Spiel und es waren andere Pokémon da. Und ich dachte so, boah, nee, ist das geil, Alter. Es hat eine ganz andere Immersion, ne? Auch wenn du dann die ganzen Sachen abends siehst oder tagsüber. Und auch die Musik und alles war mega geil. Ich war wirklich so gebannt irgendwie von dem Spiel. Ja, für mich war es schon der ganze Anfang in diesem Spiel war für mich schon fast besser als Rot und Blau oder so. Ich dachte so, wow, es geht jetzt los. Klar, du hast immer diese, was heißt Fetch-Quest, aber du hast immer diese Quest, so geh in die erste Stadt, geh nochmal, backtrack nochmal, oh, das Labor wurde überfallen, mein Pokémon wurde geklaut. Dann sieht man halt den Rivalen in dem Spiel, der übrigens auch, ich mag den Rivalen in Gold und Silber. Ich finde den cool, der redet halt nicht so viel Scheiße und ist relativ ernsthaft und hat auch eigentlich ganz coole Pokémon im Team. Aber wie gesagt, das Spiel hat wirklich echt Quality of Life Changes gebracht. Die hatten einen Beutel, der aufgeteilt war. Früher war alles in einer Tasche, ne? Die hatten eine Balltasche, eine Itemtasche, eine VM-Tasche, eine wichtige Itemstasche für Fahrrad und Angeln und so.
Und auch, dass ihr so einen Level-Up-Experience-Balken hatte, das ist ja auch neu gewesen. Ihr musstet nicht im Pokémon-Bericht nachgucken, wie viele Erfahrungspunkte du brauchst. Unten hattet ihr eine kleine blaue Leiste, ja, also ja, auf Game Boy Color. Und dann konntest du quasi sehen, wie viele Erfahrungspunkte du noch brauchtest. Und selbst, und auch die Sprites, Alter. Wenn man jetzt mal rot und blau die Sprites sieht, die sind teilweise so hässlich. Aber die waren auch in Gelb schon besser. Ja. Waren die auch neu gemacht. Das stimmt, das stimmt. Und da gibt es auch nochmal, also wenn ihr euch dafür interessiert, guckt mal bei Spriters Resource nach. Da könnt ihr euch mal die ganzen Original-Sprites angucken von Pokémon. Auch von anderen Games. Aber dann könnt ihr mal sehen, auch die japanische Version und auch die amerikanische oder Europa-Version, die haben auch andere Sprites. Weil in Japan kam es ja viel, viel eher und da gab es ja auch Pokémon Grün. Pokémon Grün und Rot, glaube ich. Ne? Und bei uns ist es aus Grün blau geworden. Also die haben es bei uns ein bisschen anders gemacht. Ich verstehe auch nicht, warum. Wahrscheinlich einfach, weil dieser Flur so ein bisschen uncool ist und Turtok sich einfach besser verkauft. Aber, ne? Aber ich hätte mir dann auf jeden Fall die grüne Version gekauft. Und das haben sie mit Blattgrün und Feuerrot ja beim GBA gemacht. Einfach, weil du Grün magst oder wegen Bisaflor? Nee, nicht, weil ich Grün mag. Okay. Ich mag die Farbe. Also war früher auf jeden Fall meine Lieblingsfarbe, war Grün. Bin ein Grün-Fan. Nee, aber wie gesagt, also dass so die Sprites unterschiedlich waren, ist halt schon cool. Und Animation war natürlich auch on top, ne? Also man hat die später ausgestellt, natürlich. Also für mich war echt das, was mich richtig geflasht hat, war halt, dass wirklich die Tageszeit sich verändert hat. Ja. Ja, die Farben waren auch schön. Also war eine schöne Änderung zu... Klar, wenn man auf Game Boy Color oder auf dem Fernseher damals Rot und Blau gespielt hat, hatte das immer eine Farbe, aber es war dann immer einfarbig irgendwie. Dann war irgendwie komplett, alles war irgendwie rot oder alles war grün oder so. Und Gold und Silber hatte dann halt wirklich unterschiedliche Farben. Und es hatte halt auch geile Neuerungen, wie zum Beispiel die Pokémon-Pension, wo man Pokémon abgeben konnte. Und dann haben die Eier gelegt. Und so konnte man natürlich auch einfach Ableger quasi machen von seinem Starter und konnte dann die tauschen, ne? Die Starter mit anderen, mit Kollegen tauschen. Geschlecht ist auch dazu gekommen. Geschlecht ist auch dazu gekommen. Tragbare Items sind dazu gekommen. Plus, für mich war auch eines der krassesten Features, dass wenn man die Pokémon-Liga durch hatte, das Spiel noch weiterging und man ein Postgame hatte, wo man dann, man hat ja gestartet in Johto, hat Johto durchgespielt und nach den Top 4 kam man einfach zurück nach Kanto und hatte quasi noch die ganze Welt aus dem ersten Spiel hatte man noch mit drin und konnte die auch nochmal durchspielen. Ey, das war bahnbrechend. Das war wirklich bahnbrechend. Also du hast wirklich doppelte Content. Das sind quasi zwei Pokémon-Spiele in einem. Was ich auch noch vergessen habe, in Pokémon Gold und Silber waren die Sprites ja auch noch unterschiedlich. Das Ratzfatz sah zum Beispiel anders aus. Bei einem ist es auf zwei Beinen, auf einem anderen sind es vier Beinen. Überleg mal, das ist eigentlich viel Arbeit gewesen damals. Sie müssen quasi nur ein Pokémon pixeln, ne? Aber die sahen unterschiedlich aus von den Editionen. Ja. Also könnt ihr euch auch mal, guckt euch mal wirklich die Sprites-Unterschiede an von allen Versionen. Das ist sehr interessant, wie die Pokémon da schon waren. Und teilweise auch ein paar Pokémon haben die auch falsch gemacht oder so. Ja, ne? Bei Rot und Blau vor allem, ne? Da gab es dann irgendwie zum Beispiel Smogon, hatte irgendwie so das Gesicht unten genau. Und dann diesen Schädel so über dem Gesicht. So. Sieht man jetzt auch gerade, also wir gucken uns gerade noch ein paar Sprites an. Ja, stimmt, das war falsch rum, das war unter dem Bauch, ne? Nicht oben drauf. Ja. Ja, jedenfalls Gold und Silber war einfach geil. Auch irgendwie das ganze Setting, dass man irgendwie teilweise so Ancient Japan Sachen hatte. Ja, die Hunde. Genau, die Hunde, dass die so auf der Weltkarte einfach rumgerannt sind und man die gesucht hat und so. Ich habe es auch gesucht und ich war bei meiner Tante, die relativ abseits wohnt quasi, wo es halt nicht wirklich so krass viel Zivilisation gab, mitten im Wald halt. Und da habe ich auch dann Pokémon gespielt, quasi in meinen Ferien. Und da habe ich auch dieses Ikonito quasi, diese Ruinen, wo man diese Schiebepuzzle machen muss. Alter. Ja, das hatte auch so ein Feeling. Ja, das ist gruselige Musik. Ja, genau, das wollte ich gerade schon sagen. Diese Musik dabei und dann hast du auch gar nicht erkannt, was soll das denn überhaupt darstellen und so. Und bei diesem Aerodactyl-Puzzle, Alter, ich habe da wirklich eine Stunde dran gesessen. Und dann geht ja die Klappe auf, wenn du es geschafft hast und dann fällst du runter. Wahrscheinlich, es kommt dir jetzt so vor, als wäre es eine Stunde gewesen, weil du halt ein Kind warst. Und wahrscheinlich waren es in Wirklichkeit nur so 20 Minuten. Ich schon damals sehr dumm war und kein Zeitgefühl hatte. was sollen wir unsere Lieblings-Pokémon eben einstreuen? Sollen wir spoilen? Nur von den Generationen oder insgesamt? Insgesamt, oder? Wollen wir jetzt alle Generationen durchgehen? Okay. Warte, also ich will anmerken, wir haben das ich habe es schon, letztes Mal habe ich Ihnen das quasi gar nicht sagen lassen, sondern ich habe quasi gesagt, ich glaube, deine Lieblinge sind das und das und das und ich habe es genau richtig gesagt. Stimmt. Mal sehen, ob ich es noch zusammenbekomme.
seine Lieblinge sind Nummer 1 Lavita. Ja, stimmt, Lavita. Nummer 2, also ich weiß nicht, ob die Reihenfolge mit ist nicht stimmt, schlimm. Aber Pummeluff. Mhm, auf jeden Fall auch. Nummer 3, Otaru. Richtig. Und ich weiß nicht, ob noch irgendwas kommt. Ey, bei dir habe ich es mir nicht so krass gemerkt, aber du mochtest Nidoking immer voll gerne. Mhm. Du mochtest dieses Corviknight voll gerne, diesen Stahlvogel, den neuen. Ja, der ist halt neu, ne? Der ist halt neu. Aber Classic so, also erste Gen war auf jeden Fall Nidoking immer ganz vorne dabei bei mir. Ja, ne? Dann Corviknight mochtest du noch gerne. Ja, Akani, ne? Mhm. Akani war auch mal irgendwie so ein Favorite. Da hast du ja auch mal dir ein komplettes hochgezogen, was competitive sogar viable war, ne? Nicht nur eins, das habe ich, glaube ich, jeder Gen gemacht. Nee, du hast so viel Zeit gehabt damals. du hättest richtig absagen können. Was war denn noch dabei? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen bei dir? Akani, Nidoking, Corviknight. Ich weiß, ach ja, stimmt, noch irgendwelche Insekten. Weißt du, warum ich auch das letzte Mal... Max Axe, ne? Ja, ja. Weißt du, das habe ich letztes Mal auch gar nicht gesagt, warum ich Nidoking und Akani so geil finde. Mhm. Ich weiß noch, ich habe damals eine Anime-Folge gesehen, wie irgendwie Gary gegen Giovanni kämpft. Und da macht Giovanni erst voll platt und Gary benutzt da halt Akani und Nidoking. Und ich dachte einfach so, boah, sieht das einfach badass aus, wie die kämpfen. Und dann holt Giovanni ja Mewtwo und da macht ihn natürlich platt. Das ist ein Film, ne? Oder ist es im Anime? Ich meine, das wäre eine Anime-Folge gewesen einfach. Ja, doch, ich glaube. Aber halt, ich mochte halt immer so Monster, die so monströs und so big und chunky waren. Und deshalb fand ich die beiden einfach immer voll geil. Fand auch immer Garados richtig geil. Wie sieht ein Shiny Dings aus? Shiny Nidoking? Ich weiß, Shiny Nidoqueen ist grün, ne? Nidoking ist, die sind genau vertauscht dann. Nidoking ist dann blau und Nidoqueen ist dann lila, meine ich. Ich glaube, Nidoqueen ist, glaube ich, grün. Ja? Ich glaube, ja. Schau mal nach. Ich glaube, man kann hier nicht nachgucken. Die Seite ist trash. Ich glaube, die zeigen keine Shinies. Oder ich google eben mal. Da musst du das nur eben galant überbrücken. Warte. Das Shiny-Versionen zeigen nicht an. Shiny Nidoqueen. Ach, mach's jetzt hier mit... Oh, Tatsache, es ist grün. Aber Nidoking ist blau. Hä? Aber da ist es lila. Weird. Es sollte eigentlich lila sein, ne? Weil die sind ja vertauscht von den Farben. Ja. Ach so, ja. Das Nidoking ist auf jeden Fall dann blau, wie normalerweise Nidoking. Wenn jetzt irgendein Klugscheißer-Typ hier beim Podcast runterschreibt bei YouTube, also ihr könnt auch auf YouTube hören oder auf Spotify, by the way. Ja, es gab aber schon Geschlecht, weil es gab Nidoran männlich und weiblich in Rot und Blau. Das waren die beiden einzigen Pokémon, die da ein Geschlecht hatten in der ersten Edition. Aber in der zweiten Gen ist es ja wirklich dazu gekommen, dass jedes Pokémon ein Geschlecht hat. Außer es gibt auch geschlechtslose Pokémon. Was für eine Thematik, ne? Voll aktuell. Nein, es gibt aber dann auch geschlechtslose Pokémon, sind meistens halt die legendären, ne? Weil ich glaube, Lugia und Ho-Oh haben kein Geschlecht, ne? Und die Hunde aber schon, oder? Haben die auch keins? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, dass sie kein Geschlecht haben. Ich glaube, die haben das damals einfach nur gemacht, damit man die nicht züchten kann. Ja, die Assis, ey. Aber züchten war eigentlich ein cooles Feature. Ja. Du kannst dann natürlich auch irgendwelche Attacken von dem anderen Pokémons erlernen. Pokémon? Ja, der Plural von Pokémon ist Pokémon, sorry. Konntest du erlernen. Aber wie gesagt, also Silber habe ich wirklich gefressen, das Spiel. Ich habe sogar mein Gameboy mal mitgenommen und ich bin kein Uhrenträger eigentlich großartig. Und ich habe dann immer dadurch quasi geguckt, wie viel Uhr wir haben. Ich bin aus dem Bus ausgestiegen, habe mein Gameboy angemacht. Boah. Und wie viel Uhr haben wir denn? Richtig nerdig, ne? Richtig nerdig, dumm. Ey. Aber es hat einen batteriegeschützten Speicher und dadurch auch eine Uhr, ne? Die läuft weiter. Das Traurige vor euch ist, falls ihr jetzt mal irgendwann ein GBA-Spiel oder Game Boy Advance oder Game Boy-Spiel holt, irgendwann ist die Batterie halt leer, ne? Das heißt, ihr könnt nicht mehr speichern, müsst das replacen, entweder selber machen oder halt, ne? Kennt jemanden, der das löten kann. Das ist traurig, ne? Das ist das Verfallsdatum von den alten Sachen. Aber ich weiß doch gar nicht, genauso. Kriegt man diese Batterien irgendwie? Kriegst du. Okay. Ja. Ich habe bei Facebook so einen Shop abonniert und die haben kistenweise davon. Das sind Knopfzellen. Das sind ganz normale Knopfzellen. Also die sind jetzt keine Special Original Nintendo Batterien. Das sind normale Knopfzellen, die da reinkommen. Hm. Korrigiert mich vielleicht in den Kommentaren, falls ich scheiße laber, aber das ist das, was ich weiß. Nee, aber Gen 2, wie gesagt, auch die Arena-Leiter teilweise hart. Also diese Drachentuse, die hat mich schon fertig gemacht.
Ich weiß nur noch, Bianca am Anfang mit dem war richtig übel. Milton halt ist so tanky. Weil man irgendwie nichts Gutes an Pokémon hatte. Ja, und die hatte Anziehung, hat irgendwie mal meine Pokémon verliebt gemacht, die konnten nicht angreifen, hat die Milch getränkt, hat sich die ganze Zeit hochgeheilt. Ich habe die einfach nicht niedergekriegt. Ich habe wirklich gegrindet, um den zu schaffen. Überroller die ganze Zeit gemacht und das wurde irgendwie... Ich weiß nicht, Überroller wurde nicht irgendwie jede Runde stärker, oder? Nee, Walzer hatte das, glaube ich. Oder Walzer war es. Ja, ja, Walzer hat es auf jeden Fall gehabt. Nee, aber es, das hat halt, das war so tanky und das hat irgendwie alles fast geone-shottet und so. Ja, ich habe das nicht, ich habe wirklich gegrindet davor. Ich habe wirklich meinen Pokémon hochgezogen auf Level 30 oder so, weil ich die nicht gekillt habe. Und die hat ja nur zwei oder so, die hat, glaube ich, nur zwei Pokémon. Ja. Ja. Aber... Ja, die Edition war einfach geil. Hatte auch viele echt coole Pokémon-Designs. Ja, aber die hat auch so coole Sachen, so dass du auch mit Siegfried zum Beispiel dann dieses Team Rocket-Versteck irgendwie aufmischst und so und dann diese Generatoren kaputt machst mit den Voltobällen. Dass du dann einen Shiny Gyarados findest oben im See. Mhm. Auch die Arena-Leiter, also da, auch bei dieser Drachentuse musst du ja auch irgendwie später in diesen Drachenschrein unten reingehen mit der zusammen und so. Also du hattest da auch viel zu tun, so abseits der Wege. Da gab es echt viel zu entdecken. Mit Siegfried ist man doch rumgelaufen. Ja, ja, mit der Drachentuse aber später auch noch, glaube ich. Da gibt es so eine Drachenhöhle. Da musste man irgendwie so einen Drachenzahn finden in so einer Höhle. Ne? Ja, genau, genau. Da war irgendwie so ein kleines Quest. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich auch nicht. Aber ich muss halt wirklich sagen, also das Spiel ist halt für mich noch eins der besten Pokémon-Spiele. Wurde später auch nochmal geremaked für den DS. Es hatte einfach Feeling. Und ja. Es war halt einfach da noch neu, dass man so viele fucking Pokémon hatte, weil man hatte ja teilweise noch die alten, aber man hatte auch viele neue. Ja. Und ja, dass man dann halt echt beide Regionen halt da drin hatte, das war so ein krasses Feature. Und man hat sich damals echt gefragt, wie passt das alles auf eine Cartridge drauf? Ja, und man hatte auch dieses Käferturnier zum Beispiel, dass man so Events hat, dass man irgendwie das beste Pokémon fangen muss in einer bestimmten Zeit und dann wird verglichen mit NPCs, wer das beste gefangen hat. Oder auch, dass ihr Handynummern, ihr hattet so ein Handy, ne, womit deine Mutter die ganze Zeit anruft und einen nervt und dann könnt ihr ja sparen. Und ihr konntet euer Zimmer umgestalten. Nicht nur die Mutter, auch fucking Teenager Julian. So, hey, ich habe meinen Radfratz trainiert. Das gehört jetzt zu den Top 10% der Radfratze. Willst du nicht nochmal gegen mich kämpfen? Ich habe meinen Scharnierer heute verkleidet. Das sieht so gut aus. Und dann genau, Kämpferin Lisa. Ey. Ja, Mann. Richtig nervig, aber irgendwie cool. Also die Picknickerin. Aber es hat die Welt ein bisschen abgerundet, es hat es lebendiger gemacht. Ja, auch wenn das geht, obwohl die halt immer das Gleiche gelabert haben. Ne? Ja, aber es war ja auch optional. Aber wie gesagt, er hat halt dieses System. Wir konnten auch noch Geheimgabe machen, das war cool. Ja. Oben infrarotmäßig beide Gameboys aneinander halten. Hört sich irgendwie komisch an, ist aber so. Und dann kriegt er halt über Geheimgeschehen oder Geheimgabe hieß das, kriegt er ein Item geschenkt. Keine Ahnung. Und halt Link-Kabel hat man damals benutzt, da haben wir auch noch nicht drüber geredet. Man musste wirklich ein Kabel von dem einen Gameboy in den anderen stecken, damit ihr kämpfen könnt gegeneinander oder ihr halt euch Pokémon tauschen könnt. Und das Tauschen hat schon lange gedauert. Also es kam immer eine Animation, wie das in diese Röhre reingesogen wurde, dann auf den anderen quasi dann runterfällt und dann geht der Pokéball auf und dann so, kümmere dich gut um. Also wenn man echt mal eins entwickeln wollte, war das so nervig. Dann hat es einfach irgendwie 5 Minuten gedauert, einfach nur einmal das Alpollo rüber zu tauschen. Dann muss man die Entwicklung angucken, dann wieder zurücktauschen und das hat echt so ewig gedauert. Hat es auch. Ich habe auch Tauschentwicklungen immer gehasst. Ich auch. Fand das immer scheiße. Das System ist kacke. Aber ich finde das cool, wenn das halt NPCs drin sind in dem Spiel, womit du das tauschen kannst. Das ist eigentlich ganz okay. Ja, aber es ist auch ein Tausch-Pokémon. Ja, du kriegst ja dann nicht zurück. Nicht deins, ja. Aber wie gesagt, ich hatte mit Gold und Silber echt eine gute Zeit, muss ich sagen. Ja. Ich habe es zweimal, glaube ich, durchgespielt auf dem Gameboy damals. Das ist auch immer so traurig, wenn man seinen Speicherstand löschen muss, ne? Mhm. Weil überleg mal, du deine ganzen Pokémon, dass du nicht irgendwie noch in der letzten Ecke des Moduls speichern kannst. Stell dir vor, die Boxen werden nicht gelöscht oder so. Also New Game Plus Modus bei Pokémon, der vielleicht auch skaliert mit Schwierigkeit, wäre ein cooles Feature gewesen. Nicht? Ja, das wäre auch echt einfach zu machen. Einfach nur, dass du eine Box hast. Ja, die wird gespeichert. Immer. Wo du einfach deine wichtigsten Pokémon reintun kannst, halt wenn du echt irgendwas krasses hochgezüchtet hast. Ja, dann Shiny. Dein allererstes Pokémon, das du nicht verlieren willst. Genau, Shiny ist sowas halt. Ja, es ist traurig, ne? Wenn das dann alles... Oder so ein Boxsystem. Also mittlerweile gibt es ja Boxsysteme, ne? Oder gab es mal Pokémon Box, ne? Ach so, ja.
Ja, nur das Problem Home ist, oder so, oder ich genau, Pokémon nicht. Home, ja. Aber es dauert immer, bis das neueste Game supported ist. Wenn jetzt Scarlet und Violet ja, rauskommt, das ist überhaupt nicht damit kompatibel, dann erst irgendwie irgendwann nächstes Jahr. Ja gut, aber du hast wenigstens eine Möglichkeit, deine Pokémon zu archivieren, ne? Aber es kostet ja. auch der Dienst, ne? Ja. Boah, Alter. Das finde ich schon geil, dass man dann irgendwie Geld dafür das bezahlt und dann dauert das voll lang, bis das Game erstmal supported wird. Ja, es müsste eigentlich direkt rauskommen. Also da müsste wirklich, also warum Game Freak das nicht macht, ne? Entweder mehrere ja, Speicherdaten, die also machen, mehrere Speicher. Die machen das wegen dem Competitive, weil... Ja, ist ja broken, ne? Ja, wobei da finde ich halt auch, dann sollen sie doch einfach machen, dass man die importieren kann, aber dann noch nicht online mit denen battlen kann. Weil die machen ja auch immer so, so Seasons quasi von einem Competitive, wo sich immer das Ruleset ändert, halt was erlaubt ist und was nicht. Ja, ja. Das ist ja jetzt schon so. Also könnten sie ja im Prinzip auch direkt machen, dass man alles importieren kann. Übrigens, bei Pokémon Silber und Gold konntet ihr sogar in die Vergangenheit reisen und mit Gameboy-Teilen mit den ersten zwei Editionen tauschen. Das ging. Das Spiel hat er vorher immer gecheckt. Stimmt. Das hat er auch gesagt, so, nee, das und das, dieser, ja, ja. Das, der Pokémon kann irgendeine Attacke, die ist nicht in Rot und Alter, gab. Das wusste ich gar nicht das, mehr. Das geht aber. Ja, ja, ich weiß. Aber das gab, also das war aber gegated. Ich glaube, du musstest vier Orden haben. Weil dann hat Bill gesagt, ey, ich hab's geschafft, ich hab die Zeitreisemaschine fertig gebaut. Und dann konntest du erst nach vier oder fünf Orden, wahrscheinlich war, damit du dir auch nicht so starke Pokémon tauschen kannst. Alter, was Bill für ein krasser Ficker ist, ey. Ja, Mann, der hat sich auch selber dupliziert oder als Pokémon irgendwie. Ja, selbst mit einem Pokémon fusioniert. Alter. Aber das reicht eigentlich zu Gold und Silber, oder? Vor allem, wenn man ihn dann trennt in dieser Maschine, ja, ne? Ist seltsamerweise das Pokémon gar nicht da. Das ist weg, ne? Ja, ja. Das war so ein Evoli-Sprite, war das, ne? Oder irgendwie so ein Pokémon-Sprite war das. Es ist einfach so ein Monster-Sprite irgendwie. Ja, aber wie gesagt, also es ist für mich ist Gold und Silber die stärkste Gen, hat viele gute Erneuerungen eingebracht. Ich und muss allerdings sagen, so was Starter angeht, ja, Gen 1 hatte übelst die ikonischen Starter, ja. Visasam, Shigi, Glura, ja. Glumanda. Aber weißt du, was ich sagen? Wahrscheinlich, aber die sind auch so ikonisch, weil es halt das erste Spiel ist, ne? Ja. Selbst wenn die jetzt kacke wären, würde man vielleicht immer noch sagen, die verteidigen und sagen, hey, das waren die ersten. Aber sie ja, sind aber gut, sie sind gut designed. Die haben Style. Glurak ist ja sowieso voll der extreme Fan-Favorite. Dieser Floor kann einfach kacken gehen, mag ich nicht. Okay. Der sieht jetzt auch nicht so scheiße Nö. Aus oder so, aber ich fand immer von Start, also wenn man einfach nur die erste Form anguckt, fand ich immer dieser Samen am süßesten. Stimmt, das hast du auch letztes Mal gesagt, ja. Weil das ist einfach so formvollendet irgendwie, sieht geil aus, weil auch das erste Pokémon, das designt wurde wohl. Nicht Rizoros. Ich habe gestern ein Video gesehen, da meinten die irgendwie, Rizoros wäre eins der ersten Pokémon, die gezeichnet wurden. Scheiße, Rizoros ist eins meiner least favorite. Ich kann aber sein, dass Scheiße. Das auf jeden Fall, aber es ist das Pokémon Nummer 1. Der erste, es ist so, das Pokémon Nummer 1. Es gibt ja auch Bulbapedia-Dings, Bulbagarden, Visa-Fans, irgendwie. Visa-Sam ist auf jeden Fall sehr populär. Und Visa-Flor mag ich irgendwie nicht. Mhm. Ich auch nicht. Aber Turtok und Glurak fand ich halt immer richtig geil. Und da muss ich sagen, zweite Gen, die Starter, fand ich irgendwie... Ich weiß nicht, damals, als das Spiel rausgekommen ist, fand ich die voll cool. Bis auf Megani. Megani finde ich auch wieder richtig scheiße. Aber Tornupto und laut ihm seien Rizoros, Lapras und Pipi als allererstes entstanden. Okay. Angeblich. Tornupto und Impagator fand ich auf jeden Fall richtig geil und jetzt heute so rückblickend finde ich die irgendwie gar nicht mehr so geil. Du warst ja immer, ich habe dich immer mit Trytok verbunden irgendwie, weil ich wusste, dass du die letzte Entwicklung von Kalimani am coolsten findest. Ich muss echt sagen, ja, ich mag Feuerriegel halt. Feuerriegel ist da mein Favorite. Ich bin sonst nie so Feuer-Pokémon-Fan, aber ich finde Feuerriegel halt am coolsten. Tornupto finde ich auch geil. Aber sie sind für mich immer noch solide. Es sind halt immer noch so ein bisschen tierpflanzlich gemischt. Also bei Indivius ist es halt so tierpflanzlich gemischt, dinosauriermäßig halt. Ähnlich wie bei Bisasam. Und die sind halt jetzt noch nicht so abgefahren von den Designs. Ich finde, die gehen noch klar, aber ich weiß, was du meinst. Aber Megani finde ich echt so, boah, das sieht nicht mal aus wie ein Starter, weil das ist, hat einfach irgendwie so null Style. Ich kann es nicht mal genau erklären, was? Aber das sieht einfach. Ich weiß, was du meinst, ja. Sieht aus wie so ein Spielzeug-Dinosaurier, wo man Blütenblätter an den Hals geklebt hat. Lorblatt sieht irgendwie cooler aus, weil der gefährlicher aussieht. Ich verstehe so auch nicht, was diese Antennen auf dem Kopf sollen. Ja, das ist. Warum ist es erst so ein Lorblatt halt und dann wird das zu Antennen? So? Das macht gar keinen Sinn. Ja, Lorblatt sieht noch ein bisschen edgy aus, ne? Weil das halt so eine Klinge quasi oben am Kopf hat. Und Megania sieht so weich gespült und nett aus.
und sieht halt sieht nicht wie eine letzte Form eines Starters aus. Ja, das ist ein bisschen unimpressive. Sieht aus wie irgendein so random Viech wie Tropius oder sowas in der Wildnis einfach rumlaufen würde. Ja, ich kann den Gedanken teilen, muss ich sagen. Also, das schreibe ich dir. Okay, dritte Gen. Dritte Gen. Ich muss dazu sagen, nach der zweiten Gen war für mich Pokémon erstmal eine Zeit lang so out. Deshalb habe ich. Für dich? Ja, du bist ja der größte Pokémon-Fanatiker von uns allen. Ja, aber die dritte Gen habe ich zuerst so geskippt. Da bin ich. Die haben wir ja dann auch später irgendwie so. Ich habe die auch nachgeholt. Ja, ich habe die auch nicht miterlebt. Insofern habe ich auch nicht so einen starken Bond irgendwie mit dieser Edition. Bei mir ist auch so, dass ich sehr spät einen GBA besessen habe. Ich habe den halt von Julian damals abgekauft, den GBA SP. Ich hatte nie einen normalen GBA. Hm. Ich habe sehr lange, du hast mir sogar deinen Game Boy Color mal dann geschenkt später, weil bei meinem Game Boy Color der Sound im Arsch gegangen ist. Also der ist wirklich kaputt gegangen. Ich hatte keinen Sound mehr. Den Shark Blue? Ja, es ist genau, du hast mir den Shark Blue und ich hatte den grün. Ich hatte das giftige Grün. Ja. Und du hast mir diesen türkisen gegeben. Ja, auf jeden Fall ist auch eine Gen, mit der ich wenig zu tun habe, ne? Obwohl da die Legend, okay, da sind auch eigentlich coole Mons drin, ne? Ja. Stalunior ist richtig geil. Ich habe gestern ein Video gesehen mit Stalunior, dass du quasi dem irgend so einen Gurt geben kannst, dass es irgendwie alles überleben kann, bis auf einen HP. Ja. Und dann kannst du irgend so eine Attacke machen, die gibt den Gegner genau die gleiche HP-Zahl wie dir und dann machen die Ruckzuck-Hieb. Und dann heilt sich das irgendwie später noch wieder voll oder so. Und dann kannst du es die ganze Zeit benutzen, dieses Strat. Das geht auch mit dem Ratzfatz. Ist das Leidenteilen oder so? Ich weiß nicht, wie diese Ability... Leidteiler. Weil dann kannst du das nämlich machen. Du kannst dann in so ein Legendary kommen. Dann machst du einfach... lässt sich fast one-shotten, kann aber nicht one-shotted werden, hat einen HP. Dann machst du Leidteiler, haben beide einen HP und dann machst du halt Ruckzuck-Hieb. Also es ist schon eine krasse Strat. Nee, aber das Gleiche kann ich dir auch sagen. Ich habe diese Version irgendwann nachgeholt. Sehr, sehr spät nachgeholt und bin auch irgendwie nicht so krass warm geworden, obwohl die Gegenden schön sind in dem Spiel. Ah, Metagross auch übelst geil. Metagross, ja. Ist auch eigentlich eins, ja, nicht meiner Lieblings, aber kommt nah dran. Ja, es ist halt krass edgy, ne? Es sieht halt irgendwie echt voll bösartig aus und es hat cooles Design. Es sieht halt, sieht fast nicht mehr aus wie ein Pokémon, ne? Es sieht irgendwie schon, keine Ahnung, könnte jetzt auch so ein Endgegner aus einem, nicht nur von Final Fantasy Spiel oder so sein, aber aus irgendeinem RPG könnte das echt ein Boss sein. Hm. Ist ein cooles Monster. Ich muss mal gucken. Also, wovon ich irgendwie nie ein Fan war, waren die Regis. Diese Golems. Nee, ich gar nicht. Ich hab die Quest gar nicht gemacht von denen. Ich weiß gar nicht, wie man die fängt. In irgendwelchen Höhlen oder sowas, ne? Nö, auch Latios finde ich auch nicht so toll. Diese beiden Fleet. Also bin ich gar kein Fan von. Kyogre und Groudon sind ganz cool. Rayquaza sieht auch geil aus. Was hat das Spiel neu gemacht? Ich glaube, du hattest so Turbo-Treter, ne, mit denen du schneller rennen konntest. Ja. Aber hattest du die nicht auch in Crystal? Das war neu. Seltsamerweise, was ich richtig scheiße fand natürlich, war... Ah, Doppelkämpfe. Tageszeiten sind weggefallen. Stimmt, also es gab keine Tag und Nacht mehr. Genau, es gab Doppelkämpfe. Ne? Das war das neue Feature. Es gab Fähigkeiten. Ja, also das zum Beispiel... Stimmt, Wesen waren auch neu, ne? Ich glaube auch in der Edition, ja, ne? Also ja, und halt Abilities. Was noch? Das ist so krass, wie viel da aufeinander gesteckt wird. Ach ja, es hat auf jeden Fall sehr viele so Quality of Life Changes. Ja, auch. Gold und Silber vergessen hat natürlich noch zwei neue Pokémon-Typen eingeführt, ne? Unlicht und Stahl. Mhm. Ja. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Trotzdem, Third Gen war schon cool. Es hatte coole Areas, coole Pokémon. An sich eine solide Generation, aber ich hatte irgendwie nie so wirklich den Draht zu dem Spiel, weil ich es halt zuerst geskippt hatte und dann zu der Zeit, wo ich es dann nachgeholt habe, war es halt schon so voll aus. Ich könnte jetzt nicht mal irgendeinen Arena-Leiter daraus sagen. Doch, es gibt einen Arena-Leiter, diesen Sonnenstein und diesen Mondstein-Pokémon. Ja, es sind so zwei Jungs. Ne? Genau, das weiß ich noch, aber sonst habe ich gar keine Erinnerung. Und die erste Arena-Leiterin war einfach so ein Mädchen mit Zöpfen und die hatte fucking Nas genäht. Und ich dachte echt so, was für ein scheiß Arena-Leiter. Und ich glaube, der dritte oder vierte Arena-Leiter war dein eigener Dad. Ach ja. Der hatte dieses Loshoking. Stimmt. Und der Elektro-Typ war so ein Typ mit Bart und ich habe den als total schwer in Erinnerung. Ja. Der hat mich voll platt gemacht. Warst du ein Wissenschaftler oder was? Nee, einfach so ein fetter Typ mit so einem Zickzack-Bart irgendwie und auch mit so einer Locke auf dem Kopf, die so eine Blitzform hat. Aber trotzdem, also ich kann mich wirklich an die Story, ich kann mich noch daran erinnern, dass es halt so eine Unterwasserstadt gibt.
Dass man halt, es gibt einen Unterwasserstaat, es gibt eine Baumhausstaat, Vulkan gibt es, glaube ich, noch. Ja, genau, Vulkan. Also die Gegenden sind wirklich pretty in dem Game. Für ein GBA-Spiel das fand ich echt cool. Hat es eine richtig geile, unterschiedliche Gebiete. Und die waren auch visuell schön ansprechend, weil der GBA halt mehr Farben darstellen konnte und so. Ne, als was die Starter angeht, du findest die ja nicht so gut in dem Spiel. Ich finde die alle scheiße. Obwohl ich muss sagen, echt scheiße sogar. Ich hier bei, wie heißt es, bei Chicken-Ding? Logok. Davon die Mega-Evolution sieht geil aus. Findest du? Ja, guck dir die mal an. Die normale Version sieht viel besser aus als die Mega. Na. Ich mag das nicht, dass die Dinger auf dem Kopf so ausgespritzt sind. Doch, sieht voll cool aus. Also ich mag, ja, aber wie gesagt, als Greedo hat es weggenommen. Ich finde, ich bin kein Fan von den Startern. Ich finde Hydropie irgendwie noch niedlich. Gibt auch dieses Mudkip-Meme natürlich, was in Endlosschleife läuft. Mudkip. Aber ich muss sagen, alle Starter mag ich nicht. Ich mag alle drei Starter nicht gern. Ich finde Logok und Gewaldrog richtig cool. Hm. Dings, die letzte Form von Hydropie finde ich auch irgendwie nicht cool vom Aussehen. Ja, die ist hässlich, ne? Die zweite ist aber auch fail, Alter. Sieht, ja. Ey, das sieht aus wie so ein Typ, der einfach mega stoned ist. Ja, das ist auch. Ja, so, sieht sehr bräsig aus. Ja. Aber ich finde sowieso, diese Zwischenstufen ist sind immer real? So ein bisschen hässlich. Ja, ist es leider. Mega Zoompacks. Ich finde, diese Zwischenstufen sind irgendwie immer ein bisschen ugly. Ich finde auch Schillock voll scheiße. Ja, Schillock ist auch hässlich. Glutexo, es geht eigentlich. Aber hier ist die eigentlich ganz cool. Ja. Also die geht. Ja, der ist auch voll hässlich. Also die vom Feuerstarter, die zweite Stufe ist auch ein bisschen hässlich. Ja, ja, also die zweite Stufe, obwohl ich muss sagen, Bisa Knosp mag ich lieber als Bisa Sam. Ja, Bisa Knosp sieht cool. Bisa Knosp sieht so formvollendet aus. Auch der Amiibo sieht voll schön aus, by the way. Kauft alle Amiibo. Ja, sollen wir jetzt echt nochmal alle Gens durchgehen? Ja, wir können einen kurz Schnelldurchlauf machen. Ja. Wir müssen jetzt nicht ausgehen. Vierte Gen war für mich auch irgendwie so ein bisschen Lowlight, obwohl man eigentlich echt sagen muss, dass ein paar richtig geile Viecher da rausgekommen sind. Das weil war der Beispiel Game, Lucario, ne? Ist auf jeden Fall einer meiner Favorites. Stimmt. Ist auch da drin gewesen. Apache Riso ist auch voll sweet. Ja. Pikachu-Ersatz, ne? Knackrack. Ja, Knackrack bist du auch Fan von, ne? Mag ich auch, ist okay. Ich mag alles, was groß und stachelig irgendwie schon, ne? Wirklich, ich könnte wahrscheinlich Pokédex öffnen und ich könnte dir sagen, welche Pokémon du auf jeden Fall cool findest. Volumi, hier, die Nasken, die weiterentwickeln. Oh Gott, Voluminas. Oh. Und es ist voll die Missed Opportunity, dass sie es nicht Nasupa genannt haben. Hä, ist Fulipurba und Glaciola ist dazugekommen in der Gen? Mhm. Ja, coole Evoli-neue Entwicklung. Da müssen sie, hast du auch gesagt, eine Drachenentwicklung wäre mal cool, ne? Ja. Gesteinsentwicklung gibt es auch nicht. Und es gibt keine Gesteinsentwicklung. Ja. Und eine Past- und Future-Version. Ja, hier war es halt mit Giratina. Ne? Ich habe hiervon halt die ultimative Version gespielt. Ich hatte, wie heißen die denn? Perle, Diamant, Platin habe ich gespielt. Und da habe ich auch mein allererstes Shiny-Pokémon gefangen. Das waren Papinella. Und ich meine halt auch, dass mein erstes Shiny Papinella war. Aber ne? Irgendwie sind vielleicht wir klaust uns du meine jetzt Story. Uneinig, ob das wirklich ich, bei uns beiden so ist. Ich kann das Spiel booten, ich kann es dir zeigen. Aber ich weiß auf jeden Fall auch, dass also ich meine auch, dass ich da ich hatte das bei hier bei Saphir und mein nächstes Shiny war ein Bibor in, wie heißt das, Hard Gold. Ja. In dieser Safari-Zone, die man so komisch zusammenstecken muss. Das rosa. Ich weiß gar nicht, ob du das jemals gemacht hast. Nee, habe ich nicht. Nee, aber wie gesagt, die DS, da ging aber für mich auch das Pokémon so ein bisschen wieder zu Ende. Ne? Also da war bei mir schon so ein kleines Tief erreicht, obwohl die hat auch schon starke Pokémon. Also die Pokémon-Designs finde ich in der Edition noch cool. Aber wie gesagt, Starter heißt halt Pinfla, ne, Cellast und ich weiß nicht, wie der Affe heißt. Es gibt voll viele Feier, also wie kann das sein? Ich fand wirklich die Starter in dem Spiel nicht so geil. Ich finde Plinfa, also die ersten Stufen, ich mag halt keine Affen, deshalb Panflam mag ich nicht. Cellast finde ich fucking super geil, voll süß. Ja. Mag sogar die Entwicklungen auch. Ich finde Torterra oder wie auch immer das heißt, Shelterra, sieht übelst badass aus. Ja. Sieht, finde ich, richtig cool aus mit dieser kleinen Welt auf dem Rücken, mit einem Baum. Sieht geil aus. Ich mochte den Pinguin einfach nie. Wie heißt der? Empoleon, ja. Fand ich irgendwie immer scheiße, das sieht irgendwie so komisch aus. Ja, ich, keine Ahnung, ich finde nicht so schlimm. Das sieht irgendwie so steif aus und gleichzeitig irgendwie so dick und, keine Ahnung, komisch.
Ich hab nichts gegen den. Also ich finde den noch okay. Und ich mag den Kopf nicht, dass er irgendwie so eine Krone als Gesicht hat. Das sieht so komisch aus. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wie gesagt, ich der Affe sieht eigentlich cool aus, aber der Affe sieht eigentlich aus wie einfach so, wie heißt dieser chinesische Affe aus der Geschichte? Shang Wukong oder sowas. Wukong, ja. Wukong? Genau. Ja, ist halt ein bisschen... Ist dem nachempfunden irgendwie, ne? Sieht so aus. Ey. Ja, du hast recht. Mich hat es irgendwie an irgendwas anderes, ne, aber auch noch erinnert. Aber ja, wie gesagt, ich bin kein Affen-Fan. Und ich fand es echt komisch, einen Affen irgendwie als Starter zu nehmen. Es gibt so viele Tiere so. Ja. Es gab zu der Zeit noch nicht mal einen Hund oder eine Katze als Starter und die kommen mit einem Affen an. Ja, aber vielleicht ist es auch Absicht, dass sie gerade nicht so typische Haustiere nehmen wollten als Starter. Es gab mal das Gerücht, dass sie wirklich das chinesische Tierkreiszeichen benutzen als Starter. Weil es gab ja auch ein Schweinefeuerviech, ja. Also so Schwein, Affe, Esel, nee, nicht Esel, ja, in der Pferd. Fünften Gen. Ja, gab es ja Schwein, Schlange und, na okay, Otter fällt da ziemlich raus. Nee, Otter fällt da raus, aber aber generell quasi gesehen, ja. Quasi, dass dieses Tier oder ein Drache oder sowas, dass sie halt das Tierkreiszeichen benutzen, um die Pokémon-Starter quasi zu determinieren. Gab es denn bei Perle und Diamant, gab es da noch irgendwas krasses Gameplay-Change-mäßiges? Gab es da Dreierkämpfe oder so? Ich weiß es nicht. Was hat diese Version nochmal irgendwie abgehoben? Oder gab es diesen Untergrund? Genau. Den haben sie im Remake gut gemacht, muss ich sagen. Der Remake ist schlimm für die Switch. Perle, Shining Brilliant Diamond und Shining Pearl heißt es, glaube ich. Also im Original war der Untergrund so kacke, weil alles sah einfach gleich aus und es hat gar keinen Bock gemacht. Man konnte da die ganze Zeit so Evolutionssteine grinden und so, das war ganz nice, aber... Stimmt, du kannst auch mit einem Touchscreen so Fossilien kaputt machen. Ne? Nee, aber den Untergrund haben sie in der Switch-Version, also im Remake von dem DS-Spiel, haben die es gut gemacht, weil du konntest dann so Statuen sammeln oder so, die konntest du in deinem Raum hinstellen unten im Untergrund und je nachdem, welche Statuen du hinstellst, spawnen andere Pokémon unten. Ja, ja. Und das ist eigentlich ein geiles Feature, weil so kannst du immer irgendwie was grinden und kannst neue Pokémon finden unten. Und auch Freunde können dir dann auch da unten joinen und die können mit dir dann fangen und alles. Ja. Also das ging in dem Spiel, das war echt eine coole Erneuerung. Also, ja, aber so, keine Ahnung, Base Game. Eigentlich die krasseste Innovation war Plauderguy, weil mit dem konntest du Sound aufnehmen und wenn er dann rausgekommen ist oder auch eine bestimmte Attacke benutzt hat, hat er quasi dein Voice-Sample wiedergegeben. Und so konntest du dann immer deinen Gegner beleidigen. Ging das im Competitive? Wichser! Ging das im Competitive? Nein, nein. Das wäre so geil. Du hast dann immer nur dein eigenes Voice-Sample gehört. Das wäre so geil. Überleg, weil du kämpfst gegen irgendjemanden. Bacadero! Du hast die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten beschimpft. Oh Mann, ey. Ja. Das habe ich bei Arceus gefangen übrigens. Ach echt? Mhm. Ich habe das. Aber du kannst dem da keine Stimme geben oder so? Nein, kann man. Also habe ich nicht ausprobiert, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das Feature wurde wegrationalisiert. Brauchst du ein Päuschen oder so, kannst du mir sagen. Ne? Ja, ich würde sagen, wenn wir mit Gen 4 durch sind, mache ich eine Pause. Dann mit der jetzt hier? Ja. Ja, dann hast du... Ja, was gibt's denn zu Gen 4 noch groß zu sagen? Außer... Natürlich Champion Cynthia. Ja, stimmt. Auf Cynthia jeden Fall ein Fan-Favorite. Das Spiel ist halt unglaublich langsam gewesen damals. Ne? Also Kämpfe haben sehr lange gedauert. Und das haben sie im Remake auch nicht verbessert. Also das ganze Spiel läuft relativ langsam ab. Vor allem, wenn du gegen echten Gegner kämpfst, die voll viel HP haben und du damagest die und ziehst den ganzen Balken in einer Attacke ab, du guckst echt so, wie die HP so runtertickt. Das ist sehr langsam. Das haben im Remake ist fast genauso, ne? Das Spiel ist ultra lahm. Ja, ich weiß nicht, haben die noch irgendwas. Haben die VMs da schon wegrationalisiert? Nein, nee, da gab es auch Kraxler und sowas. Und ja, ja. Also gab's VMs sind immer noch da, ne? Nö, nee, ja, Lucario ist dazugekommen, ist cool. Stimmt, sie haben da so voll viele Entwicklungen für alte Viecher gebracht. Stimmt. Zum Beispiel die Hornior, für Rizeros, Tangolos, für. Guck mal, die sind sogar alle nebeneinander im Dex-Voltec. Tangolos, Illavoltec, Magmortar. Keine Ahnung, wie es heißt, aber es ist voll hässlich. Ne? Togekiss, natürlich übelst das Competitive. Das ist gut, ne? Das ist relativ schnell, ne? Und, ach stimmt, Magneson. Schlurp, deine Liebling. Schlurpleck hat auf jeden Fall richtig gutes WLAN. Richtig, stimmt. Richtig starkes Signal. Wegen seinem Bauch, ne? Ja. Das ist so dumm. Aber das sieht so scheiße aus. Aber ich mag die Legendaries. Guck mal, der hat auch so eine fette Beule oben auf dem Kopf, ne? Was soll das? Das ist so ein Kringel. Also es ist so eine Pumpelschlocke. Ja, die sieht nur klein so komisch aus. Ja, gut, ja, aber stimmt. Was für ein hässliches Drecksvieh. Ja.
Der sieht wirklich aus, als würde er gerade an seiner eigenen Zunge ersticken. Vor allem, ja, ich muss sagen, Schlurp ist jetzt auch nicht so geil vom Design, aber tausendmal aber besser, ja, als das. Wirklich Schlurp tausendmal ikonischer. Schlurp sieht wenigstens irgendwie ein bisschen süß aus und hat gute Proportionen irgendwie. Ja. Und Schlurpleck ist einfach nur ein fettes, hässliches, aufgeblasenes Ding, das so aussieht, als wäre es nicht lebensfähig. Weil es sieht aus, als hätte so ein Schlapperlatz drumherum. Es sieht eigentlich... Ja, es sieht, das ist cool. Es sieht, ich finde, es sieht echt... Entschuldigung, wenn ich das sage, aber es sieht degeneriert aus, ja, irgendwie. Also wirklich. Die Vorstufe ist eigentlich viel besser. Wenn man das Ding quasi ganz klein stellen würde und neben Schlurp stellen würde... Wäre es die Vorentwicklung. Könnte man denken, das wäre irgendwie Baby. So ein Baby-Pokémon oder so. Hm. Egal, wir machen kurz einen Cutty. Muss nur die richtige Taste. Ja, jedenfalls ihr seht, Gen 4 sind dafür. Da sind wir wieder. Ja. Weiter geht's mit einer neuen Runde Pokémon. Genau, wir hatten aufgehört mit Gen 4 und jetzt kommt Gen 5. Ah, schwarz und weiß, richtig nice. Und das reimt sich. Alter, was sich reimt, ist geilo. Nee, schwarz und weiß, auch DS-Game noch, ne? Kein 3DS-Game. Oh, übrigens, hatte ich letztes Mal gar nicht gesagt, was auch sehr nice war an dem Spiel, was irgendwie nicht klingt nach einer richtig geilen Neuerung, aber animierte Sprites. Ach ja, wobei... Das gab's aber auch schon auf der 5. Kristall hatte auch hier, wie hieß es? Das Smaragd. Smaragd hatte auch welche? Smaragd, glaube ich, auch. Bei Smart wäre ich mir nicht sicher. Aber die waren nur so ganz kurz, ja, ja, sehr marginal animiert und hier waren die wirklich dauerhaft die ganze Zeit, haben immer so eine Atembewegung gemacht und so und kurz irgendwie so immer halt irgendeine Bewegung so. Aber ja, es war ein nice Touch. Ja, ja. Schwarz-Weiß natürlich storymäßig eins der besten, also meiner Meinung nach eins der besten Pokémon-Spiele, ne? Weil es hat wirklich die Story mal neu aufgebrezelt. Ah, jetzt müssen wir alles wieder callen, ne? Was wir schon mal geredet haben. Das ist ein bisschen ermüdend. Also wie gesagt, der Podcast, der erste ist kaputt gegangen, deshalb resümieren wir das jetzt nochmal für euch. Ja, auf jeden Fall gab es da ja zum Beispiel N als Charakter. Der war irgendwie als Kind mit Pokémon aufgewachsen und ja, ist dann später quasi auf die falsche Bahn geraten und ist quasi von Team Galactic, nee, Team... Plasma. Plasma. Galaktik gibt es aber auch in irgendeinem Teil. Ja, ja, die waren Förtergen. Genau, von Team Plasma, beziehungsweise von Getzis, also dem Anführer von denen, quasi aufgezogen worden und ist dadurch irgendwie so ein bisschen halt, ja, von dem benutzt worden und so. Und ja, es war halt ganz interessant, irgendwie mal ja, so ein Charakter mit tatsächlichem Charakter irgendwie zu haben in dem Spiel, der auch so eine Entwicklung durchläuft. Ja, vor allem, alle anderen Pokémon-Charaktere sind aber sehr eindimensional. Man muss auch sagen, diese Team Rocket in diesem Spiel quasi möchte ja, dass die Pokémon befreit werden von den Pokébällen und dass die nicht so wie Sklaven gehalten werden und so. Also das hat wirklich so einen düstereren Touch, ne? Also dieses sind halt so Freiheitskämpfer. Seltsamerweise benutzen sie selber auch Pokémon. Ja, ja, das ist irgendwie so ein bisschen das Paradox an denen. Aber mit N hast du echt schon recht. Also der hat so grüne Haare und weiße Anziehsachen mit einer Cap und so. Finde ich so als Charakter. Hat auch ein cooles Charakterdesign. Ja, ich mag das Design auch unglaublich von dem, obwohl ich nicht so grüne Haare bei Anime-Figuren nicht so cool finde. Normalerweise auch nicht. Aber bei dem geht das wirklich klar. Der hat ein cooles Design, ist cool gemacht. Und den trifft man ja auch teilweise, dass man in so einem Riesenrad mit den fährt und dann erzählt einem kurz was und sowas. Also man faced den so teilweise auch in der Story. Und Schwarz und Weiß, ich müsste es echt nochmal spielen. Ich habe nicht mehr so krass viel Erinnerung an das Spiel, aber es hat mir damals wirklich gefallen. Mhm. Es war wieder was Neues. Plus, das Geilste war natürlich dann der Climax des Games. Du machst die Top 4 und du denkst, es geht zum Champion. Oh, ja. Und dann crasht quasi der Bösewicht, crasht mit Ans Schloss quasi in die Pokémon-Liga rein. Und dann ist quasi die Pokémon-Liga unterbrochen und du gehst quasi dann durch dieses Schloss und bist dann da auch quasi im alten Spielzimmer von Anne, ja, ja, und erfährst so ein bisschen Background-Lore von Anne. Das ist auch ziemlich düster, ne? Also es hat auch so einen traurigen Ton. Und da ist dann halt Getzis, also dieser Anführer von Team Plasma, ist dann der Final Boss erstmal. Quasi statt, dass man gegen den Champion kämpft, kämpft man quasi gegen den. Und ja, das ist halt auch so weird. Der hat echt so als Hintergrundmusik hat er einfach so Chöre irgendwie. Es klingt einfach so voll düster und böse. Das passt gar nicht zu einem Pokémon-Spiel. Nee. Und hat dann auch nur alles so fette, so Dunkelheads-Monster und so. Irgendwie hier, wie heißt das? Trikephalo, dieser dreiköpfige Dunkelheads-Drache da und so. Ja, stimmt. Und, ja, das ist schon ziemlich badass. Und der ist auch übelst High-Level, ne? Ja. Also ich weiß noch, dass ich da echt gestruggelt habe damals, als ich das Spiel durchgespielt habe.
Der war echt irgendwie nochmal so 15 Level höher als die Top 4 dann. Ja, man muss auch sagen, auch davor in dem Teil, ne, die ganzen Häuser und so waren auch schon 3D, ne? Also es hat schon so 3D-Layer. Ja, ja. Und teilweise sind auch dann irgendwie die Kamera hat sich gedreht und ihr seid auf dreidimensionalen Sachen, aber ihr hattet immer noch keine 8-Wegesteuerung, ne? Ihr seid immer noch in so Teilsets quasi gegangen. Also ihr hattet nur diese 4 Bewegungsmöglichkeiten, hoch, runter, links, rechts und konntet nicht schräg gehen. Und deswegen wirkt das auch ein bisschen immer komisch, wenn du dann so 3D-Umgebungen hattest, ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass so von dem Bewegungsablauf das nicht so smooth war. Aber VMs gab es auch immer noch, ne? TMs gab es da auch noch. Gab es. Was ist denn das große Feature in dem Game gewesen? Es gab auch keine Ultra-Entwicklungen oder sowas, ne? Gab's nicht. Also für mich war wirklich das richtig große Feature, beziehungsweise das, worauf so der Hauptfokus lag, es gab einen komplett neuen Roster von Pokémon. Ja. Weil ihr seid wirklich in eine neue Welt gestartet und es gab kein Kleinstein, es gab kein Zubat, ja. Es gab kein Karpador. Sondern es gab wirklich komplette 150 oder so komplett neue Pokémon. Das ist echt geil, ne? Weil es ist wirklich ein kompletter Pokédex für die ganze Region, wo nicht nur 20, 30 dazukommen, wie du gesagt hast. Wo und dadurch viele war man dazu auch wirklich mal gezwungen, sich auf die neuen Designs einzulassen, wirklich. Und ich fand es mega erfrischend. Es gab gar keine alten Pokémon in der Edition, ne? Wenn du das Spiel durch hattest, hast du den National Dex freigeschaltet und dann sind die quasi dann in der Wildnis erschienen. Aber davor gab es wirklich nur neue. Und deshalb gibt es halt auch so, ja, quasi wie neue Reimaginings irgendwie von alten Viechern. Ja. Weil so hast du halt statt Radfratz hast du halt irgendwie dieses Kuckmarder-Ding. Stimmt. Wie heißt es? Halt dieses kleine Erdmännchen. Dann hast du halt eine neue Katze und so. Halt Sachen, die eigentlich schon da waren, aber halt neu mit neuen Designs. Was du hast halt statt Kleinstein hast du dieses Kiesling. Genau. Das war auch, das entwickelt sich dann auch in der letzten Stufe durch Tausch. Das ist quasi halt echt wie Georotz. Ne? Ja, Georotz. Ja. Und hier wie statt Radfratz hast du halt dieses komische Fledermaus-Ding mit der Herznase. Etc. pp. Ja, hast du ein neues Raupi da. Also du hast quasi für jedes damalige Pokémon so ein kleines Pordor gehabt, ne? Mhm. Die Fossilien-Pokémon sind auch cool, ne? Also das Schildkrötenvieh ist cool. Ja, eigentlich schon. Dieser Kakadu ist nicht so cool, aber dieses Fossilien-Ding ist eigentlich ganz nice. Zororak ist noch dazu gekommen. Alter, ich drücke hier mal auf den falschen Knopf. Und ich finde eigentlich, das ist echt ein guter Approach, weil was ist das Wichtigste an Pokémon? Ja, Pokémon. So. Ja, Skelabra. Deshalb... Maxax ist auch eins deiner Lieblings-Pokémon. Ich finde, das sieht einfach so geil aus. Ja, ist badass. So eine coole Körperform mit so zwei Klingen am Kopf. Was sagst du zu den Startern? Ich finde die Starter cool. Ja. Ich mag Serpi Royal nicht so gern. Ich auch nicht. Das ist auch voll die Degeneration. Das hat keine Arme mehr. Ich weiß überhaupt nicht, wie das letzte Schwein heißt. Aber Verkokel. Ich finde es cool, weil es aussieht wie Garnon. Stimmt. Und Admiral finde ich auch echt cool. Ich fand es anfangs ein bisschen overdesigned, irgendwie mit diesem Bart und so, aber eigentlich sieht es cool aus. Hast du eigentlich mal Flambierex. Du hast ja auch in Legends Arceus, hast du ja Otaru genommen. Ich habe den nicht entwickeln lassen. Weißt du, wie die letzte Stufe aussieht? Weißt du, wie die aussieht? Ja, ist die gut? Ich habe die letzte Stufe. Sieht die cool aus? Sieht cool aus. Die ist halt anders. Die ist Tail-Typ Dark. Da ist die, ne? Ja. Sieht geil aus. Mhm. Sieht besser aus als das Original. Ja, das ist cool, ne, bei Arceus, dass die dann halt neue... Wobei die Eule, die neue, finde ich, ist eine Verschlimmbesserung. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht, muss ich mir später mal angucken. Ja. Und Tornupto finde ich auch das Original besser. Ja, finde ich auch. Bei Tornupto weiß ich noch, wie das aussieht. Nee, aber ich muss halt sagen, auch Schwarz und Weiß, eine coole Generation, wird wahrscheinlich auch heftig teuer sein, das Spiel. Es gab sogar noch viele coole neue Pokémon, echt. Ich finde auch den Maulwurf übelst stylisch. Ja. Mit dieser Klinge am Kopf, ne? Diese fette Insektenlarve finde ich auch geil. Ja, klar. Es hat schon... Es gibt echt viele coole. Ja, diese Legendaries finde ich nicht so cool in dem Game. Also die sind wirklich low point. Die sind alle scheiße. Vor allem diese drei Typen. Ja. Die Wolken. Die habe ich auch gar nicht gefaced, glaube ich. Ich habe die, glaube ich, nicht gefangen. Und auch nicht angetroffen. Ja. Ja, wie gesagt. Es gab auch noch Schwarz und Weiß 2, ne? Ja. Habe ich auch gespielt, ist auch richtig geil. Das soll auch sehr beliebt sein. Also ich habe nochmal so eine Tierlist gesehen von vielen Leuten. Das Weil die haben halt wirklich nochmal eine neue Story und spielen halt auch von der Zeit her später als das erste Spiel. Man trifft dann auch die ganzen NPCs aus dem ersten Teil halt wieder und die sind dann halt echt gealtert und haben irgendwie so
ja, ihren Weg im Leben gefunden. Zum Beispiel Charon, irgendwie, das ist ja quasi dein, ja, mehr oder weniger Rivale im ersten Teil, der ist dann Arena-Leiter und du hast halt einen neuen Rivalen. Der Rivale im zweiten Teil ist auch richtig cool übrigens. Ja. Ist echt nach Gary irgendwie das erste Mal wieder ein Rivale, der cool ist. Also bei Schwarz und Weiß 2. Ja. Ja, ich muss das nachholen. Ich glaube, ich glaube, das Spiel werde ich echt nachholen, wenn ich mal Bock auf ein Pokémon wieder habe. Das dauert wahrscheinlich sehr lange, weil ich jetzt erstmal gefüttert bin mit Arceus und vielleicht hole ich mir auch Purpur oder Kamazin. Das ist die Namen, Alter. Plus, man startet auch auf einem anderen Punkt auf der Weltkarte. Ja. Also man startet erstmal in so einem neuen Dorf, das es im ersten Teil gar nicht gab, und geht dann durch so zwei, drei andere Dörfer und fährt dann mit dem Schiff irgendwie rüber. Und es gibt so eine neue Area, so eine Art, so wie Wüste oder, keine Ahnung, wird so ein bisschen so wie mexikanisch oder so, mit so einer Geistervilla drin. Das ist aber das gut. Muss man machen mit der Geistervilla? Ja, ja, ich glaube, okay, das ist Story. Ich meine, das wäre Teil der Story gewesen. Ja, und in der Edition gab es auch noch VMs und TMs, ne? Die wurden noch nicht weggenommen. Das war die nächste Generation, ne? Da wurde das weggenommen. Plus, was auch richtig geil war, im Endgame gibt es so ein Stadium, also Battle Tower. Da wird quasi so, da kämpfst du dich quasi wie durch so eine Pokémon-Liga, wie sie im Anime aber dargestellt wurde. Wo du halt echt so nach und nach gegen irgendwelche namhaften Trainer kämpfst. Ah, okay. Und das sind alles Arena-Leiter oder Champions aus alten Spielen. Oh, wie cool. Du kannst dagegen Gary kämpfen, du kannst dagegen Cynthia kämpfen. Aber das ist gestaffelt, dass es immer schwieriger wird, oder ist es zufällig? Ich meine, es wäre zufällig. Aber die benutzen dann auch echt so competitive-mäßig Pokémon, also sie sind schon etwas fies. Ah, haben wir auch nicht gesagt, dabei echt eine Challenge. Bei Pokémon Gold und Silber konnte man noch gegen Rot oder Blau kämpfen. Das haben wir vergessen. Das haben wir im ersten Podcast gesagt. Das war der ultimative Super-Boss und ja. Das war auch richtig geil, das war so epic. Ja, das war krasses Late-Game. Der einfach auf dem höchsten Berge über der Region stand und wenn du den angeredet hast, hat er einfach nur Punkt, Punkt, Punkt gesagt und dann hat man gegen ihn gekämpft. Ja. Alles war irgendwie auf Level 80 oder ja, so. Ja, der hat ein richtig übles Team, Relaxo, was voll tanky ist und Pikachu und alles, ne? Also Glurak. Ja, quasi eine Anlehnung an Ash, ne? Mhm. Ach so, und falls ihr Bock habt auf einen guten Pokémon-Anime, guckt euch Origins an, Pokémon Origins. Das ist nicht lang, ich glaube 10, 12 Folgen ist der lang. Und das ist quasi die Pokémon-Geschichte aus dem Gameboy-Spiel eher genommen, ne? Mhm. Auch und gut animiert. Auch einfach, ja, ist einfach viel besser animiert. Ja, es geht auch alles so schnell in der Serie. Es so ein bisschen, zeigt so ein bisschen mehr so die Brutalität der Welt eigentlich. Ja. Weil die Viecher beißen sich da echt so gegenseitig in den Hals und smashen sich auf den Boden und sowas halt. Ja, es ist halt qualitativ viel hochwertiger als der Anime, ne? Mhm. Obwohl, den ganz neuen Anime habe ich auch noch nicht gesehen. Ach ja, Ash ist ja jetzt irgendwie Champion geworden, ne? Also Grüße an dich, Ash, 25 Jahre hast du gebraucht. Ja, wahrscheinlich, um weil er es endlich geschafft hat, seine Pokémon zu entwickeln. Also sonst hatte der ja echt irgendwie so Shiki im Team oder keine Ahnung. Stimmt. Oder irgendwelche voll nicht entwickelten Viecher. Ja, ist weird. Ist ganz weird. Ja, jedenfalls 5th Gen, für mich persönlich war es eigentlich immer mit mein Favorite neben Gold und Silber. Ja, ich muss sagen, das ist das Spiel mit der besten Story. Also wenn ihr echt Bock habt auf eine Story, die Gegenden sind auch echt cool. Ich kann mich nicht so krass viel an die Gegenden erinnern. Aber da gab es auch so eine Stadt mit so einem Untergrund quasi, wo unten so ein See war und sowas. Mit so einem Teich unten drunter und bla. Mit so Brücken. Das ist gar nicht doch, es gab so, das hat mich so ein bisschen an so England erinnert, so ein bisschen. Quasi, dass unten so Kanalisationen sind oder drüber ist die Stadt gebaut. Sieht eigentlich ganz pretty aus. Müsste ich vielleicht mal gucken, müsste ich vielleicht nochmal nachholen. Also ich muss das Spiel auf jeden Fall nochmal spielen. Give it a try. Starter sind auch okay in dem Game. Also ich kann dem nichts großartig Schlechtes entgegenbringen. War ein gutes Pokémon. Ja. Also besser als der Teil davor auf jeden Fall. Oh, jetzt kommen wir zum... Also für mich einer der fast Lowlights, ne? Für mich ist das wirklich das Lowlight eigentlich. X und Y. X und Y. Auf dem 3DS erschienen damals. Für mich gibt es da echt nur einen brauchbaren Starter, beziehungsweise der ist auch ein richtig geiler Starter, aber die anderen finde ich wirklich beide richtig cool. Kwajutsu, ne? Oder Greninja. Greninja ist richtig geil. Ja, muss ich auch sagen, ja. Aber da, also da ist es halt so casualisiert worden, das Game. Mhm. Ne? Du hast direkt einen EP-Teiler gehabt, du hast immer irgendwie die Pokémon. Oh, da ist das Wasser, du brauchst Surfer, hier kriegst du einen Lapras mit Surfer. Ja. Oh, da ist die Mega-Evolution, du kriegst einen Lucario mit Megastein direkt geschenkt. Ja. Du kriegst noch einen Kanto-Starter mit Megastein. Genau, kriegst du auch noch von dem Professor geschenkt. Da kannst du ja aussuchen sogar, ne? Du boxst echt einfach das ganze Spiel einfach um. Du wirst wirklich in keinster Weise irgendwie gechallenged. Wie wenig Pokémon Leider, das Spiel auch hat. Ja. Also, stimmt. Es hat einen kleinen Roster irgendwie an Pokémon.
leider auch ein Trend, der sich jetzt so ziemlich durch die Serie zieht, dass man gar nicht mehr wirklich gechallenged wird. Ja. Ich bin mal gespannt, also, ob sich das in Scarlet und Violet ändert, aber ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube, Scarlet und Violet wird das Problem haben, dass du es quasi dir selber balancen musst. Ja, du hast ja halt durch die Open World. Ich schätze mal, teilweise wirst du vielleicht irgendwo hinrennen, wo alles viel zu high level ist, und wirst dann dadurch vielleicht Challenge haben. Für die Skyrim. Aber danach wirst du dann voll hochgelevelt und wirst dann irgendwelche anderen Parts des Games steamrollen, weil irgendwie alles Level 20 ist und du bist schon Level 50. Aber bei jetzt X und Y ist mir noch aufgefallen, es gab so eine krasse Durststrecke nach dem dritten Orden oder so, ne? Dass man halt irgendwie voll lange nicht mehr weiß, wo man dann hingehen muss. Das war nur einmal. Yo. Und dann musst du irgendwie unter einem Strand gehen. Da war doch irgendwie so eine Villa, wo man irgendwie so einen Hund finden muss. Diese komischen Hunde da, von denen man den Hairstyle ändern konnte. Ja. Da war irgendwie einer weggelaufen und man musste den suchen. Und irgendwie, ich weiß, was du meinst. Da gab es echt... Da hat es teilweise wirklich lang gedauert. Ja, bis du ein Gym hattest, ne? Ist, ja, ne? Ja. Also ich muss auch sagen, von den Gegnern und so ist das Spiel cool. Und die hatte 8-Wege-Steuerung das erste Mal. Und in den Inline-Skates, ne? Und das war teilweise schrecklich, weil dieser Hauptstadt in einem Teil... Oh, dieses runde Ding, ne? Dieses Paris, Alter. Hör auf, ich kotze. Ich habe mich da so verlaufen. Das sieht alles gleich aus. Weil alles sieht gleich aus und quasi die Kamera dreht sich die ganze Zeit mit, weil du quasi im Kreis um die Stadt rumrennst und du weißt dann nicht... Da sind dann halt 5 Wege irgendwie, wo du irgendwo hingehen kannst. Ja, aber das sieht gleich aus. Das ist alles weiß mit schwarzen Türen. Denkst du, okay. Ja, das ist schön. Dann konnte man da mit irgendwelchen Taxen irgendwie rumfahren, sich irgendwo hinbringen lassen und man war irgendwie total disconnected. So. Man wusste gar nicht, aber so gesehen, die Gegenden waren eigentlich ganz cool. Also die ganzen Routen waren nicht schlecht gemacht. Ja. Aber ich habe das Spiel auch kurz, glaube ich, in der 7. Stadt oder so, ganz kurz vorm Finish, habe ich das halt, ich habe vor der Top 4 habe ich aufgehört, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe den letzten Orden nicht geholt. Und da gab es auch diese Geheimgabe, ne, dass du so einen Tausch machst, nicht Geheimgabe, diesen Wundertausch, dass du irgendein Pokémon kriegst. Ich glaube, das war das erste Spiel. Ich weiß nicht, ob es schon bei Schwarz und Weiß gab. Ich glaube nicht, aber in dem Spiel war es auf jeden Fall so, das habe ich auch gemacht und so. Ich habe quasi gegrindet, dass ich irgendwelche geilen Pokémon kriege, habe die ganze Zeit irgendwelchen Müll gefangen, irgendwelche voll schlechten Pokémon, habe die ganze Zeit getauscht und gehofft, dass ich irgendwie ein Lavita kriege oder irgendwas, was ich möchte. Gab es alte Pokémon? Ja, ne? Ja, gab es dann später auch. Nee, aber wie gesagt, das Spiel, also Julian mag das zum Beispiel, Shoutouts nochmal an Julian, der mag das irgendwie, das Game, aber auch die Starter haben auch, glaube ich, in der Community auch relativ ihr Fett weggekriegt, ne? Und hier hat das angefangen, dass es immer irgendein Gimmick geben musste in den Spielen. Ja, Mega Evolution. Hier hat das angefangen mit Mega Evolution. Obwohl die von Garados ist gar nicht so kacke, ne? Ich finde original Garados sieht cool aus. Ist nicht mal hier drauf gelistet auf Bisa-Fans. Bisa-Fans, hallo. Ja, weil es nicht als neues Pokémon zeigt. Ja, aber die können ja trotzdem mal alles zeigen, was in dem Game drin ist. Attackendecks, Fähigkeitendecks, Pokédecks, egal, ist für euch uninteressant, aber ja, ach ja, Fidiola oder wie die heißt hier, Evoli, neue Entwicklung. Typ Fee wurde eingeführt, ne? Ja. Also viele Normal-Pokémon. Oh, auch Hawlucha finde ich geil. Das da? Ja. Ja, geht. Ich find's cool. Ein fucking Luchador-Vogel. Sieht voll verbrainert aus. Ich find's süß. Hat darüber haben wir auch nicht geredet, ne? Also, ich mag diesen Trend bei Pokémon nicht, die aussehen, als wenn das so verkleidete Menschen. Aber also, tut's auch nicht, das Ding. Nein, das nicht, aber das kratzt schon bei mir an dieser Awkward-Grenze, wo ich sagen könnte, ey, da könnte auch ein Mensch drin sein. Ja. Weißt du, was ich meine? Also sowas wie Fuego zum Beispiel. Ja, ja, das also, mag ich auch. Dass nicht. Das zu furry-mäßig ist, dass du halt echt denkst, so, hey, ist das ein Maskottchen oder so. Es wirkt nicht mehr wie ein Tier, sondern es wirkt eher wie ein kostümierter Mensch. Das ist einfach Frosty der Tiger, ja. Alter. Ja, und da bricht für mich irgendwie die Immersion, weil für mich sind Pokémon wirklich so Tiernachahmungen quasi, sind Tiere. Und ja, mittlerweile sowieso, Designs kann man teilweise schon vergessen. Also die sind teilweise so krass komisch geworden. Also wir können auch jetzt eigentlich, willst du noch was zu der? Also da wurden VMs auch wegrationalisiert, ne? Dass ihr ein Glurak habt, womit ihr rumfliegt, so ein Taxi oder sowas oder Krähen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr, aber da habt ihr keine VMs mehr, oder? Na, da gab es so Pokémon dafür. Genau. Auch da gab es ja dieses, wie hieß das? Skiddo, dieses kleine Schaf, da dieses Pflanzenschaf, scroll mal ein kleines bisschen. Ah ja, dieses Grüne, ne? Da, das. Ja, ja, da noch vorne zu reiten, ne? Genau, darauf konntest du reiten. Du konntest auf irgendwas rumsurfen und du konntest. Du konntest aber auch fliegen mit irgendetwas. Ja, ja. Aber ihr musstet quasi nicht mehr VMs haben dafür. Die wurden aber weggemacht. Aber das ist eine gute Neuerung. Ja, ich hasse es auch.
Weil man musste sich nicht mehr die Movesets seiner Pokémon irgendwie kaputt machen. Und immer eins dabei haben. Du hattest quasi immer minus einen Team-Member, den du eigentlich... Also bei mir war das nicht so, ich habe mir nicht meine Pokémon kaputt gemacht, sondern ich habe geguckt, welches Pokémon kann am meisten VMs lernen. Das habe ich einfach in meiner Party gehabt. Ey, Bidifuzz, ey, Surfer, Stärke, Zerschneider, alles, was du willst. Der ist beste VM-Bitch ever, Alter. Oh Gott, ist echt eine Verschlimmbesserung. Ja, ne? Reden wir über Sun und Moon. Sun und Moon habe ich nicht gespielt übrigens. Ich kann wenig auch da wieder gibt es nur einen Starter, den ich mag, die Eule. Die anderen beiden sind echt beide Trash. Ja. Also das Wasser ist wirklich totale Geschmacksverirrung. Ja, das ist richtig Müll. Ja, das mag ich auch nicht. Ja, das ist echt heftig hässlich, ne? Aber ja, es gab trotzdem ein paar echt coole Designs in der Gen. Ich fand es ganz interessant, dass man mal keine Arenen mit Arena-Leitern hatte, sondern diese Totem-Pokémon. So hatte man echt wie so kleine Bosskämpfe. Oh, diese Affen-Pokémon. Warum gibt es so viele Affen-Pokémon? Oder Faultier, ich weiß es nicht. Ja, das, da gab es Gym-Challenges, ne? Aber das Spiel war halt sehr Handholding, ne? Also hat sehr, also Pokémon. Es hatte so viel fucking Story und Text und leider war die Story nicht gut. Das Sandburgen-Pokémon ist dope. Ja. Und ja, und dann hatte man hier als Legendaries quasi, hatte man die Ultra Beasts, die laut Ingame-Text nicht einmal Pokémon sind, sondern einfach Wesen aus einer anderen Welt, die man aber seltsamerweise dann in Pokébällen einfängt und die dann genauso funktionieren wie Pokémon. Und ja, die haben halt echt, ich verstehe nicht, warum Viecher, die aus einer anderen Dimension rüberkommen, die quasi Aliens sind, dann aussehen wie Kabel mit Kabelbindern drum oder, oder wie Bambussprossen oder ein Origami-Faltding. Das Origami-Faltding finde ich cool, muss ich sagen. Das muss ich verteidigen. Ja, das ist auch, das ist auch ziemlich stark. Das sieht aber geil aus. Das ist ein guter Sweeper. Sehr schnell. Was ist von Typ? Damage. Was ist Typ? Ich glaube Stahl. Stahlpflanze. Stahl. Ist das ein guter Typ? Geht. Feuer ist ja viel Fire ist übelst. Fire und Stahl sind beide extrem häufig in Competitive und ja. Ich muss aber sagen, ich mag das Mond Legendary, ne? Das sieht cool aus. Ich finde, die sehen eigentlich, also Solgaleo sieht auch eigentlich ganz cool aus. Die haben auch neue. Es gab ja auch Sun and Moon 2, oder? Mm. Es gibt Schwarz und Weiß 2 und Sun and Moon 2. Ich komme damit leider durcheinander, Leute. Und der zweite Teil soll auch richtig trash sein. Von also Sun Moon. Schon. Irgendwie besser vom Spielsystem her und was verändert wurde und so, aber die Story soll irgendwie noch schlimmer sein und noch viel mehr. Also wie gesagt, ich habe mit dem Spiel halt keine Berührungspunkte. Ich habe es mir damals nicht gekauft. Es ist an mir vorbeigegangen. Hast du auch nicht so groß was verpasst. Für mich war Pokémon da schon halt schon tot, aber ich habe der... Gab es da noch irgendwas Besonderes? Irgendwelche Fünffachkämpfe? Da war das noch extremer mit den Reitviechern, weil man hatte da echt... Man hatte da noch dieses Mudbray, da links dieses Pferd mit dem fetten Bein. Ja. Damit konnte man irgendwie über so Schlamm und Hindernisse halt laufen. Dann hatte man hier, wie hieß dieser komische Terrier aus der fünften Gen. Quasi den konnte man dann irgendwie, das war quasi dein Item-Detektor, den konntest du reiten und damit Sachen ausschnüffeln und sowas halt. Stimmt. War ganz interessant. Dann gab es halt noch ein Wasserreittier, noch irgendwas. Das haben die auch bei dem DS-Teil gemacht, ne? Dass er so ein komisches Poke-Dings hatte, was man erweitern kann mit so einem Modul. Stimmt, im Wasser hatte man, glaube ich, wie heißt das? Sharpedo? Tohaido? Ich habe keine Ahnung. Du redest Rätsel für mich. Ja. Jedenfalls, Gen, war halt so da. Ne? Hatte existiert. Ja. Trotzdem ein paar coole Designs. Ich mochte diesen Steinköter da. Diese Wasserspinne ist auch irgendwie creepy, aber cool. Ja, dieses Kulissupport ist auch geil, cool. Ja. Waren schon ein paar gute Bretter dabei. Mimikyu finde ich auch übelst geil. Ja, Mimikyu ist eine richtig geile Idee. Ja, ist ein Pikachu quasi. Ja, gut. Next Gen. Wir brausen ein bisschen durch, aber es ist vielleicht auch angenehmer. Wir haben halt wirklich nicht so viel dazu zu sagen zu der Gen. Zu der Gen kann ich was sagen. Sword and Shield ist halt die richtige, letzte richtige Edition. Sword und Shield, können wir uns beide einig sein, war richtig trash. Geil. Du sagst geil, ich sag trash. Nein, du hast ja auch sogar die DLCs noch gesuchtet und so. Also, ich muss dazu sagen, die Story durchzuspielen, ist halt echt so, macht eigentlich nicht viel Spaß. So, weil... Man basht halt einfach alles um, es gibt keine Challenge. Ich mag aber auch diesen Sidekick nicht. Ne? Ich mag diesen Sidekick auch nicht, den man hat. Ja, den mag ich nicht. Ja. Der ist nervig. Der ist auch voll schlecht.
Ja. Und halt, also deshalb für mich ist irgendwie mittlerweile bei diesen Spielen auch nicht mehr so der Hauptfokus, die Story durchzuspielen, sondern für mich geht es echt jetzt so mehr um das Erkunden und Sammeln und sowas halt, ne? Rauszufinden, wie man manche Pokémon überhaupt entwickelt und halt dieser ganze Community-Aspekt auch, dass man irgendwie Leute zum Tauschen sucht oder so, ja, oder dass man irgendwie versucht, vielleicht ein bisschen competitive zu machen, Pokémon zu züchten. Und die hat ja doch sowas diese, halt, diese, ne? Gauntlets waren ja auch da drin mit der Wild Area, ne? Dass du quasi so ein extrem geil, ach, und Gigantomax ist ja auch da drin, ne? Ja. Dynamax. Dass ihr halt zusammen quasi ein riesengroßes Pokémon quasi besiegen könnt. Und ihr könnt das sogar fangen, ne, am Schluss. Ja, ja, klar. Ja, ja, und dann kriegt ihr das quasi. Also, und diese Wild Zone. Das ist das Einzige. Ich habe wirklich, ich dachte so, ich habe keinen Bock auf Pokémon. Dann habe ich einen Streamer gesehen, der es quasi gespielt hat. Das Pokémon Schwert und Schild. Und dann habe ich gedacht, so, das mit der Wild Zone ist geil, wenn du irgendwie die ganze Zeit zugeballert wirst mit irgendwelchen Pokémon, die du da siehst. Und ich das war ja auch da. Das erste Mal. Ja, sag du erst das mal. War ja auch da so, dass du die Pokémon dann wirklich auf der Map gesehen hast, die du quasi auch encounterst, ne? Seltsamerweise war es irgendwie so ein Zwischending, ne? Ja, weil man hat die, so Silhouetten, ne? Man hat die gesehen auf der Welt, auch auf den Routen. Ja. Aber wenn man durchs Gras gerannt ist, hat man trotzdem noch Random Encounters bekommen. Stimmt, du hast beides. Aber es ist schon cool, wenn du so siehst, so, ey, da hinten ist, weiß ich nicht, ein Gradowar oder so, und dann gehst du da hin und kämpfst gegen was. Ne? Das ist cool. Das ist ja bei Arceus auch so geil. Ne? Du siehst, was du bekommen kannst. Ich muss auch sagen, als ich das erste Mal in die Wild Area gegangen bin, dachte ich echt so, boah, geil, ey, ich kann jetzt echt hier so geil, free rumrennen, wo ich hin will und so. Und es gibt überall was zu sehen. Überall sind wilde Viecher und so. Ja. Und dann noch je nach Tag, je nach Wetter und so sind da auch andere. Aber ich muss böserweise sagen, das hat mich vielleicht 2 Tage geflasht. Ja. Und danach war es für mich halt wirklich ausgelöscht. Und das war das halt, weil man hat dann halt echt da auch so ein bisschen, man hat dann da irgendwie dann auch Raids gemacht, hat die ganze Zeit EXP-Candies bekommen. Ich habe so viel Zeit verbracht. War dann voll overleveled. Und irgendwann hatte man aber auch alles gesehen, weil so groß ist die Area auch nicht. Nee, nee. Man hat die sehr schnell komplett explored. Ja, die verbindet halt die Hauptstadt mit so einer kleineren Stadt unten links. Aber es war auf jeden Fall ein guter Test und ein guter Start in die richtige Richtung, sagen wir mal. Das hat mir auch gefallen. Auch die Hauptrouten und so. Also das Spiel ist halt eher so an England angelegt. Ihr habt auch ein Corgi-Pokémon. Und habt halt auch so Städte mit so Wappen. Und es ging ja auch von der Pokémon. Ja, von der Story ging es ja auch irgendwie die ganze Zeit über irgendwelche Pokémon, ne? So ein bisschen rittermäßig mit Drachen und sowas, glaube ich, oder? Naja, aber ich da scheiße. Sword und Shield halt, ne? Ja. Und Krone und. Ja. Schild und Schwert. Und ja, ich muss halt sagen, das Spiel hat schon Charme. Es hat mir irgendwie schon Spaß gemacht. Aber es hat mich auch wieder nicht so lange unterhalten, dass ich es durchgespielt habe. Die Story war sehr mau. Ich habe halt wirklich komplett den Pokédex komplettiert und alles. Hast du wirklich? Ja, habe ich. Mh. Ist das dein einziges Pokémon-Spiel? Weil ich habe das in keinem gemacht. Ich habe in keinem Pokémon-Spiel... Weil es geht ja auch nicht. Also du ohne fremde Hilfe kannst du es ja nicht. Ich glaube, es war echt das erste Mal, dass ich es gemacht habe, ja. Geht das bei Arceus? Geht das, glaube ich, schon, ne? Also nur die Pokémon, ja, die kannst du komplettieren, ne? Ja, ja, weil da gibt es ja nicht mehrere Editionen. Ich glaube, das mache ich bei Arceus, ich weiß nicht. Vielleicht wird es auch zu langweilig oder man braucht einen Guide dafür. Ja, aber da fängst du die ja auch viel schneller auf. Ja. Ey, aber... Ich habe immer noch kein Pikachu. Um Spirit. Ich habe kein Pikachu. Nein. Ich habe noch zwei gefunden. Hast du ein Evoli? Ja, ich habe 2 Stück. Shit. Was denn? Um Spiritomb zu fangen, ne? Also Krüppuk. In Legends Arceus musst du diese komischen Wisps in der Dunkelheit finden. Alle? Ne? Alle 100, keine Ahnung, wie viel es da gibt. Scheiße. Ja, das ist scheiße. Nur für ein Pokémon? Jop. Okay, das ist ein Kack-Quest. Naja, jedenfalls. Ja, wir schweifen ab, aber. Aber es gibt, es gibt viele coole Designs, aber auch irgendwie viele nicht so coole Designs für mich. Ja. Also, was sagst du zu den Startern? Ey, ich mag keinen. Ich habe den Wasserstarter, ich habe Sobel genommen. Ja, ich auch. Aber ich mag alle Starter nicht. Also das ich muss sagen, von der ersten Form her finde ich Sobel sogar richtig geil. Ja, die erste Stufe ist übelst nice. Die letzte Stufe, ich habe mich irgendwie mit der Zeit mit ihr angefreundet. Ich habe gelogen. Ich habe den Hasen genommen. Ja, Hase ist halt so okay. Ja, der hat einen Fußball am Schluss. Ja, ja. Entschuldigung, ich habe Sobel nicht genommen, aber ich habe den Hasen genommen. Den Feuerhasen. Wie heißt der denn? Aber so Sachen wie Corviknight finde ich halt so, ne? Zum Beispiel richtig geil. Wen Corviknight? Ja, ich finde auch die erste Entwicklung voll süß von Corviknight. Ja. Das sieht irgendwie eigentlich schon cool aus. Ja, das ist dieser Stahlvogel, ne? Ich muss mal gucken. Ich guck mal eben kurz durch, welche Pokémon ich da auch cool. Ja, gut. Ja, dieses, wie heißt es? Feuer-Centipede-Ding. Ja, das Feuer-Centipede-Ding ist. Dieses Tiertassen-Pokémon ist auch ganz cute. Boah, dieses Gnomen-Pokémon ist so hässlich. Und dieses Troll-Pokémon, ne? Ja, schon. Wie heißt es? Bämon. Ich muss aber sagen, es gibt ja doch so ein verwunschenes Dorf in diesem Wald. Das sieht voll geil aus, das Dorf.
wo man überall so Feen-Pokémon sind und so. Ja, da fliegen auch die ganze Zeit so Partikel rum. Es gab doch früher auch so einen Livestream, da wollten die so ein neues Pokémon zeigen. Und dann dann war das das Galarian Ponyta. Ja, da war es einfach dieses My Little Pony, Alter. Und als das Ding da lang gepusht ist, war irgendwie der Schwanz nicht mit animiert. Da ist das Ding einfach ohne Schwanz über den Bildschirm gerannt. Was für ein Fail. Ja, das voll ist geil. Game Freak Quality. Für sowas haben irgendwelche Leute irgendwie echt 24 Stunden lang so einen Stream geguckt. Das war so geil, weil ich hab immer so ein bisschen drauf getappt an dem Tag, wo das dann lief und dachte so, hey, da ist doch gar nichts. Man sieht doch gar nichts. Und dann irgendwie war mir so, doch, ich habe da ein Ohr gesehen, irgendwie links unten in dem Busch und so. Die Idee ist eigentlich cool, finde ich. Aber ich mag sowas überhaupt nicht. Aber heute, die Reveals sind auch komisch von Pokémon, ne? Die haben ja jetzt noch nicht mal die Starter geleakt von den neuen. Die ganzen Entwicklungen. Nee, haben die nicht gezeigt. Also ich habe wirklich sehr wenig. Überleg mal, du hast so ein krasses Game. Müsste sie auch nicht. Wird ja sowieso immer alles geleakt. Ja, aber ich sag jetzt mal so, überleg mal, wie viel Futter das wäre original, wenn du ein originales Video von Nintendo hättest dafür. Du könntest ja voll viel Werbung draufschalten und es wäre Werbung. Also du kannst damit Geld generieren und es ist noch Werbung für dein Game. Ja. Also verstehe ich nicht den Approach. Übrigens, Dragapult finde ich auch richtig geil. Der Tarnkappen-Bomber-Drache. Hat auch eine Vorentwicklung, ne? Der hier, ne? Der seine eigenen Larven als Raketen schießt. Es ist schon weird, Alter. Es ist weird, aber es sieht schon geil aus, das Ding. Ich mag's. Ah, da haben wir auch nicht drüber geredet. Habe ich aber mit Julian geredet in dem letzten Podcast mit ihm zusammen. Diese Pokémon, die auch irgendwelche Sachen dabei haben, die nicht organisch sind, das ist auch für mich ein Problem. Finde ich auch immer komisch. Ja. Am schlimmsten mit, finde ich eigentlich in der fünften Gen, obwohl ich fünfte Gen mag, diese Karate-Pokémon, die einfach so einen Karate-Anzug anhaben. Ja, sie sehen auch warum aus wie kann Cosplayer. Man nicht einfach das mehr wie ein Tier gestalten und dann einfach machen, dass es so Fell hat, das leicht an so einen Anzug erinnert? Ich weiß. Aber dem direkt einfach so einen Anzug anzuziehen, da frage ich mich echt, warum war da nicht irgendjemand in der Designabteilung, in der Art Direction, der dann irgendwie gesagt hat, so, nee, das Design musst du nochmal überarbeiten. Wir gucken uns gerade Mr. Rhyme an. Also eine Pantimos-Entwicklung. Oder das Pantimos in dem Spiel. Ja, quasi. Das ist die Entwicklung von Galar Pantimos. Wir haben ja gar nicht gesagt, ne? Es gab ja noch in Alola diese Alolan-Version von dem Pokémon, dass die alle Bärte oder Alolan Haare haben. Kokowai, das fucking so groß ist, dass dein Kopf nicht mal auf dem Bildschirm zu sehen ist. Dass es eine lange Palme ist, ne? Und hier gab es auch noch so ein Smogmog, ne? Das dann so Zylinder hatte mit so Schornsteinen auf dem Kopf. Also richtig, sein, richtig dope. Nee, wird nicht angezeigt. Bisa-Fans ist eine komische Seite. Entschuldigung, Bisa-Fans. Das ist komisch. Hasst mich, aber es wird irgendwie nicht alles angezeigt. Das ist ja schon ein anderes Pokémon, weil es ja auch Feen-Typen. Shiny-Sprites anzeigen. Okay, sorry. Es tut mir leid, Bisa-Fans. Okay, man kann bei euch Shinies gucken. Tut mir leid. Aber die haben einen eigenen Shiny-Dex. Also, wenn ihr mal Pokémon auch sehen könnt, Bilder-Dex gibt es bei Bisa-Fans.de. Ist eigentlich ganz gut gemacht. Wow, die Shinies sind ja nicht so. Das, ja, die Farben sind aber cool. Auch nicht ganz farbecht irgendwie. Die sind schon ein bisschen anders im Game. Generell. Aber der Wasserstarter ist swaggy, Alter. Aber hier hast du auch, glaube ich, Pokémon gezüchtet, ne? Ja. Mit der Matsuda-Methode, ne? Da hatte ich auch so viele Shinies, ey. Ich hatte echt Shiny Maxarx, Shiny Corviknight, Shiny Lucario. Aber du musstest dann auch, also du musstest dann ganz viele Eier dann haben und dann musst du Shiny Arcani. Ich glaub, es gab verschiedene Möglichkeiten. In dem neuen Teil ist es, glaube ich, auch so, dass du quasi nicht mehr rumlaufen musst, damit Eier schlüpfen. Die haben das irgendwie anders gemacht. Und es gibt ja auch so Abilities irgendwie, dass Pokémon Hitze ausstrahlen, ne? Dass die irgendwie dadurch die schneller brüten. Ne? Ja, ja. Also es gibt bestimmt, guckt euch mal einen Guide zu Pokémon Zucht an, das ist eigentlich ein spannendes Thema. Und ihr könnt ja auch Wesenszüge von deinen Eltern oder sowas auch vererben oder teilen. Ja, es gab ja, wie hieß das, dieses, Kronleuchter-Pokémon des Geistfeuers, Skelabra. Ja, das zum Beispiel, das hat Flame Body, damit das ist quasi warm und sorgt dafür, dass Eier schneller schlüpfen. Ist es das einzige? Nee, ne? Es gibt noch andere, oder? Die diese Ability haben. Diese Feuermotte, Volcarona, keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißt, die hat das auch. Quasi das musst du dann immer im Team haben. Und ja, wie gesagt, mit Masuda-Methode, also wenn du zwei aus verschiedenen Ländern Viecher halt miteinander gepaart hast, hattest du eine höhere Chance auf Shiny. Und ja, also da gab es immer so einige Tricks irgendwie. Ja, wie gesagt, aber Schwert und Schild hat mich halt wirklich nicht bei der Stange gehalten. Also Story kann ich nicht so viel drüber sagen, aber die hat mich halt irgendwann nicht mehr interessiert. Ja, ja. Dieses Team Jubel fand ich auch richtig irgendwie doof. Ja, die fand ich auch jetzt nicht irgendwie bedrohlich oder so. Es waren einfach so Rowdies, wo du sagst, okay.
Vor allem waren die ja auch nicht böse. So Hooligans quasi. Letztendlich hat sich auch herausgestellt, dass die eigentlich lieb sind. Ja. Ja, diese Tools hat ja auch dieses Hamster-Pokémon, ne, mit den zwei Farben und so. Egal. Dann können wir jetzt Manege frei machen für die goldene Kirsche. Ich werde das vielleicht auch rausschneiden, dass ich das nochmal als eigenes Video mache. Also nochmal als eigenen Podcast, wenn nur über Purpur und Karmesin reden. Ja, das ist halt Clickbait, ne? Ich werde den Podcast halt hochladen. Sollen wir eigentlich zu Legends Arceus noch irgendwas sagen? Möchtest du, können wir machen. Weil wir das halt jetzt beide geskippt spielen. Haben. Ja, ist also, halt, ist halt, für mich ist es eher ein Spin-off, ne? Für mich ja, ist klar, kein, ist natürlich ist es ein Spin-off. Weil dann müssen wir auch aber, über Stadium reden oder. Nee. Ach nein, einfach nur, weil es jetzt gerade für uns aktuell ist. Ja. Oder Mystery Dungeon, Pokémon Mystery Dungeon. Hast also, ich finde, Arceus ist auf jeden Fall mal erfrischend und was anderes. Plus, ich habe halt da wirklich so das Gefühl, dass ich ein Trainer in der Welt bin, halt. Dass ich wirklich. Weil du halt wirklich als Charakter auch existierst in der Welt und nicht einfach nur quasi eine Hülle bist, die da rumläuft, in der Pokémon drin stecken, sondern du bist ja physisch selbst auch da, du kannst ja auch angegriffen werden, Attacken ausweichen und so. Und vor allem, du kannst halt auch die Bälle richtig selbst schmeißen und zielen. Und das ist ja eigentlich so voll der, also in dieser Welt, voll der essentielle Skill, ne, Bälle zu werfen. Stell mal vor, du bist in der Pokémon-Welt und du kommst einfach mit Beeinträchtigung zur Welt, dass du keine Arme hast oder die nicht benutzen kannst. Ich könnte jetzt so miese Witze machen, aber ich lasse es. Ich auch. Ich musste mich ja gerade auch echt übelst anstrengen, nicht behindert zu sagen. Nee, das meinte ich nicht mal. Nee, aber, vor allem die Story ist ja eigentlich relativ nachvollziehbar für uns. Das ist dann irgendwie ein Zeitriss. Du siehst irgendwie das Gott-Pokémon himself und dann wirst du in diese Welt reingeschmissen und kriegst auch noch so ein Handy-Device, was auch in unserer Zeit ja als Handy funktioniert. Ja, ja. Dieses Arceus-Phone. Und das wirklich, ich habe ja gesagt, die ganze Welt ist irgendwie ziemlich feindselig da und so. Ja. Sind irgendwie diese ganzen Clans, die es da gibt, sind miteinander ein bisschen auch verstritten und so. Und halt wirklich dieses Wildnis-Survival-Ding kommt in dem Spiel rüber, weil Pokémon sind eine Bedrohung. Und am Anfang hast du auch kein Pokémon. Auch die Leute in dem Spiel sagen die ganze Zeit immer wieder, Pokémon weg. Are terrifying creatures. Ja. Und die haben richtig Schiss du kannst in der Wildnis alleine nicht überleben. Du wirst sterben. Und du musst dich im Team Galaktik beweisen, sonst schmeißen wir dich aus dem Dorf raus. Hart, ne? Und dann wirst du in der Wildnis sterben. Und, also wirklich, die sagen wirklich, wenn du in der Wildnis bist, alleine, wirst du von Pokémon getötet. Aber das ist charming. Also wie gesagt, ich habe das Spiel mir aus Frust gekauft, weil ich halt die neuen Editionen irgendwie, weiß ich nicht, so ernüchternd finde. Aber ich bin da echt eingetaucht und habe mir gesagt, hey, das ist eigentlich das Pokémon, was ich immer haben wollte. Mhm. Ich wollte das haben, dass du rumläufst, dass du vielleicht nicht so viele Trainerkämpfe hast, sondern eher so ein Survival-Dingen hast und halt auch ja, vor Fans, allem, es hat ja auch quasi eine Stealth-Mechanik und die wirkt überhaupt nicht aufgesetzt, weil es passt eigentlich übelst. Man schleicht sich halt wirklich an Pokémon ran, irgendwie man benutzt hohes Gras, um nicht so gut gesehen zu werden, versucht am besten von hinten Ball drauf zu schmeißen, da macht man einen Critical Catch. Die Bälle fliegen auch unterschiedlich, je nachdem, welche Bälle du benutzt. Ja, ja. Manche fliegen Bogen, manche fliegen gar nicht weit, manche fliegen gerade. Ich benutze echt die ganze Zeit nur Pokebälle, ne? Echt, ich benutze diese Fliegebälle. Muss ich, glaube ich, auch mal Federbälle. Ja, die Federbälle sind so geil. Muss ich auch mal benutzen, weil manche Viecher haben echt einen hohen Aggro-Radius, ey, die bemerken dich die ganze Zeit. Wir können aber eigentlich sagen, dass Pokémon Arceus ist quasi das Dark Souls der Pokémon. Ja. Weil ihr habt auch noch Bosskämpfe da drin. Ja, also ihr habt so Elite-Monster, die haben so rote Augen, sind normale Pokémon. Die sind halt vom Level immer relativ hoch und die machen mega viel Damage auch, ne? Mhm. Und ihr habt dann noch diese Pokémon, die von diesem gelben Blitz getroffen wurden. Das sind eigentlich eher so Wächter quasi von dieser Region, aber die sind dann irgendwie okkupiert und böse geworden und die müsst ihr quasi wieder besänftigen. Und diese Besänftigungssachen sind halt wirklich so Kämpfe, dass ihr halt die Pokémon gegen euch als Charakter kämpfen, ihr müsst ausweichen mit so einer Dodge-Roll. Mhm. Aber es ist irgendwie charmant. Es ist halt jetzt nicht so übertrieben hart, aber es macht schon Spaß. Aber das Spiel ist halt, hat eine gute Mixtur. Ich habe immer was zu tun, ich mach's an, zock's ein bisschen. Ja, ja. Es hat auch Ermüdungserscheinungen, klar, weil irgendwann hast du auch keine Lust mehr darauf. Ja, aber man hat da echt so einfach so... Ich habe eine gute Zeit damit. Man will immer exploren, denkt so, ah, vielleicht spawnt jetzt irgendwie zu einer anderen Tageszeit hier was anderes. Und auch dieses, halt das Fangen geht halt so flutschig und schnell von der Hand. Man kann echt innerhalb von Sekunden kann man einfach so, gefangen, kann man die Dinge einfangen. Ja. Und man muss nicht immer jedes Mal, oh, ich renne jetzt in das Ding rein, dann kommt eine Transition, dann ist man in der Arena, dann macht man zwei Attacken drauf, dann wählt man aus einem Inventar einen Pokéball aus und so. Kann man zwar auch machen, man kann ja auch battlen und dann die Viecher fangen, aber man kann halt auch einfach rumlaufen und actionmäßig einfach die
Bälle schmeißen selber. Ja, man kann sich dann Spiel auch selber designen, ne? Weil wenn du jetzt wirklich ein Pokémon gefunden hast und das ist dir echt entwischt, weil es gibt halt verschiedene Pokémon. Es gibt Pokémon, wenn die dich sehen, rennen die direkt weg, weil die scheu sind. Es gibt, aber du kannst auch mit Bären die anlocken oder so. Oder halt im Hinterhalt wirklich hinter Sträuchern dich verstecken. Das hat wirklich so ein Safari-Moment, wo du echt sagen willst, so, boah, ich bin gerade echt auf der Pirsch, auf der Jagd danach. Und dann ist es halt sehr schmerzhaft, wenn du ein seltenes Pokémon gesehen hast und das nicht gefangen hast. Ja. Weil dann ist es in meinem Kopf so, ey, ich will Evoli haben und Evoli war relativ selten bei mir. Und ich habe dann wirklich 2 Stunden oder so Evolis gegrindet. Ich hatte echt schon, dass ich so ein Story-Battle hatte, dass irgendein NPC gegen mich kämpfen wollte und dann standen irgendwelche Wilden in der Nähe rum und waren dann mit in einem Kampf drin. Ja, ja, das geht. Ja, das hatte ich auch mal. Ich hatte auch in der neuen Region. Hatte ich auch. Da war dann Evoli dabei. Ja. Bei dir auch ein Evoli. Glaube ich. Ja, irgendwas anderes. Dann gehörte das vielleicht zu dem Kampf dazu. Ich glaube, die hatte 2 Pokémon. Okay, dann. Weil die hatten Glaciola und Evoli. Normalerweise switchen die durch die durch. Aber ich hatte es auch schon öfters, dass irgendwie in irgendwelche Battles sich andere einmischen. Aber das finde ich organisch und cool. Ja, das ist sehr nervig, aber es ist cool, weil das wirkt halt wirklich bedrohlich. Und das ist halt schade, dass man da nicht 2 Pokémon von sich aus senden kann. Ne? Das wäre so noch die weitere Evolution im Spiel. Und ihr habt natürlich dann auch noch so Quality of Life Sachen halt. So euer ganzes Inventar ist eigentlich ganz gut gestaltet im Spiel. Ihr habt dann diese Koppeln, wo die Pokémon halt wie Boxen sind. Mhm. Ihr könnt halt Items auch selber herstellen, bekommt auch durch Quests Rezepte, dass ihr irgendwie bessere Sachen und das macht. Ist übrigens, finde ich, auch richtig cool, weil eigentlich nervt mich Crafting meistens in Spielen. Ja. Aber in dem Spiel ist es macht schon echt Sinn. Cool, weil man sammelt eigentlich sehr, man kann einfach die Pokémon, man kann sein eigenes Pokémon auch mit dem Ball so rauswerfen und dann context-sensitive macht das halt irgendwelche Sachen mit der Umgebung. Ja. Zum Beispiel, wenn irgendwo ein Item rumliegt, könnt ihr euer Pokémon da einfach hinwerfen, das sammelt das für euch auf. Oder wenn da ein Baum mit Aprikokos ist, dann schmeißt ihr den Ball dagegen, dann kommt das Mon raus und haut die da runter. Und aus diesen Aprikokos kann man halt zum Beispiel Pokebälle craften, noch mit so anderen Steinen, die man aus so Erz gewinnt. Ja. Und so ist es halt, wenn du unterwegs bist und du merkst, oh shit, ich habe nur noch 3 Pokebälle, dann gehst du mal eben, du kannst auch portabel craften mit so einem Item, das du kriegst. Ich weiß nicht, hast du das auch? Also ich habe so ein Item, das ich unterwegs craften kann. Das ist so ganz normal, Basismenü, ja, hast du eine Tasche, ja, die kriegst du. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das bekommt. Ob das ist automatisch durch Story, ja. Ja, und so kann man halt einfach unterwegs, ach, ich craft mir jetzt einfach mal 30 neue Bälle oder so. Ja. Das ist schon echt convenient. Und ihr habt dann auch noch so Reit-Pokémon, ne, die dann quasi, womit ihr dann halt schneller im Terrain seid. Ja. Ich habe bisher nur 2, du bekommst ja bald dein 2. Wo du schwimmen kannst. Ja, gut, ich habe Ursaluna noch, mit dem man halt schnüffeln kann. Stimmt, das habe ich auch, ja, mit dem Schnüffeln und Graben. Aber wie gesagt, das Spiel macht das, was es macht, macht es wirklich gut. Also es macht eine gute Experience. Ja. Ihr habt irgendwie nicht dieses dröge Story-Blabla die ganze Zeit. Also auch, aber nicht so krass wie in allen anderen Pokémon. Aber ich finde die Story eigentlich ganz charming. Ich auch. Weil es wird echt versucht, eine Geschichte zu erzählen und nicht so, oh, wir brauchen jetzt, wir haben eigentlich das Grundgerüst des Spiels fertig und müssen jetzt irgendeine Story reinquetschen. Ja, sondern hier ist wirklich die Story so ein bisschen vordergründiger, aber ist quasi auch eher nur so ein Leitfaden irgendwie, weil man ist jetzt nicht so die ganze Zeit so voll krass in die Story verwickelt, sondern es ist einfach so, okay, ich mache jetzt mal ein weiteres Chapter der Story und dann so, ja, ich explore jetzt einfach mal 2 Stunden lang. Ja. Und vor allem, also da eure Hauptaufgabe ist da wirklich halt für dieses Forschungsteam quasi kleinere Aufgaben zu übernehmen und den Pokédex zu füllen mit dem Professor. Der Professor übrigens in der deutschen Version redet die ganze Zeit teilweise so Englisch. Der hat immer so One-Liner, die der Englisch echt? Sagt. Ja, ja. Ich glaube, das kommt bei deiner Version. Redet der bei dir irgendwas immer? Na, jetzt nicht, dass ich wüsste. Also sowas wie, oh, splendid oder wonderful. Der hat immer so Einliner, okay, quasi auf Englisch sind, dann redet der Deutsch normal weiter. Komisch. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass der dann irgendwie zwischendurch Sachen auf Französisch oder weil dann müsste es bei deiner Lokalisation ja auch irgendwie sein, dass der irgendwie einen ausländischen Touch hat oder so, dass er irgendwie. Nein, nicht wirklich. Dann ist die vielleicht übersetzt, das Übersetzungsteam ein bisschen kreativ gewesen im Deutschen. Hm. Was ich eigentlich gut finde. Das hat man früher ja auch gehabt in Super Nintendo-Spielen oder so, dass da die Übersetzung schon so war, dass sie sogar Gegnernamen einfach umbenannt haben oder sowas. Aber bei Pokémon, also vielleicht ist das quasi, weil der ja eigentlich da ein Ausländer ist, weil der kommt ja irgendwie aus einer anderen Region dahin. Ne? Ja, vielleicht soll das auch das unterstreichen. Also Team Galactic ist ja eigentlich fremd da. Eigentlich gibt es ja diesen Pearl und Diamond. Genau, diese beiden Clan. Die waren vorher da und Team Galactic ist dann dazugekommen. Ne?
Ja, und wie gesagt, also eigentlich macht ihr, ihr komplettiert halt mit dem Professor auch diesen Pokédex und dann sammelt ihr halt, ihr habt auch immer so Missionen bei Pokémon, so fange 5-mal das Pokémon und dafür kriegst du quasi so Punkte, womit ihr euren Rang steigert und das sind quasi die Orden in dem Spiel. Ich bin auch mal gespannt, weil man gehört ja zum Team Galactic, aber in Diamond und Pearl ist ja Team Galactic eigentlich das böse Team. Ja, so. Ja. Ich bin mal gespannt, so was da dann der Plot-Twist ist, wie das zustande kommt. Das ist wirklich das große, die große Karotte, die mir noch echt voranhängt, ist wirklich noch die Story zu beenden, ne? Weil ich möchte gerne wissen, trifft man Arceus, gibt es ein Final Dungeon, gibt es vielleicht eine Top 4, gibt es irgendwas Böses halt noch, was richtig krasses am Ende, was schwierig ist, wofür man auch grinden muss, ne? Weil ich sage so, von der vom Schwierigkeitsgrad des Spiels ist in Ordnung. Mhm. Aber die ganzen Trainer haben vielleicht 2 Pokémon bisher bei mir jetzt und das ist halt kein also, Pushover, ist ich leicht. Ich denke halt mal echt, weil irgendwie die ganze Zeit, also man hat ja halt quasi Team Diamond, Team Pearl, und die reden ja die ganze Zeit halt über quasi Dialga und Palkia. Also frage ich mich halt echt, ob die vielleicht die auch als Storybosse dann kommen. Ich hoffe es, Alter, das wäre geil. Und dann zum Schluss vielleicht Arceus, weil man alles andere gefangen hat. Win, Alter, du musst dann Palkia parryen können. Wenn du das nicht kannst, hast du verkackt, Alter. Ich stelle mir gerade echt so eine Animation vor, wie so Chosen Undead einfach so ein Palkia so parried und dann so ein Schwert in die Brust sticht. Junge. Nee, aber da kann man echt drauf gespannt sein. Also ich, wie gesagt, wir haben uns das jetzt geholt, wo es nicht mehr 60 Euro kostet, Vollpreis, aber wir haben es für 40 Euro geschossen. Aber ich muss halt wirklich sagen, hätte ich das damals mir auch geholt, wäre ich genauso angetan wie jetzt. Also es ist erfrischend, es macht Spaß, es ist schnelllebig, es ist ein Chill-Out-Spiel und ich hätte nie gedacht, es ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Blockbuster-Title oder so, aber es ist einfach ein geiles Spiel zum Chillen und man hat echt irgendwie so ein Feeling einfach, wenn man das spielt. Vor allem auch die Sachen, das ist auch für mich so das sind so Kleinigkeiten, aber du kannst deine Pokémon rausschmeißen, alle 6 Pokémon, die stehen dann da rum. Und wenn es Nacht wird, schlafen die dann, haben eigene Animation. Ach, echt? Ja. Wenn es nachts ist, ja, auch einen Tag-Nacht-Wechsel habt ihr auch. Machen auch manche Wilde auch, die schlafen dann nachts, dann können die einfach fangen. Stimmt, du hast recht. Ja, aber sowas, also es wirkt halt so wirklich lebendig. Und wenn man das nochmal auf die Spitze treiben würde mit einer besseren Grafik und einer besseren Engine und so, eine bessere, Schiff, du hast doch echt so... Ja, stell mal vor, du hättest echt Wald, so... Stell mal vor, die Areas wären echt doppelt so groß und du hättest so voll die Weitsicht, dass du echt so aus 200 Meter Entfernung sehen kannst, oh shit, da hinten ist ein Rihorn, das habe ich schon die ganze Zeit gesucht oder so. Ja, das ist halt, das nimmt das Spiel ein bisschen weg, ne? Dadurch, dass es halt so limitiert von der Grafik ist und es ist auch echt hässlich. Also aber dennoch, ist nicht hübsch. Dennoch ist geht. Ich finde es eigentlich gar nicht so hässlich. Ja, aber ja. So klar, man hat übelst das Popping und alles ist so ein bisschen low poly, aber den Artstyle an sich finde ich gar nicht so schlecht. Nee. Ja, technisch ist wirklich das Problem. Ja, aber ich glaube. Nicht beim Artstyle. Aber ich fand aber ist ja bei Pokémon jetzt immer gang und gäbe. Also Game Freak gibt sich da sehr wenig Mühe mittlerweile mit Grafik und Animation. Das war ja bei Schwert und Schild auch so der große Knackpunkt. Wobei ich finde, Arceus finde ich die Animationen besser gemacht. Sind sie auch. Auch Feueranimationen und Wasseranimationen und so. Das geht eigentlich alles klar. Also ich bin mit dem Spiel wirklich, wirklich sehr zufrieden. Mhm. Nur. Wie gesagt, ich bin immer jemand, der es vielleicht noch aufgeblasener haben möchte, aber ich stelle vor, echt einen Next-Gen-Titel mit so einem Wald, mit so dichten Geäst oder so, und dann siehst du wirklich ein kleines Raupi auf so einem Ast rumlaufen. Weil so sind ja alle Pokémon auf dem Boden geklebt. Ja. Aber sowas wäre geil, ne? Wenn Pokémon. Aber für sowas bräuchte man echt eine viel höhere Fidelity irgendwie. Und überleg mal, die ganzen Sachen, Texturen müssen ja dann, die Animationen, Texturen, das müsste ja alles nochmal neu überarbeitet werden in dem Grafikstil, dass es gut aussieht. Und das ist halt die Krux an der Geschichte. Ja, sowas erhoffe ich mir halt echt. Sowas will ich mir quasi von einem Pokémon MMO erhoffen. Ja. Und für mich ist auch MMO ist wirklich das, was ich mir immer von Pokémon gewünscht habe. Hm. Weil es bietet sich einfach so unfassbar an. Ja. Weil du hast diese riesige Welt mit diesen verschiedenen Regionen. Du könntest quasi einfach das Spiel rausbringen und es gibt nur Kanto und Johto. Ja, genau. Und dann kommen als Expansions kommt dann noch Kalos dazu, Unova dazu, Sinnoh dazu, mit jeweils den ganzen neuen Pokémon. Und du hast halt... Das ist unendlich viel Content. Du musst die ganzen Monster in dem Spiel musst du gar nicht mehr designen, weil die sind schon alle fertig. Du hast ein Roster von 1000 verschiedenen Monstern. Kein MMO hat so viele Monster, wie es Pokémon gibt. Ja. Die kannst du alle da drin verteilen. Man hat die ganze Zeit was zusammen. Und überleg mal, du siehst andere Trainer in Echtzeit mit dir rumlaufen, die quasi sagen, hier, ich gebe dir einen Sonderbonbon oder so. Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Das wird in 10 Jahren vielleicht kommen. Ich hoffe es doch sehr. Es gibt ja jetzt schon Temtem. Stimmt. Aber ich weiß nicht, mir gefällt das Design von Temtem nicht so. Und für mich ist schon das Design der Monster ist schon ziemlich zentral eigentlich für so ein Pokémon-Style-Spiel. Ja. Das Ding ist halt, auch wenn man es mit Digimon vergleicht oder so, für mich war Pokémon immer als erstes da. Und deswegen ist es für mich irgendwie noch das Original, weißt du. Und alles andere, was jetzt mit Taming zu tun hat, mit Monstern oder so,
Das ist für mich dann einfach zu viel. Und dann sage ich so, okay, aber es ist, keine Ahnung, es ist nichts anderes als Pokémon, aber Pokémon ist irgendwie besser in der Hinsicht. Also Pokémon hat die besseren Games und Digimon hat da eigentlich immer die besseren Animes. So kann man es eigentlich unterteilen, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Weil die Digimon-Games mittlerweile, keine Ahnung, gibt vielleicht jetzt bessere, aber ich weiß es nicht, ich bin da echt nie nicht drin. Ich habe noch nie ein Digimon-Spiel gespielt. Ich schon, das auf der PlayStation 1. Und das konnte man in der deutschen Version nicht mal durchspielen. Was? Du konntest es nicht durchspielen. Warum? Weil irgendein Item fehlt oder sowas. Was? Ja, Oh mein Gott. Gleich, wenn wir den Podcast beenden, kann ich dir noch den Artikel schicken. Das ist der richtige Fall. Aber das ging einfach nicht durchzuspielen. Das war schon sehr enttäuschend. Aber das Spiel war auch nicht gut. Das war eher so, dass du hattest mal ein Digimon an deiner Seite und das konntest du immer trainieren. Oder einen Wasserfall stellen, dann wird es irgendwie stärker oder so. Und das konnte dann irgendwie random digitieren zu anderen Digimons. Ja, ich hatte ein Agumon und das ist dann zu diesen Kabuterimon oder so entwickelt oder so. Voll falsch. Dieses Insekten-Ding, ne? Ja, ja. Genau, das ist da draus geworden. Und du kannst auch Virus... Kabuterimon sieht so geil aus. Das ist so badass, Alter. Sieht richtig böse aus, wie so ein Alien quasi. Alien-Käfer. Ja, jedenfalls... Ja, apropos Alien-Käfer. Cooles Game, macht Spaß bisher. Ich kann natürlich jetzt noch kein großes Fazit irgendwie setzen. Ich will es aber auch irgendwie durchhaben, aber ich würde das die Tage jetzt irgendwie mal wenigstens die Story einmal durchkloppen. Damit ich vielleicht echt noch Violent anfangen kann oder Kamezin. Kamezin oder Purpur. Apropos Kamezin und Purpur / Scarlet und Violet, ja. Das ist jetzt unser nächstes und letztes voraussichtlich Thema. Ich mache nur eben einen Part, weil dann haben wir erstens einen neuen Part und ich kann eben noch auf Toilette gehen. Alles klar. Und dann sehen wir uns in dem letzten Part, ja. Ey, Junge. Arigato. Dann speichere ich das auch eben ab. Und dann sehen wir uns in dem letzten Part, ja. Ey, Junge. So. Pokémon Yoto. Oh Gott, es gibt noch Let's Plays von uns, ne? Stimmt. Sag ich Feuerrot. Hör auf, Alter. Alter. Sag ich jetzt nichts. Alter, sag ich jetzt nichts. Die Spielhallen-Szene ist die beste, ey. Wo wir einfach so hart betrunken waren. Mhm. Ich hätte keinen Vollstimme. Immer bei 3 Rocket-Zeichen haben wir einen Shot getrunken. Auch unsere ganzen Pokémon hatten so Alkoholnamen, ne? Ja, ja. Unser Shigi hieß Tequila, unser Nidoking Grappa. Und unser Dodo hieß Doppelkopf. Nee, Doppelkorn. Doppelkorn. Ich hab's verkackt. Ja, wir reden jetzt über... Was war nochmal Kümmerling? Kümmerling? Ja, wir hatten Kümmerling im Team, aber ich weiß nicht mehr, was für ein Mon das war. Haben wir, glaube ich, auch ausgedacht. Grappa war auf jeden Fall Nidoking. Ich glaube, es war Mirapla oder so. Kann sein. Egal, wir reden jetzt über das neueste Pokémon-Spiel, was in ein paar Stunden schon rauskommt. Pokémon Schmutz und Dreck. Scarlet und Violet. Ja, wie gesagt, wir haben schon im ersten Part darüber geredet, dass die Namensgebung im Deutschen ein bisschen dumm ist. Kamezin und Purpur, weil es beides Rottöne sind. Aber aus dem Spiel wurde ja richtig die Scheiße rausgeleakt und wirklich jetzt anderthalb Wochen, bevor das Spiel rauskommt, oder eine Woche, wurden halt echt fast alle Pokémon geleakt. Mhm. Wirklich. Also ich habe euch ja im Minutentag, oder dir und Julian, die ganze Zeit in die WhatsApp-Gruppe von uns die ganze Zeit reingeschrieben, hey, fast das und das, das und das, das und Pokémon ist jetzt neu. Ja. Und ich dachte auch die ganze Zeit so, warum schickt er die ganze Zeit Leaks? Ach, du wolltest das nicht? Drauf gucken. Das ist für dich dann bitter, ne? Ich hätte ja auch einfach nicht drauf gucken können, aber... Das stimmt. Ich wollte auch halt zum Beispiel auf jeden Fall wissen, wie die Starter aussehen, also entwickelt. Ja. Aber wie gesagt, die haben auch jetzt die Sprites geupdatet, ne? Ja, haben die. Also wir sind jetzt gerade auf einer Pokémon-Website mit dem Pokédex, da haben die halt Fanarts genommen für die Pokémon, haben die aber, glaube ich, jetzt Originale für genommen. Und da könnt ihr auch mal drauf gucken, weil die ist halt nicht claimbar dadurch, wenn das irgendwelche Fans gemalt haben. Krokalor. Ja, mit dem Sombrero auf Kopf. Aber das ist halt die Sache, ich bin halt irgendwie so abgeturnt gewesen halt von den Pokémon in dieser Edition, dass ich irgendwie am liebsten boykottieren möchte. Mich kribbelt es aber gerade auch wieder in den Finger, dass es doch irgendwie spielen zu wollen. Es gibt aber auch coole. Für mich aber wenig. Also, wir fangen mal mit den Startern an. Wir fangen mit den 3 Startern an, genau. Ihr habt einmal Fuecoco. Das Feuer-Pokémon, ein kleines Krokodil. Dann habt ihr Quaxly, ist ein Enten-Pokémon mit einer komischen Tolle auf dem Kopf. Und dann habt ihr noch... Lechonk, das Schweinestarter, genau. Das jetzt aber weiß ein Typ normal ist. Sbrigatito. Das ist natürlich dein Favorit. Ja, ist süß. Also der Pflanzenstarter ist mein Favorit. Obwohl die letzte Stufe ist okay. Ich finde es süß, aber ich finde es irgendwie so unspecial. Zu basic. Nee, weißt du warum? Weil wir schon in Sun und Moon eine Feuerkatze hatten.
die dann auch zu einer zweibeinigen Katze wurde. Für mich ist das so, als würde man jetzt einfach nochmal Bisasam rausbringen, aber diesmal ist es Typ Feuer statt Typ Pflanze und hat irgendwie einen kleinen Vulkan auf dem Rücken statt einer Knospe. Weißt du, wie ich meine? Ey, aber dann kann ich dir auch sagen, dein Cellast ist doch nichts anderes als ein Shigi in Pflanzenform. Stimmt, könnte man auch sagen. Also es wäre genau die gleiche Argumentation, quasi, warum du jetzt mir dieses Pokémon kaputt reden willst. Nein, Scherz. aber es ist schon vierbeinig und hat eine andere Körperform. Was? Cellast. Ja, das doch auch. In welcher Stadt hast du ähnlich wie diese Katze? Fuego. Ja, okay. Startet auch vierbeinig, ist später zweibeinig. Ja, okay. Ist auch so menschenähnlich. Halt, klar, sieht natürlich schon anders aus. Ich weiß, was du meinst. Die Idee ist schon ein bisschen da gewesen. Wobei natürlich Fuecoco ist auch ein Krokodil, ein Kanimani war auch ein Krokodil. Stimmt, ne? Also, kann man dann auch sagen. Obwohl es da ja vierbeinig endet, ne? Aber ich muss sagen, Fuecoco, ich finde das so geil, weil es sieht einfach so verbrainert aus und ich mag irgendwie dieses verspielte Design irgendwie. Er ist auch der Favorite eigentlich online. Also die meisten finden das am besten, das Feuer-Pokémon, ja. Das ist das beliebteste von den drei. Ich hätte echt gedacht, die Katze. Das hätte ich auch gedacht. Favorite. Ja, aber ich habe so mehrere Threads gesehen auf Twitter. Ist natürlich nicht riesig. Auf jeden Fall kann man sich, glaube ich, einig sein, dass Quaxly ziemlich trash. Also es ist nicht trash, es sieht schon auch cool aus in seiner ersten Stufe. Ich weiß nicht, ich mag nicht so gern irgendwie so Pompadour-Frisuren. Ich finde die blauen Füße ganz cool. Ich muss aber wirklich ehrlich sagen, als ich alle drei Starter gesehen habe, fand ich den Feuerstarter sah irgendwie am unoriginellsten aus, aber... Am unoriginellsten? Ja, die erste Stufe? Ja, weil irgendwie... Ich finde, das ist das Einzige, das irgendwie originell aussieht von der ersten Stufe. Ja. Wir haben halt, ja, wie gesagt, das ist halt wirklich Geschmackssache, aber ich finde halt alle drei ikonisch, weißt du? Ich finde das bei allen dreien finde ich die Designs noch sehr ikonisch und die erinnern halt auch nicht so an ältere Pokémon-Designs, aber du siehst das und denkst, okay, ich kann damit dealen. Das sind für mich gute Starter vom Aussehen, von der ersten Stufe. Auf jeden Fall besser als von Sword und Shield. Ey, tausendmal besser, Alter. Also, ich finde auch mittlerweile sogar die Entwicklungen besser. Wobei ich die, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, what the fuck ist das? Ja. Ich kann mich mit dem Pflanzenstarter anfreunden. Das ist halt meine Sache. Also ich kann damit connecten. Der Feuerstarter ist halt auch cool. Da haben wir auch im letzten Podcast, also wir nehmen den nochmal auf, weil ich habe den leider den einen geschrottet. Aber dieses Krokodil. Guck mal, wenn man das da so sieht, finde ich, sieht das echt aus wie so ein Papier. Guck mal, das sieht aus wie irgendeine Festival-Laterne oder sowas. Das hier, ne? Wie so ein Pappmaché-Ding, das da so hängt und leuchtet oder so. Ja, weil Greedo und ich haben uns die ganze Zeit darüber ein bisschen nicht gestritten, aber diskutiert. Ich finde halt, es sah eher aus wie so eine Ritterrüstung. Also wir reden jetzt von der letzten Entwicklung von Fuecoco. Das sieht auch so ein bisschen metallisch aus. Oh Gott, jetzt habe ich das voll klein gemacht. Aber ich weiß nicht, für mich sieht das halt so ein bisschen aus, auch wenn man das Maul anguckt, als wäre das Ding quasi hohl und es wäre quasi so aus Papier geschnitten oder gefaltet oder so. Ja, es kann sein, dass es eine Piñata darstellen soll oder sowas. Also das ist alles so ein bisschen, nicht spanisch, aber viele sagen Spanien. Jedenfalls irgendwie, irgendwas an dem Design reizt mich auch. Ja, und ist halt Feuer-Dark-Type, ne? Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist dieser Feuervogel, der auf der Nase sitzt. Stimmt. Wir haben auch letztens den Pokédex-Eintrag von dem gelesen, ne? Da stand das auch dann irgendwie drin, dass das irgendwas mit Spirits zu tun hat, ne? Ja, irgendwie in der zweiten Stufe quasi hat er quasi ein Ei auf dem Kopf in einem Nest, also was quasi dann aussieht wie ein Sombrero. Mm. Aber das ist quasi einfach nur ein Feuerball, der dann irgendwie eine Seele kriegt und dadurch entwickelt sich dann in der letzten Stufe daraus Vogel, ein kleiner Vogel, der auf der Nase von einem Krokodil sitzt. Ich finde weirdes Design. Ich frage mich, was der Hintergrund ist, ob es vielleicht irgend so eine Sagengestalt gibt, die ein Krokodil ist, die irgendwas mit einem Vogel zu tun hat. Oder ich weiß es nicht. Ich denke mal schon, dass sie irgendwas verwurstet haben, ne? Wahrscheinlich. Weil es wirkt so, so seltsam spezifisch. Ich habe auch so ein Pokémon-Video gesehen und da ging es irgendwie auch darum, dass sie so eine Sage gezeigt haben, dass ein Ritter auf dem Pferd, das soll irgendwie das Wasservieh sein, also der Wasserstarter, soll irgendwie dieser Ritter mit der Lanze sein. Und Don Quixote. Ich weiß nicht, ob es Don Quixote ist, nicht gegen Windmühlen oder so, aber gegen so einen Drachen gekämpft oder so, oder gegen so ein Krokodilvieh. Und dann die Prinzessin soll einfach die letzte Entwicklung von dem Pflanzenvieh sein. Also ganz komisch. Also man kann sich, glaube ich, ziemlich viel zurechtlegen. Aber wie gesagt, die Entwicklungen wurden ja geleakt dann quasi. Ich habe euch die geschickt und so. Und da war es für mich halt schon fast vorbei. Da dachte ich mir so, irgendwie sehen die alle nicht geil aus, die Entwicklung. Ich habe mich aber mittlerweile, muss ich wirklich sagen, ein bisschen schon dran gewöhnt. Ich auch. Das Einzige, was ich echt nicht mag vom Style her, ist der Wasserstarter, die letzte Stufe. Die Füße sind auch so hässlich. Was schade ist, weil Wasserfighting... Der tanzt auch die ganze Zeit rum, ne? Ja, der soll auch irgendwie... Das sollen ja irgendwie, glaube ich, Performer darstellen. Weil das ist quasi ein Tänzer, der Pflanzenstarter ist ein Magician. Mhm.
Keine Ahnung, was zum Fuck der Feuer. Das war allerdings einfach eine Pinata. Vielleicht echt eine, Monster. Eine Laterne oder so. Naja. Ja, da haben wir ein neues Schweinchen-Pokémon. Also wie gesagt, Dreh- und Angelpunkt ist echt das erste Open-World-Pokémon. Ja. Ne? Also eine zusammenhängende Welt, die ihr quasi frei erkunden könnt. Mehr oder weniger, sie ist ein bisschen gegatet. Aber halt, ihr habt wirklich Bewegungsfreiheit. Trainerkämpfe sind auch nicht mehr so, dass die Trainer euch sehen und euch angreifen, sondern ihr müsst mit den Trainern reden. Und die Hauptstory ist getrennt in drei Parts. Ne? Das ist so das Wichtigste, was ihr eigentlich wissen müsst über dieses Spiel. Der erste Part ist quasi diese Road to Champion, ne? Also dass man halt wirklich die Siegesstraße erreicht und halt alle Arenen macht. Die Arenen sind natürlich dann auch frei verteilt in der neuen Region und die skalieren aber nicht. Ne? Das heißt, wenn ihr halt jetzt in die vierte Gym geht und da sind alle auf Level 40 und ihr habt dann schon Level 80 Pokémon, weil ihr halt crazy gelevelt seid, skaliert das Spiel nicht. Also das wird quasi echt so sein, dass ihr die Schwierigkeit des Spiels nicht wirklich einstellen könnt. Was irgendwie komisch ist, aber dann wiederum, keine Ahnung, wenn die Areas gut durchdesignt sind, wie bei Elden Ring oder so, ist das ja zum Beispiel, das Geld ja auch nichts mit oder so. Und trotzdem ist man das ganze Spiel durch eigentlich gechallenged. Also ich glaube nicht, dass man hier gechallenged werden wird, weil ich glaube, der Zug ist, glaube ich, abgefahren bei Pokémon. Ja. Vielleicht, wenn man echt voll early in irgendeine Late-Game-Area geht und alles echt so 20 Level höher ist als man selbst, klar, dann kann man schon auf die Fresse kriegen, aber das ist man ja dann auch selbst schuld. Ja. Kann man das hier irgendwie wegklicken? Aber, ja, man kann sich halt jetzt echt frei bewegen, man kann die Gyms in einer beliebigen Reihenfolge machen, man kann sich fokussieren auf einen anderen Storystrang. Man kann direkt zum anderen Ende der Welt rennen, um irgendein krasses Drachenmon zu fangen, was genau das ist, was ich tun will. Ja, wie gesagt, für mich ist das interessant, so wie Speedrunner vielleicht dieses Spiel sehen. Ne? Also was für Glitches es gibt, was du irgendwie exploiten kannst, welche Pokémon irgendwie verteilt sind. Das ist für mich ein großer Reiz, das mal zu sehen, wie schnell man dieses Spiel durchspielen kann. Ne? Also, Excalibur. Ja, das ist der Liebling, ne? Excalibur. Ich finde einfach nur den Namen so geil. Fandest du letztes Mal auch. Was ist fucking Back plus Excalibur? Das Excalibur, Drache weil er eine Klinge auf dem Rücken hat. Was ist denn gegen Drache Eis jetzt noch effektiv? Fee? Fighting. Fee, Boden, Gestein. Boah, ist ziemlich viel dagegen effektiv. Viel. Shit, Alter. Wie gesagt, da haben wir aber auch nicht geredet, kompetitiv-mäßig. Also ich komme da echt wirklich durcheinander mit den ganzen Pokémon-Typen und mit den ganzen Special-Sachen, die halt die Pokémon haben. Also ich muss immer gucken, welche Attacke ist jetzt nochmal effektiv und so. Es gibt auch einen Casual-Modus damals in irgendeinem Teil, dass es gehighlightet war, was effektiv ist und was nicht. Ist, glaube ich, hier nicht mehr so. Es ist eigentlich nicht so kompliziert. Nur mit deinen Eselsbrücken. Nur, man muss halt die Typen wirklich kennen. Wenn man weiß, was gegen einen Typ effektiv ist, dann versteht man auch Kombinationstypen, weil du musst einfach nur gucken, was ist gegen Typ 1 effektiv, was ist gegen Typ 2 effektiv, cancelt das eine das andere aus, wenn nein, dann ist es doppelt oder vierfach effektiv. Ja, aber wie gesagt, ich habe manchmal immer noch so, bei Gestein, ich muss mal gucken, was ist denn nochmal gegen Gestein effektiv, gegen Flug. Ich kann mir das alles nicht merken, es sind glaube ich 18 oder 19 Typen, das haben wir letztens nochmal recherchiert. Und ich komme wirklich... Ich hab jetzt trotzdem wieder vergessen. Ja, und dann gibt es diese Doppeltypen, ich hab's, guck mal, das ist meine meine Auffassungsgabe, ich kann mir nicht mehr alles merken, Alter, ich bin schon zu alt. Nein, aber wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht, aber ich schätze mal schon, die Welt seit, also wir haben jetzt auch noch eine Review gesehen vorher, ne, gerade von Game Explain. Und das Spiel ist halt technisch leider ein bisschen unsauber. Ne? Mm. Also es hatte wirklich sehr viele Ruckler, ein paar Bugs und so. Ich bin mal echt gespannt, ob irgendwie der Day-One-Patch ein bisschen was davon fixt, dass vielleicht, klar, es wird immer noch Probleme geben, aber ob es vielleicht wenigstens etwas besser macht. Ja, weil bei Legenden Arceus zum Beispiel hat man ja wirklich keine Slowdowns oder Framerate-Probleme, aber jetzt in der Review hat man ja krasse Framerate-Probleme. Boah, dieses Gold-Pokémon, ne, mit dem Surfbrett und so. Boah, sieht so scheiße aus. Also Gimmingul, zweite Entwicklung. Nein, aber das ist halt, bei mir ist halt wirklich der große Dreh- und Angelpunkt sind die Pokémon in dem Spiel, weil ich möchte irgendwie ein schönes Team haben an Pokémon, die ich cool finde. Ja. Natürlich werden da auch alte Pokémon vertreten sein. Ich habe euch heute auch den kompletten Pokédex mal geschickt. Ne? Da sind alle Pokémon drin, die wirklich enthalten sind. Angeguckt. Ja, musst du auch nicht. Aber werde ich jetzt auch nicht aufmachen. Aber es gibt halt diese Future-Formen und auch diese Vergangenheitsformen. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Irgendwie scheinbar so Future und Past echt so ein Hauptmotiv irgendwie des Spiels. Mhm. Ne?
Weil die Professoren sind ja auch irgendwie so quasi, man hat einen anderen Professor, je nachdem, welche Edition man hat. Ne? Genau. Diese Chuse ist quasi vergangenheitsmäßig und dieser Typ ist so future-mäßig. Ja. Und ja, dann halt auch die Legendaries, dieses Rote ist halt auch so ja, ancient-mäßig. So steinzeitmäßig. Ne? Und das andere ist ja so futuristisch, das sieht ja aus wie so eine Mischung aus Motorrad und Düsenjet irgendwie. Ja, ist heftig, ne? Also es, da sind die beiden. Sieht auch cool aus, finde ich. Ja. Ich finde das cooler als dieses Ancient Viech. Und dementsprechend gibt es auch Future- und Ancient-Versionen von alten Pokémon. Von alten Pokémon, ja. Und ich muss sagen, die meisten dieser Redesigns finde ich auch ziemlich cool. Ja. Ein paar finde ich jetzt, ich weiß nicht, das Pummelhof oder dieses... Oh, ja, die Vergangenheitsformen sind alle nicht so geil, ne? Ja, die Future-Formen finde ich auch auf jeden Fall cooler. Ja, also das Lavita, also das, dieses Bruta sieht cool aus. Das Einzige da, das Brutalanda, dieses Ancient Brutalanda das sieht so, ne? Richtig geil aus. Das hier, ne? Aber kann sich ja bestimmt trotzdem irgendwie tauschen oder so. Ach so, das, ja genau, es gibt nämlich manche Pokémon nur exklusiv in der einen Version und die andere in der anderen. Ich frage mich, ob das quasi die Legendaries dieser Version sein sollen. Also sonst gibt es ja nicht. Ach nee, es gibt. Das sind die Legendaries. Legendaries. Ja, es sind alles Dark-Types. Einmal diese komische Schnecke, einmal diesen Säbelsand-Tiger. Dieses Ting Lu habe ich dann. Ach so, das ist das Lord-Wessel-Viech, ne? Ja, genau. Das hat so. Krank, dass dieser Guppy quasi dazugehört. Das sieht so voll unspecial-mäßig aus. Ja, ne? Ja, die Seite skaliert komisch. Mhm. Ah ja, gerade Wars Future-Version sieht geil aus. Ja. Wird auf jeden Fall an meinem Team landen. Gardevoir und Despota Future Form finde ich richtig cool. Du nimmst auch Violet? Ja, klar. Ich nehme immer Blau. Also ich nehme immer die blauen Versionen. Wäre jetzt trotzdem die Vergangenheitsform in Blau drin, hätte ich mir trotzdem Blau geholt. Also ich gehe da wirklich nicht mehr danach, welche Pokémon da drin sind, besser sind. Weil meiner Meinung nach sind fast immer in den blauen Versionen die besseren Pokémon. Mhm. Es ist meistens so. Nicht immer, aber wie gesagt, ich würde halt mir ja auch eher zu... Was ich richtig sinnlos finde, ist das Buttogel. Wer zum Fuck hat sich eine Alternativform für Buttogel? Ja, das einfach so ein kleiner Roboter ist mit so einer Stahlkugel hinten dran, ne? Ohne Scheiß, das ist das sinnloseste Mon ever. Ja, finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ja, wie gesagt, es gibt drei Story-Stränge, haben wir drüber geredet als letztes. Also ganz normal Way of the Champion, dass ihr halt trainiert und der Pokémon Meister sein wollt. Path of Legends oder so, wo man halt gegen so Riesen-Pokémon kämpft. Ja, ihr wollt irgendwie so ein Kraut finden. Also eine und ich denke mal, dass man im Verlauf davon dann wahrscheinlich auch diese Future- und Past-Viecher trifft. Denk mal schon, ja. Eventuell. Oder wahrscheinlich wird es eher so eine Sache, die quasi im Endgame passiert, wie die Ultra-Beasts oder so. Kann gut sein. Und dann habt ihr noch die letzten Storystrang, das ist halt, dass ihr dann Team Star. Ja, Team Star irgendwie besiegen wollt. Und das sind dann so kleine Raids. Also ihr habt auch da eine Neuerung, ihr könnt Pokémon rausholen quasi, das an der ersten Stelle von eurem Team ist. Und das kämpft dann automatisch gegen andere Pokémon auf der Weltkarte zum Beispiel. Dann könnt ihr halt schneller mit leveln. Und diese Raids quasi, um Team Star zu besiegen, sind halt 30 Pokémon dann in Grüppchen da aufgeteilt. Und die müsst ihr dann halt im Zeitlimit besiegen. Da könnt ihr aber 3 Stück aussenden von eurem Team. Man müsste halt so einen Raid halt machen. Und auch kompletter Koop hat das Spiel, ne? Also das Spiel hat einen kompletten Koop-Modus, dass ihr mit bis zu 4 Leuten... Ja, aber es ist die Frage, was man in dem Koop machen kann. Ey, da bin ich gespannt, wirklich. Ich denke echt, dass man auf jeden Fall. Ja, ich denke echt, dass man einfach nur zusammen über die World Map rennen kann und battlen kann und sowas. Ja. Zusammen Raids machen. Ja, und da haben wir auch im letzten Podcast, wie gesagt, wir nehmen das jetzt nochmal auf, weil... Aber ich denke, dass auch das wieder nur so ein Test-Environment so ein bisschen ist. Und später, irgendwann wird ein Pokémon rauskommen, das Open World ist, dass man von Start to Finish zusammenspielt, das quasi schon fast MMO-Charakter hat. Es kommen natürlich auch DLCs wahrscheinlich raus für das Game. Und das habe ich halt auch gesagt, ne, wird es halt so Environments geben, dass ihr irgendwie in eine Höhle geht und da ist so eine Höhlenstadt unter der Erde oder sowas. Sowas fehlt mir halt auch immer so, ne, dass die Welt nicht in nur Open World Games, ne? Ja. Weil obwohl es gibt Berge und Täler, aber es ist so wenig gefüllt. Weil man könnte so cooles Design machen, eine Brücke machen, unter der Brücke irgendwie noch ein krasses irgendwas, ein Gimmick-Design oder eine Kanalisation bauen. Bei Arceus zum Beispiel gibt es ja auch zumindest eine Höhle, habe ich da gefunden. Ja, auch zwei. Ja. Aber das davon, ist ja schon irgendwie davon hätte ich gerne und mehr. Und in den DLCs von Sword and Shield gab es auch, also in Crown Tundra, in beiden DLCs gab es richtig expansive... Ja? Höhlen auch. Mhm. Ja, und das ist halt Dreh- und Angelpunkt, ne? Wie wird das Spiel balanciert sein? Ja, gar nicht. Gar nicht, weil
Und Greedo wird vielleicht seine Pokémon züchten oder vielleicht noch im Kompetitiv irgendwas machen. Aber ich bin halt irgendwie bei Pokémon. Das ist ja sowieso ein Endgame. Ja. Das macht man ja nicht in der Story, das macht man danach, dann, wenn man durch ist. Weil meistens schaltet man auch am Ende dann alles so Features frei, wie, keine Ahnung, dass man halt diese ganzen Items kaufen kann, die man dafür braucht und so. Meistens muss man dann auch irgendwelche Battles machen, wofür man die Punkte dafür kriegt und so. Ja. Ja, ich finde das Sushi-Pokémon cool. Ich finde es gerade nicht. Aber das fand ich irgendwie schon... Ja, vor allem hat das hier echt eine andere Form. Ne? Da ist das nicht auf Reis drauf. Nein? War jetzt eben bei dem Artwork nicht. Hast du es gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ja, habe ich. Ich weiß aber nicht, wo. Da. Stimmt, das liegt nicht auf dem Reis drauf. Das ist quasi lebendig. Nee, das hat aber Reis. Ich muss hier wieder rauf. Ich frage mich halt echt, ob das zwei verschiedene Formen sind oder ob das vielleicht seine Ability ist, dass das im Kampf seine Form ändert. Ach so. Ich weiß nicht, aber das finde ich halt irgendwie witzig. Das ist ein cooles Design. Also sieht echt aus wie irgend so eine Figur, die auf so einer Tüte Chips mit Sushi-Geschmack drauf sein könnte. Aus Japan. Ja, ne? Das ist das so japanische Süßigkeiten oder so, wo so irgendwelche Maskottchen drauf sind, die so voll overstyled sind. So ja, sieht das aus. Das Oliven-Pokémon ist auch süß, die erste Stufe. Ja. Das hier ist auch irgendwie ganz cute. Voll am Heulen, so voll verängstigt. Aber wie gesagt halt, ne, wie lang wird einen dieses Spiel halt begeistern, ne? Weil die müssen halt fürs Late Game wirklich was Gutes geplant haben. Ja. Und die ganze Story und so soll relativ schnell durchgespielt sein. Ich denke halt ich denke wirklich, dass Dreh- und Angelpunkt wirklich die Exploration ist, ja. Und wirklich auch Komplettierung des Pokédex. Weil ich für mich irgendwie so Open World ist irgendwie darauf ausgelegt, dass man alles dann finden will und so. Ja, wie gesagt, wir haben auch in späterem, also in dem Podcast, den wir eigentlich schon mal aufgenommen haben, haben wir auch darüber geredet, dass warum machen die nicht so ein Dungeon drin, wo es zufallsgenerierte irgendwie Pokémon gibt zum Fangen oder sowas. Mm. Irgendwas, was so richtig crazy ist, was man auch im Koop machen kann. Und da hast du mir jetzt erzählt, dass es das ja im DLC gab von Pokémon Schwert und Schild. Ja, ja. Da gab es Dynamax Adventures und da hat man irgendwie angefangen mit einem random oder mit einem Leih-Pokémon. Es war mehr oder weniger random, jeder hatte eins und dann hat man nach und nach gegen Dynamax-Raids gekämpft und konnte dann am Ende, konnte immer einer aus der Party, konnte jeweils das Viech, das man besiegt hat, übernehmen und konnte sein Pokémon, das er bis dahin hatte, dagegen austauschen. Und zum Schluss hat man dann gegen Random Legendary gekämpft. Ja, und die waren halt dann mega stark. Ja. War halt, ja, das Trickige war halt, dass man nicht sein eigenes Team hatte, mit dem man kämpfen konnte. Ja. Plus, wenn man den Raid beendet hat, konnte man das Legendary fangen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel Koop-mäßig bei einem Freund mitgespielt hast und du hattest das Legendary schon, ja, konntest du auch das Leih-Pokémon, das du hattest, konntest du dann auch stattdessen nehmen. Fangen? Oder kriegt man das direkt? Konntest du dann behalten danach. Wie cool. Mhm. Ja, wie gesagt, ne, Pokémon eignet sich eigentlich dazu, ne, sowas wie irgendwelches, ja, irgendwelche Dungeons zu bauen. Und ich bin auch überzeugt, dass es sowas in dem, voll süß, dass das Sprite so rumhüpft. ich bin auch überzeugt, dass es sowas geben wird in dem Spiel. Allerdings, glaube ich, kommt es erst mit DLCs dazu, ja, weil ich glaube, die heben sich auch extra manche solcher Sachen so auf für zurück. Die DLCs, damit die sich halt auch verkaufen. Ja, und damit das Spiel ein bisschen länger lebt, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Nee, aber wie gesagt, ich denke auch, man wird wahrscheinlich im Base-Game, wird man zum Beispiel nicht den Terra-Type von Pokémon verändern können. Mhm. Muss die quasi dann echt so suchen auf der Map, dass du irgendwie einen seltenen Raid mit irgendeinem bestimmten Element oder so kriegst. Und wahrscheinlich dann im letzten DLC kriegt man wahrscheinlich eine Ability oder ein Item, womit man alles einstellen kann, wo man den ändern kann von einem Pokémon. Stimmt, und man hat ja noch diese Fähigkeit, dass man so eine Krone aufsetzen kann, diese kristallinen, ja, ja, Verwandlungen, womit Pokémon sogar andere Typen bekommen, ne, und andere Attacken. Ist eigentlich ähnlich wie Dynamax, ne? Also es funktioniert ähnlich. Nur, dass das halt... Nur, dass es die Stats nicht verändert. Ja, aber die Elemente. Ja. Also den Typ von Pokémon. Mhm. Interessant, wie sich das so competitive trägt, ne? Ja, vor allem, man kann es halt offensiv und defensiv benutzen, ne? Ja. Und man kann halt, wenn du zum Beispiel ein Wasser-Pokémon hast und gibst dem Wasser-Type, dann sind seine Wasserattacken halt noch stärker, ne? Ja, ist das so? Ja, aber... Ach so, du kannst den Typ auswählen, wenn du diese Krone aufsetzt. Nee, die haben den Typ quasi, aber du toggelst es halt on oder off. Okay. Quasi. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht off, nur on. Aber jeder hat dann einen gefixten Typ quasi, wenn man diese, ja, Krone benutzt. Da steht dann, genau, mit Krone Feuer, mit Krone Geist. Also du hast dann zum Beispiel, wenn du dir den Status von deinem Pokémon anguckst, steht da drin. Typ Water und dann darunter Terra-Typ Terra-Typ Water, ah, okay, zum Beispiel.
So. Boah, das wäre ja voll broken. Du könntest ja krasse Teams bauen, wenn du das dann irgendwann wirklich verändern kannst bei jedem, ne? Mhm. Ja, und du kannst halt dann, wie gesagt, wenn du zum Beispiel Despota hast, das Gestein Dark ist, das ist dann halt mega weak gegen Fighting, macht dann vierfachen Damage dagegen. Das ist eigentlich seine einzige oder seine größte Schwäche. Ja. Wenn du dem dann stattdessen Ghost-Type gibst, dann können Fighting-Attacken es nicht mehr treffen. Ja, das ist halt schon mega, mega krass. Alle physischen Attacken, ne? Aber ich denke halt mal, dass so eine spezielle Kombination erstmal sehr und sehr selten und schwierig zu kriegen sein wird. Wahrscheinlich. Das ist auch ein cooles neues Pokémon, ne? Ich dachte erst, du meinst das neue Tentacha. Nein, das neue Tentacha ist hässlich. Das ist ass. Ich mag diesen Schnabel nicht. Ich auch nicht. Und das ist irgendwie so auf dem Boden. Ja, Cerulege finde ich auch cool. Ja, Cerulege ist cool. Sieht halt echt aus wie so ein Mega Man-Charakter. Man hat echt Mega Man und Zero quasi. Stimmt, dieser Feueraffen-Starter-Ding aus der Gen, das erinnert mich auch an einen Mega Man-Boss. Wo du meinst, das wäre so Shang Gukong-mäßig, dieses Affen-Chinesisch. Ja, das finde ich, sieht aus wie ein Mega Man-Boss. Ach so, ja, wie ein Boss, ja. Ja, wie ein Boss aus so einem X-Teil oder so. Aus ZX oder so. Ja, ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Ja, ich werde es in 4 Stunden kurz ja raus. Alter. Werde ich es kurz anzocken. Du musst leider mir dann, muss ich morgen früh aufstehen. Schreib mir mal morgen mal bitte deine Experience. Du hast ja morgen frei, ne? Dann kannst du mir auch später deine Experience mal schreiben. Ja, ich bin mal gespannt, ob es echt technisch so krass abscheißt. Ja, wie gesagt, wir haben eine Review gesehen. Es kann aber sein, dass die eine Vorab-Version haben ohne den Day-One-Patch und deswegen das so katastrophal. Ich frage mich halt auch, was halt auch sein könnte, dass der Day-One-Patch was am Balancing schraubt. Kann auch sein. Dass vielleicht sich die Difficulty verändert oder so. Ja. Aber ich weiß nicht, ich würde nicht darauf wetten. Also bin mal gespannt. Also was ist jetzt was ist jetzt für dich das Hauptfeature, warum ist das Spiel für dich attraktiv? Also für mich ist es auf jeden Fall nicht terrestrializing. Ja gut, kann für ich mich, verstehen. Für mich ist es, glaube ich, echt die Open World Experience und dass man einfach eine riesige Welt zu exploren hat mit ganz, ganz vielen Pokémon drin. Ich muss sagen, das kickt bei mir auch am meisten, weil das habe ich durch Arceus schon jetzt so ein bisschen vermittelt bekommen, weil da funktioniert das schon gut. Und wenn man jetzt wirklich noch eine Open World da hat, wo noch mehr vielleicht Shit abgeht, was ich mich jetzt auch frage, kann es geiler werden. Wenn man jetzt schon Arceus kennt und jetzt das spielt und man muss immer in den Kampf reingehen, um die Viecher zu fangen, das nervt. Frage ich mich, ob das dann überhaupt noch spielbar ist. Ja, die hätten die Catch-Mechanik von Arceus da reinbauen sollen. Das wäre geil. Das wäre cool, ne? Weil ich liebe das bei Arceus, dass es fangen so snappy und so schnell geht. Ich glaube, irgendwann wird ein neues Legends rauskommen. Hoffentlich, vielleicht mit mehr Mons, Pokémon, ne? Pokémon Legends Suicune, 2. Was dann in Yoto... Oh, das ist schon Yoto, ich würde es direkt kaufen. Was voll Sinn machen würde, weil Yoto hatte ja auch immer so ancient japanische Architektur und so. Das würde echt voll gut reinpassen. Wie so ein Türmen und so. Und das dann mit der Welt von Yoto, irgendwie mit den verschiedenen Areas, mit so einem Eisberg und so, diesem See und keine Ahnung. Mit dem Leuchtturm und alles. Ja. Es hat so einen Style. Und dann da halt alle Kanto- und Yoto-Pokémon und keine Ahnung, vielleicht noch ein paar neue Formen oder so. Das wäre richtig. Und halt irgendwie mit einem aufpolierten System irgendwie, vielleicht ein paar Besserungen. Ja, dass du klettern kannst oder so, ne, mit deinem Pokémon. Nice. Weil jetzt bei Arceus mache ich das immer so mit diesem Bock, mit diesem Pokémon, was du hast. Dodge oder was? Nee, ach so, mit dem Bock. Ja, ja, dass ich immer so hochkraxe. Stimmt, so. Dass man nicht klettern kann, fehlt wirklich in dem Spiel, ne? Ja, ja, weil manchmal hast du echt irgendwie so leichte Hügel nur mit irgendwie Felsen oder hoch. So und du kommst da nicht hoch. Aber ich habe mich jetzt, aber macht auch irgendwie auch Spaß, so ein bisschen zu exploiten und sich irgendwie so hoch zu mogeln, mache ich so oft in dem Game. Manchmal kann man sich auch irgendwie mit der Dodge wohl irgendwo hochglitschen. Stimmt. Ja, die gibt's leider auch nicht in Purpur und Karmesin. Na, aber ich muss halt sagen, ich war halt wirklich leider ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Jetzt mittlerweile nicht mehr so krass enttäuscht. Also ich war bei Schwert und Schild war ich enttäuscht als bei dem Game. Bei dem Game habe ich ein besseres Bauchgefühl. Ja? Bei Schwert und Schild wusste ich, dass es mir irgendwie wahrscheinlich nicht so krass gut gefällt. Ja. Aber es ist halt auch Geschmackssache, ne? Was man erwartet und was man möchte, ne? Und was man bekommt. Was ich halt echt nicht verstehe, ist, warum die Spiele so fucking leicht gemacht haben. Weil, guck mal, die müssen das doch alles designen. Die müssen diese Arenen designen, die Arena-Leiter, die alle ihre eigenen Designs haben, mit eigenen Pokémon-Teams, die irgendeine Strategie verfolgen und so. Und dann irgendwie das alles nur dafür, dass man irgendwie da mit einem Starter durchrennt, der voll übertrieben stark ist und alles One-Shot ist. So, why? Und dass du noch einen Entwicklungsstein bekommst, damit du die Mega-Evolution hast und alles flat ist. Ja, nein, aber auch, dass man auch diese, da sagst du was Gutes, weil auch immer, dass diese Arena-Leiter noch immer nur einen Typ vom Pokémon haben. Ich bin der Flug-Arena-Leiter. Ja, okay, ich habe
ein Elektro-Pokémon, fuck off. Weißt du, das ist so, keine Ahnung, auch diese Doppelkämpfe gibt's wahrscheinlich auch nicht in dieser Version oder so, aber es haben die im dritten Teil, in der dritten Gen haben das gut gemacht, dass du quasi deinen Pokémon auch heilen kannst oder so, Surfer benutzt, dass beide gleichzeitig getroffen werden. Diese Doppelkämpfe haben ein bisschen Taktik gegained, ja. Finde ich. Das hat Spaß gemacht. Das wirst du da in diesen Raid haben, in diesen Gauntlets wirst du das vielleicht haben, wo du gegen diese großen Pokémon kämpfst. Da wirst du es vielleicht haben. Diese Raids sollen übrigens auch verbessert sein, ja? Dass du quasi. Ah, stimmt, dass es schneller geht, ne? So, dass quasi dann wie Final Fantasy so active time-based, also quasi das. Also man sieht nicht eine Leiste, die sich füllt oder so, aber man kommt quasi dran, benutzt einen Move, ja. Und dann nach kurzer Zeit kommt man wieder dran, ohne dass man irgendwie abwarten muss, dass alle anderen diesen Move gemacht haben. Dass es nicht so krass rundenbasiert ist, sondern dass es halt fluider ist, ne? Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Das ist gut, weil echt diese Dynamax-Raids haben so ewig gedauert. Auch die Animation immer jedes Mal so, oh, ich hole meinen Pokéball raus, der wird jetzt riesengroß, dann schmeiß ich ihn, dann kommt das Mon raus und wird riesengroß und knallt auf den Boden runter und dann pannt die Kamera einmal drumrum und dann geht's weiter so. Und jetzt ist es halt einfach so, bam, ich hole meinen Pokémon raus, bam, ich switche zu Crystal, das dauert vielleicht 3 Sekunden, so halt, finde ich besser. Ja. Aber ich bin mal gespannt. Also bisher interessiert mich dieses Terrestrializing-Feature jetzt nicht so riesengroß. Das wird kompetitiv wahrscheinlich wichtig sein. Ja. Also da wird es ultra wichtig sein, klar. Was du für ein Typ, dein Pokémon. Da wird man richtige Mindgames mitspielen können. Ja, ja. Weil du siehst, weil Pokémon bei jedem denkst geht so, das, okay, ich mache damit jetzt das und das und dann, bam, hat es plötzlich einen ganz anderen Typ so. Ja, wo du gesagt hast, ne, wenn es dieses Ninja-Tom gäbe oder so, dass es fast unbesiegbar wäre, ne? Wegen seiner Fähigkeit, dass alles überlebt. Alles, wenn es nicht super effektiv ist und wenn es dann einfach ein Type switcht irgendwie und der Gegner hat da nichts gegen, dann gute Nacht. Ist schon fies. Aber du meinst, das Viech gibt es nicht in dem Spiel? Ich habe es nicht gesehen. Sorry, wenn ich dir spoilere. Aber ich weiß es nicht. Ich habe nicht drauf geachtet, aber ich glaube nicht. Aber ich will ja auch nichts Böses oder nichts Falsches sagen. Ja, ich bin auch echt mal gespannt, wie viele verschiedene Monster es gibt in dem Spiel. Ja. Ich hoffe mal, dass der Roster echt groß ist. Ja, ich weiß, ich kenne den Roster. Ich bin gespannt. Und ja, also was ist denn jetzt so, was antizipierst du? Wird das Spiel hot oder Schrott? Oder? Also Pokémon ist halt ein riesengroßes Franchise, eins der größten Franchises, haben wir auch schon erwähnt. Ich schätze mal, es wird krass gut ankommen. Ja, denke, das wird so, gut es wird an, so, also gut verkaufen wird es sich es immer. Es wird so 80er, 90er Wertungen bekommen auf jeden Fall. Da hast du diese Technikmuffel, die sagen, oh, ist Popping, oh, ist die Switch, ist eine scheiß Konsole. Oder was meinst du jetzt mit deiner Frage, das wolltest du jetzt genau wissen? Ich meine einfach nur, meinst du, es wird sacken oder wird gut sein oder nur so mittelmäßig? Ich glaube, das wird eine ähnliche, also für mich gesprochen, ich sage nicht, dass es bei dir so sein soll. Ich glaube, es ist bei mir ähnlich wie bei Schwert und Schild. Ja. Ich werde diese Open World betreten, werde mega viel Spaß haben, aber irgendwann werde ich sagen, hey, irgendwie ist alles, wiederholt sich gerade. Ich weiß, da und da gibt es bei Arceus genau das Gleiche. Irgendwann ist es erschöpft und dann sagst du so, okay, aber gibt es nicht noch irgendetwas? Und wenn du dann halt nichts mehr Neues findest in einem Game und dich nicht mehr motivieren kannst, dann wird das Spiel für mich vielleicht nach 5 bis 6 Tagen oder so, was auch schon viele Zeit ist, aber es wird dann eine Abnutzungserscheinung haben. Ich denke mal, ich werde eine gute Zeit damit haben, wenn ich es spiele, aber es wird sich halt auch relativ schnell abnutzen. Das ist mein Verdikt. Für mich also, wahrscheinlich auch. Ich gebe dem Spiel eine Chance, aber... Aber ich glaube, echt, die Anfangszeit wird wahrscheinlich so voll Magic sein, weil man einfach in dieser riesigen neuen Welt ist und ganz viel zu erforschen hat. Überall sind Pokémon und Items und Bullshit. Ja. Und ja, darauf freue ich mich einfach. Ja, ja. Darauf freut man sich. Eigentlich schade, dass ich jetzt alle Mons schon gesehen habe, dass ich nicht irgendwie so Magic Moments habe, so, oh, ich entwickle jetzt das Vieh, ich will sehen, wie das aussieht oder so. Aber ja, das habe ich mir auch kaputt gemacht. Aber bei mir war es halt so ein Check halt. Das tut man sich halt selbst an. Aber guck mal, jetzt mal ernsthaft gesprochen. Das hatte ich mich früher bei Pokémon. Was war das? Welches Pokémon war das? Ich hatte irgendein Pokémon in meinem Team und das hat sich halt, es war nicht Sonnenkern oder so, aber es war irgendein Pflanzen-Pokémon, was ich in meinem Team hatte. Und das hat sich halt irgendeinen Scheiß entwickelt, weil es männlich war anstatt weiblich oder sowas. Oder genauso wie bei Gardevoir, wenn du halt Gardevoir männlich hast und kriegst dann diese Fighting-Form quasi davon und du wolltest eigentlich die andere, die Waifu haben, dann ärgerst du dich ja trotzdem, weißt du? Und sowas kannst du halt entgehen, wenn du weißt, so, hey, das aus dem Olivending wird was voll Geiles oder so. Aber dann hast du das Olivending in deiner Party und dann wirst du zum Schluss noch schlimmer, diesen Krüppelbaum und dann sagst du ja geil, nichts. Oder du wählst einen Starter, weil er dich voll anspricht. Genau. Und ist die letzte Entwicklung ist total scheiße. Ja. Und dann weißt du halt nicht, worauf du hinaus willst. Klar, es ist cool, weil du es nicht weißt, aber die Enttäuschung ist halt sehr groß, wenn du sagst so, nee, ich muss das trashen, ich muss mir jetzt ein anderes Pflanzen-Pokémon holen. Ach, übrigens, das ist traurig. Felinara
darin entwickelt sich das, wenn es einen Fairy-Type-Move hat. Dann habe ich es doch richtig gehabt, weil das hatte cooler Augen bei mir als Move. Und jetzt habe ich meinem anderen habe ich irgendeine Dunkelheitsattacke beigebracht und das ist so Nachtara geworden. Nachtara ist cool. Du musst nicht mal Dunkelheitsattacke kriegen, musst einfach nur bei Nacht entwickeln. Ja, also aber darf halt keine Fairy-Type-Attacke. Ah, darf es nicht haben, ne? Und früher in X und Y war es halt noch anders. Da war es echt, da gab es ja, es gab ja früher Freundschaft, gibt es ja seit der zweiten Generation, womit du zum Beispiel auch Golbat zu X-Bat entwickelst oder Riolu zu Lucario. Ist einfach, du musstest die ganze Zeit an erster Stelle im Team haben, musst dem viele Items verfüttern und so. Und später kam ja dann noch Zuneigung dazu. Was dann irgendwie so gemacht hat, dass du zum Beispiel random einfach so Crits gemacht hast und so, ja. Oder irgendwie oder das Viech wäre eigentlich gestorben und überlebt dann einfach random mit einem HP. Das gibt's aber jetzt nicht mehr, oder? Ich glaube schon, das ist nie weggegangen. Alter, das ist voll ekelhaft. Das ist auch so eine Neuerung, die ich voll hasse. Ja, ich wünschte, man könnte das einfach abschalten. Aber das gilt nicht, das geht aber nicht bei Online-Battles, ne? So, und das musste man quasi maxen damals, um Felinara zu kriegen. Man musste quasi ganz dieses Beauty-Minispiel mit dem spielen und sowas. Dazu auch eine lustige Anekdote. Es gibt ja auch so Pokémon, dieses komische Quallen-Pokémon oder so. Das musst du in eine Waschmaschine reinpacken, ne, damit sich das entwickelt. Früher musstest du ein DS drehen, damit es sich entwickelt. Und dafür hast du dann eine andere Version, hast du eine Waschmaschine, wo es reinstopfst. Also sowas ist lustig, ne? Das ist einfach nur wegen dem scheiß DS-Feature mit dem Gyro und so mussten die das halt dann gucken, wie die das irgendwie umsetzen. Aber sowas ist kreativ. Ja, ist besser als du tauschst dein Pokémon zweimal hin und her und dann entwickelt sich das, ne? Vor allem der Pokédex-Eintrag, der kriegt der andere ja einfach deinen Pokédex-Eintrag von deinem Pokémon. Ja. Und wenn er einfach noch von der Ätzung behält das einfach. Ja, genau, behält das einfach. Das habe ich nämlich einmal beim Dark Souls gemacht, habe ich einen Typen irgendwie, Uchikatana hat er mir gegeben, das sollte ich für den hochschmieden, aber ich habe dann irgendwie den nicht mehr gefunden oder so. Dann konnte ich den sein Schwert nicht wiedergeben. Oder was cool war, in Gen 5 gab es zwei Viecher, die hat man dann quasi getauscht und dann haben die sich beide jeweils entwickelt in quasi eine Form von dem anderen mehr oder weniger. Also dass es vom Design her mehr dem anderen gleichte. Welches Pokémon war das denn? Oh, das ist so ein Käfer, Laukaps und keine Ahnung, wie das andere heißt. Hä, was hat sich das... Es ist schwer zu erklären, das war irgendwie so... Das eine ist dann zu so einem Ritter mit so zwei Lanzen geworden, aber schon so käfermäßig. Und das andere zu so einem Superheld, der so mit verschränkten Armen steht mit Cape. Ich kenne das, ja. Ja, und die sind... Du hast die quasi getauscht. Ja. Und die haben dann aber quasi die zweite Stufe, sah dann quasi... jeweils mehr wie das andere aus. Ist unglaublich behindert zu erklären. Aber es war mal so eine nette Änderung irgendwie, dieses Tausch-Features. Es gibt auch sogar in der Version dieses Papageien-Pokémon, was jetzt da neu ist, das gibt es in verschiedenen Farben. Das Sushi-Pokémon soll es auch in verschiedenen Farben geben. Und natürlich Shinies sind ja auch wieder mit dabei. Aber dieser Papagei sieht voll scheiße aus. Ja, ich mag den auch nicht. Der sieht auch wieder so Comic-mäßig aus. Hat auch so ein Pompadour, ne? Was haben die irgendwie mit so komischen Frisuren? Weiß ich nicht. Das ist eine Anspielung. Das Mistkäfer-Pokémon ist cool. Ja. Das Heuschrecken-Pokémon ist auch cool, finde ich. Diese Spinnen-Pokémon, die turnen mich richtig ab. Warum die erste Stufe finde ich voll süß. Dummiesel, neue Entwicklung. Ja, ey, das sieht einfach aus wie ein zwei Dummiesel aneinander geklebt. Ja, Real Talk. Ist einfach Human Centipede. Finde ich schade. Missed Opportunity. Man hätte was richtig Geiles. Ja, so einen richtig krassen Drachen oder sowas. Ist das vor allem auch der Name. Das hieß früher Dunsparce und jetzt heißt es einfach Da Dunsparce. Ja. Das ist einfach echt so. Die wissen, was sie getan haben. Wir verdoppeln so eine Körpersektion von diesem Film. Ja, das ist voll shameless. Die wissen ganz genau, was sie gemacht haben mit dem Design. Ja, neues Dick da, ne? Das irgendwie so ein Wasserdick da wird mit so drei. Aber es ist kein Dick da. Nein? Es ist ein eigenständiges Pokémon. Es ist nur Wugtrio. Vom Design her daran angelehnt. Ja, und Wigglet. Aber die zweite, das heißt doch Wigglet. Ja, ja. Aber die zweite. Ja, und Wugtrio statt Ducktrio. Lulz. Aber die zweite Stufe ist irgendwie cool, weil es sieht echt so aus wie so Unterwasser-Anemonen, ne? Oder sowas. Anemonen, Alter. Das Wort habe ich lange nicht gehört. Anemonen, Korallen, oder? Das habe ich lange nicht gehört. Nein, aber wie gesagt, also wir erwarten irgendwie das Gleiche. Ne? Also wir werden das Spiel spielen, wenn irgendwie 5 Tage oder so oder 30 Stunden mit Spaß haben, dann hast du die Welt gesehen. Ja, aber ich glaube, am Anfang werde ich echt so gehypt sein und so ein bisschen süchtig sein. Ist es, ne? Und dann, ja, irgendwann danach wird es halt nur noch so sein, so, oh, ich will komplettieren und will irgendwelche coolen Pokémon hochziehen. Ich weiß nicht, ob ich das durchstehe mit komplettieren. Ne? Das ist wirklich mühselig. Das ist Arbeit. Das ist wirklich, dann grenzt wieder so ein Videogame an Arbeit. Aber ja, ist cool. Also
Ich habe ja auch schon, ich habe ja Trophy Hunting gemacht mit manchen Spielen, wo ich einfach sagen so, ey, ich will einfach die Platin-Trophäe haben. Einfach nur, um zu gucken, so schaffe ich das alles, was die sich vorgestellt haben. Und dann, da eignen sich Schwierigkeitsgrade, ne? Ich finde es schade, dass Pokémon nicht einen Schwermodus hat oder einen Nuzlocke-Modus. Wäre auch geil. Schiffe tatsächlich Nuzlocke. Aber kann man ja selbst machen. Oder ein Randomizer wäre auch natürlich geil. Wenn du ein Start-Pokémon bekommst, das random ist. Ich habe mal einen Pokémon-Kristall-Randomizer mir runtergeladen. Das ist übelst einfach. Du holst dir die ROM, mehr oder weniger. Ne? Und dann packst du einfach rein, kannst alles einstellen. Und das geht so schnell mit dem Gameboy-Spiel. Das macht richtig Spaß. Du kannst dann sogar beim Randomizer einstellen, dass das Spiel schneller läuft. So im Dodri-Modus. Oh. Dann ist die ROM automatisch ein bisschen vorgespult. Das ist richtig geil. Aber sowas halt, ne, vielleicht, dass irgendwie wirklich wenigstens die Top 4 skaliert, dass die Pokémon gleichen Level haben wie deine Pokémon, wäre cool von der Schwierigkeit. Oder was du mal gesagt hast, dass sie sich einen Profi holen, die ja echt mal ein Team bauen, was eine Taktik irgendwie verfolgt. Genauso wie Trainerkämpfe, dass Trainer irgendwie ihre Pokémon hochheilen mit Tränken oder sowas. Das gab es auch in manchen Spielen mehr und in manchen Spielen weniger, ne, dass die AI gut oder schlecht war. Das ist auch so eine Sache. Ich find Pokémon-Spiele brauchen eigentlich keine Items. Ich finde das cooler, wenn du ein Heil-Pokémon hättest, was die Pokémon hochheilt im Kampf. Das wäre geil. Ja, dann ich finde auch Items haben. Irgendwie uncool. Also Use-Items, richtig. Ja, ja. Equip-Items sind cool. Ja, ja, aber so, wenn du jetzt... So, oh, ich popp jetzt einfach einen Trank, wenn ich gerade verlieren bin, das ist schon... Ja, du kaufst einfach 99 Tränke und schaffst eigentlich jede Arena damit. Ja, oder 99 Beleber. Oder 80... Oder es reichen ja 6 Beleber eigentlich. Aber das ist bei Pokémon echt ein bisschen lame, ne, dass du dann alles da hochheilen kannst. Ja, aber selbst wenn einfach nur ein höherer Schwierigkeitsgrad, einfach nur, du wählst halt Hard-Mode und einfach nur die Stats der gegnerischen Pokémon werden hochgesetzt. Ja. Und was weiß ich, Freundschaft wird deaktiviert und du kannst nur in Switch-Mode kämpfen. Also, dass du halt quasi nicht jederzeit wechseln kannst, so, oh, du hast den Gegner besiegt, du kannst jetzt direkt wechseln oder so, sondern... Weil in Competitive ist es ja so, zum Beispiel, wenn du ein gegnerisches Mon besiegst, dann switcht er das nächste ein und du kannst nicht instant wechseln. Ja, dann weil du siehst dann, oh shit, meinst du es jetzt dagegen schlecht, dann musst du wechseln und verlierst einen Turn. Es ist nicht so, das ist automatisch dann so, dass es eingesetzt wird. Es wird nicht gefragt, der Gegner setzt Turtok ein, wollen sie ihr Pokémon wechseln? Genau, das gibt's in Competitive natürlich nicht. Ist aber auch und das, nicht so. Ja klar, macht ja voll Sinn und das könnte man zum Beispiel auch forcen, einfach in Hard Mode. Solche kleinen Sachen würden es schon... Aber einfach nur für Leute, die sich challengen wollen. Aber das, was du gerade gesagt hast, das kann man fast bei allen Pokémon einstellen. Rein ja, ja, oder das kann man folgend. Einstellen. Das kann man immer einstellen, auch im normalen Spiel. Aber halt, dass man einfach nur so einen Toggle-Switch hat, Hard-Mode an und dann sind einfach alle Gegner stärker und halt ein paar Restrictions irgendwie. Das wäre schon voll einfach zu programmieren. Und was ich mir halt krass wünschen würde, ist halt wirklich New Game Plus-Feature, dass du deine Pokémon behalten kannst oder deine Boxen und dann nochmal ein neues Spiel machen kannst. Weil dann könntest du auch einen neuen Starter wählen. Und könntest dann dein Pokédex offline irgendwie besser komplettieren. Aber das würde dann natürlich irgendwie dem Trading im Weg stehen, ne? Ja, wieso? Kannst ja trotzdem tauschen. Ja. Ich weiß nicht, aber wie gesagt... Auf jeden Fall könnte man da irgendwas machen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, und halt sowas wie ein Random Dungeon oder so mit noch... Mehr Koop-Experience. Oder halt so random Boss-Monster, die in der Welt spawnen und so sowas... Fände ich richtig gut. Und damit meine ich nicht so wie Raids, irgendwie so Raid-Dens, in die man reingehen kann oder so, sondern dass einfach in der World irgendwie große Viecher spawnen, die voll powerful sind, aber wenn man die besiegt, kriegt man irgendwas Geiles. Ja, dass man die halt für zusammen besiegen muss, ja. Ja. Oder dass sie auch so zeitmäßig länger da sind, was dass sie so viel Energie haben, dass du quasi auch mehrere Temps brauchst mit deinem Pokémon. Mhm. Aber dann wird halt die KP von denen gespeichert, wie schwach die sind. Ja, ich bin mal gespannt, irgendwie, was das Spiel ist. Ich frage mich auch, wie diese Giant-Dinger funktionieren und was es damit überhaupt auf sich hat und was da letztendlich irgendwie die Story ist, ne? Ja, yeah. Die Story ist, was da letztendlich draus entsteht. Die Story würde mich da auch noch interessieren. Auch wie die beiden Storystränge von Zukunft und Vergangenheit zusammengeführt werden, ne? Vielleicht kommt am Schluss echt so ein Urknall oder so und dann bist du da irgendwie. Wahrscheinlich gar nicht, weil man hat ja immer nur eine Version. Entweder hat man Future oder Vergangenheit. Alter. Ne? Krass, wir haben jetzt echt dann kommt noch die 1000 durchbrochen. Guck mal, die Tinker Tough ist 1001. Tinker Tink ist 1000. Ja, ist noch mehr sogar. Also, wir können euch jetzt spoilen, wie viele Pokémon es gibt. Es gibt 1010. Hier, ne? Razaf. Geist Fighting? What the fuck? Das ist aber diese... Das ist halt Klotzeil. Diese... Na, das magst du, ne? Ja.
Egal. Sollen wir den Podcast so beenden? Ja. Wir sind ziemlich leer gequatscht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert, teilt, like, bla bla bla. Ne? Also, wäre schön. Boah, ich bin echt mal gespannt, was wir sagen, nachdem wir es tatsächlich gespielt haben. Ey. Dann löschen wir. So, ja, einfach, der Podcast wird einfach gelöscht. War okay. So, ja, war alright, das Spiel. Ja, war schon ziemlich kacke. Ja, ja, lass mich drüber reden. Ja, Pokémon Arceus war besser. Egal, ich lasse dir das letzte Wort verabschiedungsmäßig. Na, es genäht. Füll.